Ja, Es geht gleich weiter, war dauert auf nicht mehr jeden Fall lange. amüsant. So, die Leute schalten immer mehr zu, je später es wird. Eigentlich hatten wir gesagt, wir fangen heute mal um 19 Uhr an, weil, ja, wegen der sehr jungen Zuschauer oder wegen der ganz jungen Zuschauer, damit halt die zum Zuge kommen. Letztendlich ist es natürlich so, dass wir jetzt hier doch um 20 Uhr fast anfangen, statt um. So, jetzt wieder können wir weitermachen, hoffentlich. So, wir fangen mal einfach an mit der Partie hier gegen Raphael. Starte mal. Ich starte die Partie gegen Raphael. Komm, Raphael. GG. So, E4, Springer raus, auf geht's. So, ah, ich weiß, was der spielt, der gute Raphael. Die Queen. Ja? Ja, er spielt immer. Och, hä? Doch nicht. Und vielen Dank an S. Korakas für 20 Schweizer Franken. Vielen, vielen Dank. Oh, der hat letzte Mal schon gesponsert, 20 Schweizer Franken. Danke dir. Und vor allem, der hat so ein geiles Emoji, ne? Goal, goal, goal. Aber letztes Mal hat er Hahaha gehabt. Ja, vielleicht ist das eine Anspielung darauf, dass das Tor jetzt endlich gefallen ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, was machen wir? Ich entwickle mal ganz normal meine Figuren hier. Läufer raus, kurz Rochade vorbereiten, spielen wir es mal ganz entspannt gegen Raphael. Läufer E2? Hast du gemacht? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen harmlos, aber was soll's. Kenne die Variante sowieso nicht so gut, aber was will man hier kennen? Das ist eher Ich glaube, hier ist unhilfreich. alles gut für uns. Wir haben die beiden Läufer Ja. und. Warum hat er die Dame so früh rausgestellt? Ich weiß nicht. Ja, also eigentlich müsste man das mit D5 spielen hier in der Regel, damit man noch ein bisschen Luft bekommt. Weil sonst kriegt man den Läufer nicht entwickelt auf C8. Ich glaube, So, du jetzt bist spielt er dran. D5. Ja. Ich schlage erstmal auf D5. Jetzt bekommt er einen isolierten Bauern. Isolierte Bauern sind in der Regel Schwächen, weil sie nicht von anderen Bauern gedeckt werden können. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man dem Gegner isolierte Bauern verschafft, also vereinzelte Bauern hier. Manche schreiben sogar, dass 19 Uhr zu früh ist. Ja, ist nicht so einfach. Vielleicht machen wir eine Umfrage demnächst mal im Community-Tab. Auf meinem YouTube-Kanal machen wir immer wieder Ja. Umfragen. Und dann machen wir vielleicht mal eine Umfrage, welche Startzeit euch lieber ist. Das wäre eine gute Idee. Man kann es letztendlich auch nicht allen recht machen, ne? Das ist auch Ja. immer das Ding. Na, Springer E4, guter Zug von Ja. Raphael. Sehr Sehr starker guter Zug. Zug. Den hatten wir nicht auf der Rechnung. Jetzt bin ich am Zug und muss mal überlegen, wie ich darauf reagiere. Ich möchte den Springer eigentlich nicht gerne schlagen, weil dann repariere ich seine Struktur. Auf der anderen Seite greift er meinen Springer an und auch den Läufer auf G5. Ja, was mache ich denn? Ich mache mal den Rückzug. B4 könnte man auch überlegen, aber finde ich nicht so überzeugend. B4, obwohl. Ah ne, spielen wir mal Läufer D2. Spielen wir mal den Läufer zurück hier. Was Ja, hast du gemacht? ist schwierig. Ich hätte wahrscheinlich genommen und hätte das Loch aber behalten. Ja, das stimmt. Das war die Frage. Entweder bessere Struktur behalten oder Läuferpaar. Beides ging nicht so richtig. Ja. Eine sehr technische Stellung jetzt. Es wird auch gerade noch Fußball gespielt, merke ich im Chat. Köln gegen Düsseldorf. Das ist natürlich ein Ja, okay. krasses Duell. Ich sag mal, das ist keine Konkurrenz jetzt für uns. Das sowieso nicht, da guckt ja eh keiner zu im Stadion. Gut, wir sind beide nicht aus dem Niederrhein, deswegen ist uns das eher emotionslos, wie wir das betrachten. Aber ich weiß natürlich, dass die Leute, die dort leben, das ganze Jahr auf dieses Duell mitfiebern. Okay. Ja, so wie Hamburg gegen St. Pauli halt, falls sie mal gegeneinander spielen, ne? In der zweiten Bundesliga jetzt. Ja. Perfekter Ton bei beiden. Danke, Differenzmaschine. Grüße, die gehen nochmal raus an den Producer, der sich eingesetzt hat, dass das hier weitergeht. Und ja, Raphael spielt das gut leider. Ja, Raphael Der spielt macht richtig gut lauter gute heute. Züge. Alter Lachs.
Hat richtig trainiert, wird immer besser durch unsere Videos, der gute junge Mann. Ja, Es wir haben gibt. jetzt zwar noch die bessere Struktur, aber Schwarz hat so aktives Spiel, dass er das locker ausgleicht und hier stehen wir vermutlich gar nicht mal besser. Jetzt bin ich dran, glaube ich. Jetzt muss ich einen Zug machen. Machen wir mal diesen hier. Da steht er, glaube ich, gut. Ja, da steht der Läufer richtig auf der Diagonale, zielt auch gegen den Bauern auf B7, falls der Springer mal ziehen sollte. Meinst du eigentlich, Raphael hört hier mit? Müssen wir aufpassen? Ach, ist egal. Es gibt ja eh eine Verzögerung, ne? Also Quatsch, nee. Es gibt ja eh eine Ja, das Verzögerung. stimmt. Er würde viel Zeit verlieren, wenn er immer darauf wartet, was wir Genau. so sagen, und dann sagen wir vielleicht sowieso Quatsch. Mehr Zuschauer hier als bei Köln gegen Düsseldorf. Ja, so muss das sein. Mittlerweile schon über 1200. Herzlich willkommen für alle, die einschalten. Ich bin dran, ne? Ja. Ja, 19 war So. es vielleicht wirklich ein bisschen zu früh war für manche. Springer B3, gehen wir auf den Bauern hier auf D4. Ja. Vielleicht lässt sich der irgendwie erobern. Mal sehen. Ist gut, dass Niklas mir alles verrät, weil ich sehe das alles gar nicht. Hier. Ja. Sehr bescheiden. Falls es jemand von euch noch gibt, der unser episches Duell noch nicht gesehen hat, auf seinem Kanal hat Niklas zuerst unsere, die einzige Partie, die Niklas und ich gegeneinander bestritten haben, war 2013, ne, war das? Ja. St. Pauli Open. Genau. Und Niklas hat das zuerst auf seinem Kanal analysiert, hat schon über 50.000 Klicks, glaube ich. Und Ja. Wenn du da einmal im Thumbnail auftauchst, dann geht's ab. ja, laber. Und dann habe ich nochmal Teil 2, die Sicht meiner Dinge, dargestellt. Auf meinem Kanal. Ja, es war schon Ja. eine coole Partie eigentlich damals. Das war eine richtig umkämpfte Partie, auf jeden Fall. Ja, für dich ist es auch nicht so besonders, weil du hast ständig umkämpfte Partien. Aber ich spiele halt auch nicht jeden Tag gegen einen Großmeister. Für mich war das schon eine ganz besondere Partie. Ja, und dann hast du noch deine Schlussrundenpartie gezeigt, oder? Stimmt das, Genau. oder? Gegen Lev Gutmann. Ah, Dann du noch bist ge übrigens dran, glaube ich. sicher? Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Wir stehen gar nicht so toll, ne? Ja, ich bin doch wieder zuversichtlich. Ja, Turm D2, schön Türme verdoppeln, Druck ausüben gegen den Bauern. Das machen wir jetzt ganz technisch, machen wir das hier. Üben jetzt langsam Druck aus. Oh, er droht rund rein matt. Da hast du doch heute noch ein Video zu aufgenommen, Ja, oder? ja. Ja, habe ich natürlich Ja, gesehen, deshalb verhindere ich das. zum Glück bist du dran und kannst es abwehren. Sonst hätte ich wäre geschwommen. Mal wieder. Okay, du musst mir nochmal erklären, dieses Schachmatt auf F5, das hast du vorhin nicht zu Ende geführt und jetzt kommen immer noch diese Sprüche die ganze Zeit Ja, hier. das ist halt in diesem Ach YouTube-Kacke-Video. so, ach so. Und da, ah, okay, Der hat das verstehe. so geil geschnitten, dass er eigentlich irgendeinen Zug macht. So erstens E4 und dann kommt halt meine Stimme und es droht. Schachmatt auf F5. Ja, das habe ich gesehen am Anfang, ja, aber warum das jetzt unbedingt F5 sein muss. Ja, einfach weil es völlig absurd ist halt, ne? Und das hat er gut gemacht. Also dieses erste YouTube-Kacke-Video, das hat für einige Lacher schon gesorgt und geht schon viral in der Community. Ja. Und was dachtest du erstmal, dass es das YTK steht für YouTube-Kanal, dachtest du, In ne? dem Moment, als ich auf Twitch das Video gezeigt habe, bin ich nicht mehr, hatte ich vergessen, dass er mir ja eigentlich schon gesagt hatte, was das Ah. bedeutet. Und dann habe ich das markiert und dachte, ja, YTK, YouTube-Kanal wahrscheinlich. Hatte ich vergessen schon wieder, was es heißt. Ja, ich kannte das Format so auch noch nicht. Also es war mir auch neu. Das scheint wohl ein neuer Trend zu sein. Meine So, wir Hände. gehen auf den Bauern drauf, hier auf D4. Mal sehen, ob er ihn noch stützen kann. Wahrscheinlich Meine. nicht mehr lange. Raphael schreibt, meine Hände sind schon schwitzig, weil ich immer noch nichts eingestellt habe. Ja, spielt eine sehr gute Auf Partie. jeden Fall, sehr gute Partie, Raphael. Gleich bin ich dran, oder? Ja, Ja. genau. Aber ich glaube, so langsam gerät er ins Schwitzen, weil auch seine Zeit geringer wird auf der Uhr. So, jetzt muss ich was machen. F3. Der Turm wird vertrieben und dann gewinnen. Dann holen wir uns den Bauern auf Ja, wir D4. wollen halt diesen Bauern gewinnen hier und ich, naja, noch ist er nicht hundertprozentig vertrieben, aber es ist der erste Schritt. Ja, G3 noch dazu. Bitte Nee, trainieren. dann Oh, machen wir nicht. Raphael, Raphael.
Hier wird gespielt bis zum Ende. Aber jetzt muss ich einen guten Zug machen hier. Warte. Ja, ich glaube, das schaffst du. Ja. Zack, 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 zack. Ja, ich glaube, man kann nehmen. Raphael ist auch optimistisch, mit 20 Sekunden auf der Uhr und Bauer weniger Jeremiah zu bieten. Oh, G6, das sperrt doch hier den Turm ein, mein Freund. Turm H4 werden den Turmtausch erzwingen können. Ja, hätten wir. Ja, Ich bin jetzt müssen wir doch noch das Endspiel sehr spielen. unästhetisch. Unästhetisch, aber gut. Ja, ich spiele lieber ästhetisch. Ich liebe Schönheit. Niklas ist eher die Maschine. Ja, also ich spiele auf Effizienz. So, was machen wir hier? Ich überlege an A4, ob das hier gut möglich ist. Ja, ich denke schon. Obwohl, vielleicht vereinfacht es sich zu sehr. Nee, machen wir es mal. Machen wir mal A4, sonst spielt er selber A4. Ja, B4, das hatte ich gesehen, aber das hatte ich nicht gefürchtet. Gut, du bist dran. Du machst das schon. Kann ich doch nehmen, oder? Ja, ich denke auch. So, jetzt wollen wir mit dem König Richtung Zentrum oder wollen wir Richtung. Ach, gehen wir mal Richtung Zentrum hier. Wir brauchen den König zur Unterstützung. Auf Zeit können wir nicht gewinnen, denn Raphael bekommt immer noch Zeit dazu, aber wir gewinnen jetzt auf Stellung mit unseren beiden Freibauern und die laufen sehr schnell nach Er vorne. hätte Sehr, unbedingt sehr den schnell. B2 nehmen müssen. So ist es Ja, ziemlich aber klar. Aber so ist das es hätte korrekt. auch nichts geholfen letztendlich. So, das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Niklas the Machine. Harald Schmetzle, danke für die 3 Euro. Schmetzle. Schmelzle. Schmelze. So, Niklas spielt das hier locker zu Ende. Ja, ich dachte mir, komm, beschleunigen wir das mal. Jetzt ist es nicht mehr so spannend. Genau. Gut, den Bauern kann er haben. Genau, spiel du So, mal zu Raphael, ich Ende. glaube, die Messe ist gelesen. Ja, nee, die jungen Leute, die kämpfen bis zur letzten Patrone, ist in Ordnung. Das haben die bei The Big Greek gelernt. Da wird nicht Okay, gut. aufgegeben. Ich glaube, er hört uns auch nicht, deswegen wahrscheinlich hätte er sonst aufgegeben schon längst. Okay, alles klar. Danke an Raphael für die Partie. Was sind das für Sprüche hier teilweise? Ja, das musst du jetzt nicht vorlesen. Nee. Du weißt, was ich meine, oder? ja. Das muss einer von deinem Team sein. Einer Ja, aus ist meinem Team würde klar, nie sowas ist schreiben. klar. Niemals. So. Gut, dass sie nicht wissen, was wir meinen. So, wir nehmen direkt die nächste, damit es hier weitergeht schnell. Ich habe hier was. Ich Was hab eine denn? Partie. Ja. Feuerkanalratte 2. Das ist so ein schöner Name. Vorher Kanalratte, okay. Okay, Hand in Brain oder was? Ja, genau, machen wir Hand in Brain jetzt. Ich sag die Züge Okay, vor. alles klar. Sag mal an. Ja, erstmal muss ich die Partie sehen. Ach so, du musst noch mal irgendwo da laufende Partie müsste angezeigt sein. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Ich kann mir ja schlecht selbst folgen. So, Dann geht. Ach so. jetzt bist du Kannst du zur weiß. Startseite zurückgehen und dann vielleicht? Ne, ich sehe es ja jetzt. Ach so. Ich muss einfach über mein Profil gehen irgendwie. Okay, super. Dann sag mal. Bauer. Okay. Ui. De Bird Verteidigung. Eröffnung. Ja. Verteidigung oder Eröffnung? Ich weiß gar nicht. Wir probieren mal was Neues hier gegen die Feuerkanalratte. Trauen wir uns mal. Knight. Wie, jetzt Englisch oder So. was? Oder wie MC, man sagt Knight. Bring mal den Knight raus. Wer sagt das? Ja, Malte immer. Ach so. MC. Jetzt sagt ihr mal, bring mal den MC Knight. verbinde ich in jemand anderem mit. Ja, ich auch. Ja, ich nicht. Bauer. Okay, G3. Ich habe einen geliebten MC in Hamburg und der sagt immer Kneit. Läufer. Und was sagt er zu Läufer? Na, zu dem sagt er nichts. Läufer. Den zieht er nie. Ist König. ganz normal. Ach so. Bitte? König. Monarch. Okay. Monarch. Ja, Bauer. Okay, wir ziehen dazwischen. Was soll's? Jetzt so Stonewall-Style. Mal was Ja. anderes hier.
Oder den anderen halt, ne? Bauer. Bauer, Bauer, ach komm, zieh mir den auch noch vorne. Was soll's? Was soll der Geiz? Kann er haben hier? Okay. Wolltest du einen anderen machen? E3 oder wie? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie? Du hast doch so schnell Bauer gesagt. Ich dachte, das lag auf der Hand. Ja, aber eine Figur war auch schlecht zu ziehen, irgendwie. Oh, er macht Okay. den. Ah. Okay. Bauer. Ja, gehen wir mal auf den Läufer, ne? Ja, der sieht ein bisschen eingesperrt aus. Wenn der Läufer A5 macht, kannst du direkt wieder Bauer machen. Okay. Erzähl mal kurz hier, was ist denn der Sparta Grand Prix, sehe ich hier im Chat. Ganz neue Turnierserie, mein Lieber, ganz neue Oh. Turnierserie. Auf Hinweis von Tausenden von Leuten haben wir uns gedacht, machen wir noch eine neue Turnierserie. Und ja, natürlich ein bisschen basiert auf auf der Tatsache, dass man jetzt ein Schweizer Systemturnier ausrichten kann auf Leagues. Und Arena natürlich immer so ein bisschen mit Berserken und Bauer. Und ein bisschen viel Zufall ist teilweise. Und Ja. viele Leute halt ganz normales Schach spielen wollen mit Schweizer System. Machen Ja. wir einfach eine Grand Prix-Serie Dienstag zusätzlich einfach noch für alle Mitglieder des Teams halt, ne, Bauer. Ja, coole Sache auf jeden Ja, Fall. so achtrundige Turniere halt mit Schweizer System. Mal gucken, wie das läuft, wie das angenommen wird zusätzlich noch. Ja. Aber, Klingt gut. ja. Gibt ja im Moment so viele Turniere, ne? Man weiß gar nicht mehr, was man jetzt spielen soll. Das stimmt. Gibt viel, ja. Was passiert hier eigentlich? Genau. Das ist natürlich auch ein Spruch aus dem Video. Ist auch immer eine gute Frage. Sag mal, gibt es eigentlich, wenn der Stream so läuft auf YouTube auch? Ach, wir sind dran, ne? Bauer, gibt es eigentlich auch Leute, die zufällig in den Livestream kommen? Hast du eine Ja, Ahnung? wenn wir das irgendwie sehen, kann das schon mal passieren. Also auf Twitch ist es ja so natürlich, dass wenn man auf die Hauptseite geht, kriegt man ja Vorschläge und kann dann zufällig irgendwas wählen oder nach Themengebieten halt, ne? Ja, oder links, ne? Aber ich glaube, es ist bei YouTube auch so. Du siehst direkt, was live ist, und wenn das irgendwie passt mit deinen Interessen und mit den Videos, die du zuvor geschaut hast, Okay. dann kann man da auch mal reinschlüpfen. Also für alle, die jetzt gerade mal reingeschlüpft sind hier, herzlich willkommen auf dem Kanal von The Big Greek. Dame. So, den Bauern wollen wir halten auf C6. Das ist der zweite Teil von GM Huschenbeet und The Big Greek gegen den Rest der Welt. Wir spielen Schach gegen User und Abonnenten von uns beiden. Wir sind beide Schach-YouTuber, für die, die es nicht wissen. Niklas bald 50.000 Abonnenten. Ich habe jetzt bald 30.000 Abonnenten. Macht viel Spaß. Wir machen jeden Tag Videos. Mehr, nicht nur ein Video, eigentlich zwei Videos jeden Tag. Ja, es hat schon Ja, Ausmaße schon wie eine Medienanstalt fast schon, ne? angenommen. Wir Zu viel Zeit. streamen beide regelmäßig. Oh, jetzt muss ich natürlich einen guten Zug sagen, weil. Ja, wir haben sowieso eine Figur mehr, von daher sieht Ja, ganz gut ja, aus. ja, ja. Der Glänzchen ist reingeschlüpft, ja, sehr gut. Der wer? Willkommen, willkommen. Läufer, komm, Läufer. Ja, Läufer ist doch perfekt hier. Diesen aktiven Läufer abtauschen, eine Figur entwickeln, weitere Figuren ins Spiel bringen, das ist doch genau Ach so, richtig. da sieht man, ne? The Glänzchen zum Beispiel, genau, der ist so reingeschlüpft zufällig, ne? Der kannte uns wahrscheinlich gar nicht. Schreib mal bitte The Glänzchen, ob du uns eins von uns beiden kanntest. Oder ob wir dafür gesorgt haben, dass du jetzt hier reingeschlüpft kommst. Vielleicht hat er sich auch einfach so an dem Wort erfreut. Kann auch sein. So, Springer. wieso? Springer. Jo, genau, Springer nach vorne. Ich lasse dich hier auf Zeit Perfekt. verlieren. Nee, davon sind wir auch weit entfernt. Und Springer hat er gemacht, sehe ich gerade. Springer. Ja, Ja, Niklas genau, nach vorne. streamt inzwischen freitags immer auf seinem YouTube-Kanal. Während Ja, ich was heißt immer, aber ja, in den also, letzten Wochen schon, oder? ja, im Prinzip schon, ja. Genau. Und The Big Greek ist übrigens auch sehr aktiv auf Twitch. Also Montag, Mittwochs und Freitags könnt ihr ihn auch auf Twitch. Könnt ihr damit dabei sein? Springer. So, was machen wir denn hier? Ja, der fällt leider nicht einfach um, die Feuerkanalratte. Die Partie, die geht noch weiter. Vor allen Dingen Feuerkanalratte 2. Ah, ja, ich will gar nicht erst gegen die 1 spielen. Springer. Okay, aber das war jetzt ein Fehler.
Ja, Der Druck dann ist zu gibt's. hoch geworden. Die Gabel kommt. Die Pfeile muss ich ja machen. Aber ist es wirklich so, dass jemand sich vorher schon vorher Kanalratte genannt hat auf Leeches und er musste die zwei dahinter setzen? Das kann doch nicht sein. Ja, Springer? wahrscheinlich schon. Ist doch völlig. Gut, dann greifen wir zu hier Ja, auf F8. sicher. Oh, Springer wieder. Oh, jetzt können wir uns hier auch noch bedienen, sehr gut. Die Pfeile sollten eigentlich lieber weggehen, ne? Theoretisch ja. Ich mach sie Sind immer wieder noch weg. da? Ich mach sie wieder weg. Ja, wir spielen Also. heute. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Der Turm. Letzte Woche haben wir über TeamViewer die Züge des anderen gemacht oder auf dem Account des anderen. Heute probieren wir es, indem wir uns beide gleichzeitig eingeloggt haben. Müssen das noch gucken, ob das vernünftig funktioniert. Springer. Ja, hat beides so seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, Scheinbar. ja. So. Also die optimale Lösung haben wir noch nicht gefunden, aber ich meine, es funktioniert. Harold Und Duben, vielen hallo. Dank Ja, sag ruhig. an Harry App, der sagt: Danke euch beiden, habe in der Corona-Langeweile Zeit meine Liebe zum Schach wiedergefunden. Das letzte Mal hatte ich 1991 gespielt. Daumen hoch für euch beide. Ja, vielen Dank. Es hatten Sie schon, hat er schon gezogen? Ja. Dame, es hatten Sie schon 64 weitere Kauli genannt, also konnte ich auf Leeches nur Kauli 65 nehmen. Sehr schön. Hat er gezogen? Nee, das hat er nicht. Es droht jetzt hier natürlich das hier. Ja, das ist auch gar nicht so leicht zu parieren. Es geht noch, Ja, aber es geht er noch. wandelt am Abgrund. Simon fragt, was spielen wir gerade? Wir spielen Hand and Brain. Das heißt, einer sagt die Figuren und der andere zieht sie. Und the Big Greek ist gerade the Brain, das Gehirn, und sagt die Figuren an und ich führe sie aus. Das ist ein beliebtes Format im englischsprachigen Raum. Ups. Ich sehe gerade, wir können auch Bauer machen, ne? Ja, hätten wir eben auch schon gekonnt, aber auf Matt zu gehen ist natürlich auch immer was Feines. Zwei Ja, Springer. Nancy, Skype mit Bildschirmübertragung würde funktionieren, aber dann können wir nicht beide auch die Züge ausführen. Das ist eigentlich schon ganz nett, wenn das auch möglich ist. Okay. Ja, Tor, Bauer. Okay. Oh, du hast Umwandlung in Dame Premove. Das ist Ja. natürlich riskant, du. Ja, extrem riskant. Turm. Hol mir mal noch den zweiten Turm ran hier. Ja. Durin ist auch aus Zufall hier. Es wurde von YouTube empfohlen, nachdem er eine Schach-App installiert hat. Also so schnell kann es gehen. Jetzt findest du dich hier wieder. Herzlich Ja, willkommen, Durin Durin. können wir die gleiche. Oh, die Dame muss jetzt ziehen. Ne? Ah, ja, leider. Dame. Können wir die gleiche empfehlen, Durin? Werd einfach Mitglied in unseren beiden Teams, Team Hushi auf Leeches oder Team Big Greek Aficionados auf Leeches. Dann findest du Partner zum Spielen. Dann musst du nicht mit der App spielen. Besser mit Leuten auf dieser Plattform. Ist völlig Ja. kostenlos, die du hier siehst. Leeches.org ist komplett kostenlos. Und macht sehr viel Spaß. Wir organisieren sehr viele Turniere, Streams und kann jeder dabei sein. Richtet sich weniger an Profis, viel mehr an Anfänger und Amateure. So ist es. Und ich denke, es macht doch deutlich mehr Spaß, gegen Menschen zu spielen, die auch Fehler machen, als gegen irgendwie eine App oder ja, das ist doch was anderes. Turm. So. Turm, jetzt kommen wir hier mal rein in die gute Stube auf die siebte Reihe und dann ist gleich zappenduster. Ja, ich habe den Dark Mode aber ausgeschaltet heute, damit das ein bisschen freundlicher aussieht auf dem Livestream. Normalerweise benutze ich immer den Dark Mode. Dann hätte das mit dem Zappenduster gut gepasst, aber so. Er wehrt sich immer noch mit Händen und Füßen hier, die Kanalratte. So, was machen wir?
Dame. Okay, gehen wir wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Oder genau, andersrum. Wieder rein da. Okay, das wär's. Danke an Ja. Feuerkanalratte 2 für die Partie. GG. GG. GG, yo. Schöne Grüße aus Witten, du Hagener. Ja, hier, Hagen ist lange her, mein Lieber. Da bin ich geboren. Wann spielt TBG blind? Ach, der Abend ist noch lang, nachdem wir jetzt schon dreiviertel Stunde ein bisschen technische Probleme erstmal überwinden mussten. Ich nehme erstmal einen neuen Gegner. Auf geht's. Benedikt W. Jetzt musst du was sagen und ich ziehe. Okay. Jetzt musst du aber erstmal mal auf mein Profil gehen. Ja, ich hab's. Ich sag mal ganz verwegen Bauer. Das ist so verwegen, dass ich kurz nachdenken muss. Bauer. Bauer, sagt er, die Sau. Da spiele ich mal das Mittelgambit. Okay. Also kein Königsgambit. Nein. Das war dir jetzt zu hart, ne? Dann sage ich nochmal, Bauer. Ich zwinge dich jetzt zum Opfern. Ja, Aber ich das merke wolltest du schon. ja auch, glaube ich. Nee, ich hätte eher was anderes gemacht. Du wolltest schlagen oder Nein. Springer? Dann machen wir mal Läufer. Wie nennt sich das nochmal, dieses Gambit? Göring, oder? Ist das die Göring-Variante? Ja, Göring-Gambit oder sowas, ne? Oder irgendwie so. Aber vielleicht ist das mit den Springern erst noch raus. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist ja der Lennart OTW hat habe The Big Greek nach neulich im Aldi getroffen, sagt er. Wahrscheinlich ist er das. Was soll ich zu Springer. Springer? Ich habe dich jetzt schon mehrmals erwähnt, Lennart, wobei ich natürlich nicht Lennart gesagt habe. Witzig. Aber C. Weger sagte ich auch. Also jetzt bin ich Ja, verwirrt. das passt jetzt nicht. So viel, vielleicht haben die mich nicht angesprochen. So, was soll ich hier machen? Springer? Springer, sagst du? Ja, schockierend, oder? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir eine Variante. Ne, ich habe keine Ahnung. Ich finde es gut. Ja. Bauer? Das kann nur der hier sein. Ja. Nicht H3 oder so. Nach vorne, wie immer. Mal gucken, was ich aber gleich spielen soll. Und Grüße gehen raus an Jan-Hendrik Schröder, der sich für die Partie letzte Woche bedankt und sagt, danach konnte er 2 Wochen nicht einschlafen, weil er so glücklich war. Ja, das freut uns natürlich sehr. Auch wenn es dir den Schlaf geraubt hat. Aber schön, dass du auch heute dabei bist. So, was machen wir hier Feines? Ja, gehen wir mal nach vorne, Dame. Ja, Niklas droht gerne plump matt irgendwie. Ja, ich habe mir nämlich dein Video angeschaut zum Schäfermatt und seitdem weiß ich, das ist eine gute Strategie. So, und jetzt. Was Ja, jetzt? frei mir. Ja, zum Glück muss ich das entscheiden, Genau. ne? Machen wir noch mal. Was denn? Ah, ich überlege noch mal. Lass mich noch mal eine Ja, Sekunde überlegt, überlegt. überlegen. Ich gucke, was im Chat abgeht. Das Ja. Ding ist, Hand and Brain, das spielt eigentlich immer Brain. Und der Hand macht eigentlich nur die Züge desjenigen, der Brain ist. Hen muss das irgendwie nachvollziehen dann, ne? Machen wir mal Bauer. Bauer. Dann machen wir den. Ja. Ich glaube, den wolltest du auch ziehen, oder? Ja, was sonst, ne? Weiß ich nicht. A4, keine Ahnung. Rückzugsfeld für den Läufer. Wir So, spielen der gegen. Springer hat nicht so viele Felder. Nee, Benedikt W. Es gibt tatsächlich Leute, die gucken in Leeches zu, damit das nicht. Oh, oh. Gewagt, sag ich mal, Dame. Ja, Dame ist einfach, ne? Ja, manchmal ist es auch einfach. Solange du nicht nach D4 ziehst, ist alles gut. Ja, perfekt. C2 gedeckt, Springer nochmal angegriffen, es geht nach vorne hier.
Mir gefällt unsere Stellung. Ich chatte zwischendurch auch mit meinem Producer. Er ist natürlich Alles klar. Perfektionist, möchte natürlich das Ganze noch ein bisschen optimieren. Ja, können wir ja gleich auch nochmal machen, wenn die Partie vorbei ist. Aber ich finde, Hauptsache, man kann uns beide sehen und das Brett. Ja, Zuerst natürlich uns beide, ist ja klar. nach der Partie sagt er, okay, Okay. das Vertrauen müssen wir ihm schenken. Nach der Partie werden wir noch kurz ein kleines Grafik-Update machen, damit wir von noch schönerer, damit ihr noch mehr betört werdet. Nochmal betört. So, So, was betört uns passiert? Benedikt hier noch. Er Nee, er zieht den zieht jetzt Springer die. zurück. Okay, dann sage ich erstmal Läufer. Oh, das hat er gepremoved, hat er schon kommen Geil, sehen. ja. Dann sage ich Bauer. So, der Springer soll weichen. Analog wie auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, was du vorhast. Niklas, ich weiß, was du vorhast. Du bist Oh. natürlich auch die Mattmaschine, sagen alle. Und ich weiß natürlich, was du vorhast. Er will, dass er zurückgeht, dann soll der kommen. Aha, ja, er hätte doch sowas machen können wie D5, glaube Ja, ich. D5 Damit wäre hätte er gut. sich aus der Geschichte ziehen können. Können wir nach der Partie nochmal ansehen. Ja. Aber jetzt kommen natürlich Läufer, ne? Ja, und das sieht nach Matt aus hier. Er Das ist jetzt sehr gefährlich. kann den machen, aber das können wir ja en passant schlagen. Da ist noch kein Matt, sehe Ja. ich gerade. Ist noch kein Matt. Nee, Matt noch nicht, aber. Obwohl, er kann sogar noch in der Partie bleiben. Ja. Ja, naja, gut, halbwegs vielleicht. Ja, Bauer. En passant war das hier, Freunde. Im Vorbeigehen schlagen aus dem Französischen. Oh. Siehst du diesen Zug hier? Hast du den gesehen? Den? Sorry, welchen? Turm F7, hast du den gesehen? Ja, das meinte ich. So kann er Ja, noch in der Partie ja, bleiben, aber ja. dann hätten wir Läufer gespielt, ne? Läufer C4. Stimmt. Okay, jetzt nehme ich Jetzt, raus, ne? ja, Dame, Dame, Dame. So, wo ist das Matt? Ihr könnt auch selber mitdenken. Wir suchen ein Matt. Ein Matt wird gesucht. Ich glaube, es ist. Es ist Matt, es ist nicht Matt. Okay, machen wir mal Dame. Mal sehen, was so geht. Läufer. So. Schicken wir den König mal auf die Wanderung. Ja, viele Leute kennen en passant noch nicht, diese Regel. Und Maggie B fragt auch, muss man en passant aktivieren oder gilt das immer? Das gilt tatsächlich immer. In allen Lagen. So, was machen wir hier? Läufer. Ach so, er hat D5 gezogen, ja, Läufer. Ja, das war auch die beste Verteidigung, die er noch hatte. Denn jetzt kann er immerhin seinen Läufer dazwischen ziehen. Dame. Dame, sagst du. Ja. Ja, also ein Fehler wäre es, den Läufer zu schlagen auf E6, weil Schwarz damit Schach wieder schlägt und unsere Dame hängt noch auf H8, deshalb habe ich darauf verzichtet. Und jetzt machen wir mal. Ach, jetzt ist doch ein schöner Moment gekommen, um König zu sagen. Genau, lange Rochade, sehr schön. Angriffs- und Verteidigungszug in einem. König in Sicherheit gebracht und der Turm greift den Angriff ein. Läufer D6. Was hat er vor, der Gauner? gut, wir spielen mal Turm. Simples Schach. Ja, wir haben jetzt alle Figuren im Spiel, die greifen alle an. Alles entwickelt und sein König steht in der Mitte, ist natürlich bitter. Den machen wir mal rot. Aber er wehrt sich. Er wehrt sich, wie er kann. Ja, das Ja, gar stimmt. nicht so Kann man schlecht nichts sogar. sagen. muss ich jetzt hier nochmal nachdenken. Ich sag mal Turm. Weg da. Dame gefesselt, also kann er unsere nicht schlagen. Und jetzt Dame. Jetzt sagen wir mal Läufer.
Und jetzt Dame. Jetzt holen wir uns den Profit von unserer Arbeit. Okay, Turm Meer sieht gut aus, oder? Ja, denke schon, ne? Also wird das nicht gewinnen. Ja, das ist vorbei hier. Kein Gegenspiel für Schwarz. TSG Königsch Hoffenheim, meine Herausforderung wird nie angenommen. Oh. Heißt du TSG Hoffenheim auf Leaches? Spielen die heute auch oder wie ist Die haben das? gestern gespielt, glaube ich. Okay, du bist gut informiert. Ja, Dame. Holen wir mal die Gemahlin zurück ins Spiel. Gemahlin, sagt er. Oh, Ja, Schach. König. König. Da steht er safe. Er steht Genau, unsicher. wunderbar. Und dann machen wir uns gleich an den schwarzen König. So, Benedikt, was nun? Ja, das läuft ja super hier. Gewinnst du auch? Tag. Ich glaube, wir müssen mal ein Video machen über En Passant, Niklas. Ja. Was heißt denn wir? Also zusammen meinst du? Nee, einer von uns beiden halt, ne? Weil das wird immer wieder mal gefragt, ne? Aber ein Video nur über En Passant finde ich halt hart, ne? GG, wir gehen mal ins Warum? Analysebrett rein, weil da war irgendwas, ne? Was wir zeigen wollten, ne? Ach so, ja. Siehst du Kannst du jetzt, einmal. siehst du eigentlich das Analysebrett? Nee, ne? Nee, aber das kannst du ja kurz machen. Es Also es gab. war dieser Moment mit D5, ne? Nach A3 hätte er machen können. Ja, stimmt, der Computer zeigt auch an, nach A3 geht D5. Wir stehen zwar immer noch besser, aber. Nicht so klar. Ne, ED6, Läufer D6, dann droht Turm Und dann E8 droht Turm halt. E8, ja. Und der beste Zug ist erstmal rochieren. Lange Rochade. Und. Die Stellung ist aber nicht so klar nach Springer C6. Okay. Na, okay, wir stehen besser, aber nicht so super gewonnen. Aber noch kurz die Situation anschauen nach. Ist ein bisschen langsam hier gerade. Und zwar nach Läufer D3, F5, E F6. Genau, Turm F7 ist hier ein Zug, der H7 noch deckt. Und wenn wir den Läufer nehmen. Dann kommt Turm E7, dann geht das nach hinten los, weil unsere Dame geht verloren. Stattdessen kann man Aber aber. Läufer C4 sollte gut sein, ne? Dame G4 Schach geht sogar sehr gut, ja. Ah, okay. Dann fällt einfach der ganze Läufer. Okay, Dame G4 Schach. König weg und dann kann man einfach auf E7 nehmen. Figur mehr. Gut. Ach so, ja, das ist natürlich auch entspannt. Ja. Okay, wir lassen kurz den Producer nochmal ran, falls der es will. So. Deine Zeit, lieber Producer, hau mal rein. Und die Zeit für unsere lieben Zuschauer, noch mal eine Frage zu stellen an uns, wenn Sie Genau. das dann möchten, entweder an The Big Greek oder an mich, während der Producer hier noch mal was zurechtrückt, so rum. Es gibt ein interessantes, seltenes En passant-Matt, sagt Le Volou. Hä? Da fällt mir jetzt auch nicht direkt etwas ein. Ein en passant Matt. Weiß nicht, was er Also gibt meint. es sicherlich irgendwie, aber würde mir jetzt nicht so direkt einfallen. Nee. Haben wir schon mal gegen den Weltmeister gespielt? Ich nicht. Du? Nee, leider auch noch nicht. Auch kein Blitzen, nix, ne? Nee, noch nicht dabei gewesen beim Benta Blitz und Hey, das Chess. war's schon. Super, Applaus. Für den Producer. Das ist mal geil. So geht das. Das ging schnell. Das ging schnell. Kalispera, Frau Krämer. So, jetzt kommt es aber in den Chat aber ganz schön rein. Hoffentlich mache ich jetzt aber nichts kaputt hier. So. Nein. Jetzt haben wir schon wieder das Problem. Warte. Ah, jetzt haben wir wieder dieses bescheuerte Problem, wenn ich auf Firefox klicke. Wie hole ich das wieder rein?
Bin ich aktuell. gerade verschwunden, oder? Nee, du nicht. Nur wir beide sind zu sehen, aber. Ach so. Ja, komm gleich wieder, Freunde. Bild ist gleich wieder zu sehen. Also das Brett und so weiter. Aus irgendeinem Grund verschwindet das Bild manchmal, je nachdem, was ich klicke. Das hatten wir im Testlauf schon mal, dieses Problem. Ganz, ganz komische kleine technische Probleme, die sich immer wieder hier auftun. Ja, es hat kein öffentlich-rechtliches Fernsehen hier, das mit Milliarden bezuschusst wird von den Bürgern Deutschlands. Das hat ein kleiner YouTube-Stream hier mit der Big Greek und Niklas, GM Niklas. Aha. So, ich weiß nicht, warum ich das wieder pfiff. Eine Frage im Chat ist, wie viele Titel gibt es? Also es gibt GM Großmeister, IM International Meister, dann gibt es noch den FM, steht für viele Meister, und dann gibt es noch den CM, den Candidate Master. Aber eigentlich die drei Haupt, sag ich mal, Titel sind Großmeister, International Meister und FIDE Meister. Ja, aber Candidate Master muss man ja, kann man nicht ernst nehmen, oder? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, aber der wird ein bisschen belächelt. Also es ist so. So, gegen wen spielen wir denn jetzt? Wir können wieder loslegen. Und vor allen Dingen, was spielen wir? Abwechselnd? Ja, wir können. Ich nehme mal hier ein bisschen stärkeren Gegner Oder an. mach du. Ja, mach mal. Hier den Pessach 2020. Der Name sagt mir sogar was. Okay. So, abwechselnd oder wie? Ja. Alles klar. Pessach 2002, der Name sagt mir irgendwas, ich weiß nicht. So, jetzt bin Ja, ich ich sehe aber. hier, ihr habt auch schon mal gegeneinander gespielt, tatsächlich. Bisher erfolgreich für dich. Stimmt. Ja, ich spiele halt viel mit meinen Usern. Und zwar immer auf den meinen Streams. Nicht nur im Livestream auf YouTube, sondern auch. Oh, die Variante kenne ich eigentlich gar nicht so gut. Ja, du hast doch den ersten Zug gemacht. Aber er macht D4, ich habe nicht mit D4 gerechnet. Oh ja, der war natürlich unerwartet. So, Primo 4, wenn er schlägt. Das ist die Nimzowitsch-Verteidigung. Ja, nicht zu verwechseln mit der Nimzu-Indisch-Verteidigung. So, jetzt spielt man den raus hier. Da gab es noch eine Partie zwischen Nepomniachtchi und Carlsen vor kurzem. Wirklich? Ja, beim Magnus Carlsen Invitational. Das hätte Carlsen fast verloren, dann fast gewonnen. Am Ende war es Remis. Okay, das ist, ich spiele nicht so viel nach. Aber wie ihr seht, wir spielen hier keinen Unfug. Ne? Das hat auch der Weltmeister gespielt. Wobei, das ist mittlerweile kein Kriterium mehr. Ach so, So. eher mit Schwarz, ne? Okay. Ja. Ja, der Springer steht ein bisschen seltsam auf C6. Das ist hier das Thema. Kann Es ist. aber schnell rochieren, der Schwarze dadurch. Ja. Bisschen ungewöhnliche Stellung. Ungewöhnlicher Stellungstyp sieht man sonst nicht so häufig. Machen wir jetzt auch. Genau, und dann greifen wir schön an am Königsflügel, schieben da unsere Bauern nach vorne. C4, okay, dann wechsle ich vielleicht jetzt die Strategie und wir gehen es positionell an, mal sehen. Ja, gut, ich schlage erstmal den hier auf Ja. D3. Und dann gehen wir auf die weißen Felder drauf. So. Ich entwickle mal den Springer oder erstmal die Dame. Spielen wir mal Dame D5. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Ja, das ist Ich ganz habe eine wichtig. kleine Falle im Sinn. Falle, weißt? Ja, mal sehen, was er macht. Pessach 2020. Falle sehe ich hier nicht. Mist. Ja, darf ich dir jetzt auch nicht verraten, das wäre Cheating. Natürlich. Aber du bringst mich hier durcheinander, dadurch, dass du sagst Falle, weil ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, mal sehen. Welcher Bauer hing? Was schreiben die Leute? Das habe ich nicht Ne, da verstanden. hing kein Nicht Bauer. gesehen, dass irgendein Bauer gehangen hat. Aber gut.
So, Pessach überlegt. Er überlegt. Er sucht vielleicht auch die Falle. Hört hier zu und sucht die Falle. Dame A4, okay, nicht in die Falle getappt. Ja, guter Zug leider. Ja. Jetzt bin ich dran, muss ich einen guten Ja. Zug finden. Die Falle wäre gewesen, wenn die Dame nach D3 gezogen wäre, dann hätten wir auf E5 schlagen können. Ach so, ja, das hätte ich schon gesehen. Ja. Die Falle ist auf F5 Matt zu setzen. Ja, das ist immer die Falle. Ah, ist alles auf F5 matt inzwischen? Meinst du, das schaffen wir heute noch, auf F5 Matt setzen? Ah, ich Das befürchte wäre auch so nicht. eine Challenge, ne? Absolut, den König dahin zu drängen, den gegnerischen. Aber heißt das, der König ist dann auf F5 und wird matt gesetzt und eine Figur zieht von F? Was geht denn ab, Richard? Was ist denn los bei dir? Ja, das ist aber natürlich der großzügigste, hallo Richard, grüß dich, Josephus. Der großzügigste Spender bisher, den ich Eieiei. habe, den wir natürlich jetzt heute Abend natürlich zusammen haben. Danke dir, Richard. Grüße nach Wien. Ich hoffe, es geht dir gut. Wow. Und hoffe, wir sprechen uns bald mal. Ja, vielen, vielen Dank an Richard. Ja, es ist Ehrenmann, Ehrenmann, Ehrenmann. ja. Ja, ist ein ganz erfolgreicher Geschäftsmann, liebt Schach auch und Großartig. verfolgt. So Großartig. bin ich eigentlich dran oder du? Ja, du bist dran. Verfolgt unsere Kanäle. Er hat mir sogar erzählt, dass einige seiner Kollegen auch mal samstags meinen Stream verfolgen. Auch lustig, finde ich cool. Ja, cool. Ja, dieses Betteln nach Damentausch gefällt mir eigentlich nicht, aber. Ja, vor allem muss er nicht mitmachen, ne? Ja, genau. Er macht Ah, doch. er macht Ah, er mit. macht mit. Danke dir. Gut. Jetzt hat das alles einen Sinn gehabt. Richard, du Und Jung, jetzt du können wir alter schön auf die Wahnsinniger. weißen Felder gehen. Springer A3. So, er musste ja Springer C2 verhindern. Okay, jetzt können wir erstmal. Gut gesehen. Ah, der sieht ganz gut aus hier. Gefällt mir. Genau. Traumfelder für die Springer. Wir fahren hier die weißfeldrige Strategie. So. Ja, ich spiele mal Läufer E7. Überlegen wir hier nicht zu lange. Spielen den Läufer nach E7. Wir werden gefragt, ob uns das nicht interessiert, dass jemand uns gespendet hat. Natürlich interessiert uns das, aber wir sind ja verzögert. Das müsstet ihr inzwischen wissen. Ja. Deswegen, wir können ja schlecht nicht sofort reagieren. Also die sehen das natürlich zum Es anderen geht Zeitpunkt. nicht. Ja. Okay. Lustig. So, G5. Gehen wir mal hier noch weiter nach vorne. Schauen, was hier so geht. Ja, komm hier, zack. Obwohl, warte mal, wenn er den macht. Egal, machen wir trotzdem. Ja. Ja, ui. Springer E3. Ui. Okay. Naja. Gut, schlage ich eben, was soll's. Ah, gut, er kann mit dem Bauern schlagen. Ja, das war vielleicht nicht nötig, dass ich hier seine Struktur verbessere. Ach Das was, stimmt. ist doch egal. Ah, G4. G4 ist ein guter Zug, Ja, wir das kriegen gefällt mir. Angriff hier am Königsflügel. Zack, zack. Genau. Oh, er greift uns an, dann gehen wir mal. Müssen wir leider zurück. Ja, müssen wir leider. Ja, sonst kommt er mit Turm F1. Ja. Jetzt kommt er auch Ja, vielleicht. dieser Zucker. Ja. Ja, jetzt mit wenig Zeit auf der Uhr macht er auf einmal gute Züge, ne? Ja, Pessach ist ein Tier. Ja, hat uns ein bisschen in Sicherheit gewogen und jetzt Aber kommt er jetzt muss er hier. diesen dummen Zug Aber machen. die letzten Springer. Züge waren nicht so gut. Ja, Jetzt geht's mit dem G2 drauf. jetzt sind wir am Zuge. Aber ja, Oh, boah, Alter! den Das gibt's doch nicht. Er findet die hat besten er Züge noch hier. gefunden hier. Aber hier ist Ups. trotzdem so einiges schwach und wir sammeln jetzt mal was ein. Es wird Zeit. Ups, ups. Warte mal. Ja, machen wir zurück einfach. Ja, entspannt. Bauer mehr, bessere Struktur, das passt. Der war einfach für Niklas. Der war auch für mich einfach. Genau. Alles safe und Weiß hat kein Gegenspiel. So gefällt uns das doch.
Genau, noch einen eingesammelt, jetzt sind schon zwei. Läufer B4 hier. Er spielt aber schnell, ne? Schnell spielt er, aber das hilft ihm in dieser Stellung jetzt nicht mehr. Wir haben 3 plus 2, das heißt, wir kriegen ja Zeit dazu. Okay, das ist easy jetzt. Genau, und das Bauernspiel gehen wir gerne, denn wir haben zwei Bauern mehr und das macht sich vor allem bei wenig Figuren auf dem Brett bemerkbar. Bei Bauern, man sollte natürlich nicht die Bauern, Figuren tauschen, wenn man, wie in diesem Fall hier, wir Bauern mehr haben. Zwei sogar. So, die beiden wird er nicht stoppen können. Okay, danke an Pessach 2020 für die Partie. War eine gute Partie, Pessach. So. Okay, heute kommen ein paar seltsame Sprüche hier. Gut, dass wir Mods haben. Ja, immer gut, dass. Da kommt gerade ein Kompliment für Niklas, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so Nee, das brauchst du jetzt nicht. muss man Ja. jetzt nicht hier zeigen. Okay, wir machen weiter, würde ich Ja, ja, sagen. ja, ja. Ich suche mir jetzt meinen aus. Pass auf. Den Biller Cateman. Nee, nee, den machen wir nicht. Biller Cateman, auch nicht schlecht. Haben wir auch eine Frau? 10 Euro, René Sperber, Dankeschön. Als kleines Danke für die ganzen lehrreichen Videos. Herzlichen Dank. Gerne, gerne. Danke dir. Komm, wir nehmen mal einen stärkeren Gegner. The Master. Oh ne, wir wollen gewertete Partie spielen. Ich will meine Zahl, die ich gestern verhunzt habe, ein bisschen nach oben treiben wieder. Jetzt, wo ich den Niklas habe hier, muss doch Das ist der klappen. Plan, ja, ist aber riskant. Ich weiß. T. P, nee, TBBP1, den nehmen wir, der 2200. Und jetzt musst du, glaube ich, über mein Profil wieder reinkommen in die Ach Partie. so, ja, danke für den Hinweis. Ach so, ist die Partie schon am Laufen? Ach hier, Nö, ja, nö, ich habe nö. sie. Okay, alles klar. Ja, kann losgehen. Was spielen Ja. wir? 3, 3 plus 2, 3 plus wunderbar. 2, aber ich weiß nicht, ob er anfängt, weil natürlich sind die Herausforderungen natürlich schon eine Weile da. Und die Leute sind nicht natürlich eventuell nicht die ganze Zeit am PC oder am Laptop oder sonst wo. Ja, schauen wir einfach mal. Nochmal abwechselnd ziehen, oder? Ja, aber ich glaube, Okay. der spielt jetzt nicht, deswegen weiß ich nicht, wie lange wir Ach warten so, sollen. schade. Bist du da? TBP. Steht nämlich 1 zu 1 zwischen euch bisher. Es ist unglaublich. Also. Ich habe schon alle gespielt hier, es ist unfassbar. The Big Rig nimmt sie alle. Das, ja. 10-0. Lassen wir mal unkommentiert. So. Ja, dann Ja, such jemand müssen wir anderen rausgehen, aus. ne? Müssen wir rausgehen. Das Ja, dann dauert zu such jemand lange. anderen aus. Schade. Nehmen wir jemand anders. Okay, jetzt ist egal. Nehmen wir das hier. Hurti 1328. Wir nehmen einfach irgendjemanden. Jetzt musst du wieder ins Profil reingehen. Ja, ich hab's. Hast schon, weil du bist schnell. So, fangen wir mal mit B4 an. Okay, Orang-Utan. Nein, das ist Sokolski. Wie? Orang-Utan ist doch G4 oder nicht? Nee, G4 ist Grob. Ach so, B4 ist Sokolski oder Orang-Utan. Okay. Aha. Oh, da ist der Bauer weg. Wieso? Wir haben 9 geschlagen. Also, sein Seiner, Bauer war weg, seiner. Ja, meine ich. unser hängt ja auch, ne? Ja, da hat er natürlich, das hat er gesehen. Okay, Läufer zurück. Ja, ich glaube, das ist sogar Theorie. Ja? Ja, ich. Jein, aber ich spiele das mit Schwarz eigentlich so. Wie jetzt, du spielst das mit Schwarz so. Also, wenn mal jemand B4 gegen mich machen sollte, dann spiele ich immer E5 und nehme den Ach Bauern so. B4 und gebe den zentralen Bauern. Hab dafür dann diesen Entwicklungsvorsprung, weil der Springer schnell rauskommt nach C6, ne, und den E5 angreift. Also, ich bin dran, glaube ich. Ich mach mal was. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz hier gegen Orang-Utan. Also, es gibt vermutlich viele gute Ansätze dagegen, aber Ja. das funktioniert. Ein Experte dieser Spielweise ist ein Bremer Fidemeister, Olaf Steffens. Der spielt immer B4. Okay. Ah ja, Olaf, ja, den kenne ich Ja, natürlich, sicher. klar. Wer kennt Olaf nicht? Alle kennen Olaf. Everybody knows Olaf. Der spielt immer B4. Ich glaube, in Turnierpartie meine ich jetzt auch, nicht nur in Blitzen, also wirklich ein Leben lang. Man könnte Ja, das meinen. ist schon ein bisschen exzentrisch. Ui.
Das war nicht so gut, Hurti, weil das kostet eine Puppe. Okay. Das kostet hier den Bischof oder den Knight. Genau, denn wir haben die Gabel mit D5, wenn der Läufer wegzieht. Und dann hängen zwei Figuren und beide können nicht gerettet werden. Wie könnt ihr mich erwähnen, aber dann nicht gegen mich spielen? Sagt Basen John. Wieso? Wann haben wir ihn denn erwähnt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Niklas, so weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich bin danach erstmal reif für eine Blindpartie. Okay, bist reif, ja? Gut, darauf warten doch die Fans schon den ganzen Abend hier. Darauf warten wir alle, dass der Big Greek blind Ja, spielt. sicher, dass ich verliere. Hast du auch eine, hast du auch was mit dem, mit womit du dich verkleiden kannst? So eine Ja, Perücke klar. hast du Ja, angekündigt, sicher. ne? Was denkst du denn? Ich glaube, ich spiele sehenden Auges. Naja, wer weiß. Also, was du da so hast als Ja, Material. ich habe einfach meine Mundmaske genommen. Die setze ich einfach über die Augen. So Zorro-mäßig halt, ne? Das passt. Statt irgendwie über den Mund, schön über die Augen. Da gab es so zwischendurch so ein Wunderbar. Meme, oder? Wo Zorro irgendwie, wo jemand zu Zorro sagt, du hast die Maske falsch auf. Und Zorro irgendwie Habe ich so, nicht gesehen. halt die Schnauze. In so einer Sprechblase. Es ist gut. Aber ich glaube, vorher muss ich noch auf Toilette. Ja, die Leute wollen das hier sehen mit der Blindpartie. Bin ich dran oder du? Hans Alsan freut sich auch schon. Ja, du bist dran. Er droht da nichts, also machen wir den. Wer freut sich, Hans? Warum Pater Also Maikäfer? freuen sich so einige im Chat darüber. Ja, das sehen die selten wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich. Olaf, ist das nicht der mit dem Husten? Was für ein Husten? Weiß ich nicht. Was für ein Husten? Hey, der Niklas, der GM. Der GM. Guckt euch das mal an hier. Schön. Ich Ablenkung weiß zum nicht, ob es Haupt. gut ist, aber es sieht witzig aus. Ja, hier. Oh, da sieht man, warum er 2,6 hat. Ja, gut. Das ist jetzt in der Stellung mit Figur mehr nicht unbedingt nötig. Ich hätte den nicht gemacht. Du hättest einfach alles Sein rausgehackt. scharfes Auge, ja, natürlich, sein scharfes Auge rasiert durch die schwarze Stellung. Ja, so ist er. Ich hätte prosaisch alles getauscht, so wie diesen Turm hier. Ich finde, prosaisch ist auch ein schönes Wort, das ich sonst in meinem Leben nie benutze, aber so im Schachkontext generell wie andere Wörter auch, sowas wie entkorken. Du bist dran. Ja, sorry. Also, Moment, was passiert hier? Eine Figur ist am Hängen. Oder demaskiert ist auch ein schönes Wort. Ja, den Demaskiert? Läufer Wann würdest du demaskieren das zum Beispiel. benutzen? Bitte? Den Läufer demaskieren zum Beispiel. Ach so, wenn der dann freie Bahn bekommt, oder wie? Ja, genau. Oh, Laufschlägt F6, knallhart. Geht er hier auf alles? Den habe ich noch nicht mal gesehen. Also, wie? Ich dachte, das war die Idee, sonst gibt man auch nicht einfach den Läufer Einfach ein Läufer, man Figuren mehr. Einfach ab. alles Zwei tauschen. sogar. Wir erfreuen uns sogar zwei mehr Figuren. TBG macht sich selbst nervös. Da hat er gar nicht so durch, der Holger Sky. Was passiert hier eigentlich? Ich frage mich auch, was heißt prosaisch? Prosaisch heißt banal, einfach. Nee, Quatsch. Sowas in der Richtung, ne? In dem. Also einfach, ne? Im Ja, Schachkontext. einfach, genau. So, ich habe einfach mal einen Zug für dich gemacht, übrigens. Aber ja, die Sache ist jetzt hier. Sagen alle, Niklas ist auch ein bisschen ungeduldig. Müssen wir durch. Oh, ganz starker Zug. Den zweiten von den ersten Schritt, ne? Hier und hier, ne? Nicht zuerst Schach geben, sondern zuerst hier so. Ah, hat er noch einen gefunden, der Kollege. Der wehrt sich wie ein junger Stier. Der will noch nicht sterben. In so einer Stierkampfarena muss man auch lange aushalten. Aber die Matadore werden ihre Speere Die gezielt. Gladiatoren. Nee, die Matadore heißt das ja, ne? Bei den Stierkämpfen. Ja, aber wir sind doch hier in der spartanisch unterwegs, dachte ich. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug in die
stehen Obwohl, davon. da Gladiatoren sind ja in Rom, von daher passt das auch nicht ganz. Na, ich bin überfragt. Ja, stimmt, Sparta Arena. Jetzt holen wir uns erstmal die Mama ab. Also, ich sehe schon das Matt auf F5, das kommt hier. Prosaisch, wird schon gesagt, nüchtern, trocken, simpel, ja, als sachlich. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt machen wir hier erstmal einen matten. Ups, Ah, ergibt. jetzt gerade, wo das Matt auf F5 in Stimmt. sichtbar war. In Sichtweite kommt, ne? Ich gehe mal Sichtweite, kurz ja. aufs Klöchen und dann spiele ich mal danach eine. Du kannst ja schon mal einen Gegner aussuchen. Alles klar. Suchen wir jetzt den stärksten Gegner raus für The Big Greek. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Mal sehen, was wir hier so haben. Wow, 124 Herausforderungen. Ach komm, während The Big Greek auf Toilette ist, ich spiele mal kurz eine Bullet-Partie mit seinem Account. Da hat er bestimmt nichts gegen, oder? Haben wir hier irgendwo eine Bullet-Partie? Nee, irgendwie nicht. Gibt es denn hier keine Bullet-Partie? Hat denn hier niemand eine Bullet-Partie herausgefordert? Ja, dann halt nicht, ne? Was will man da machen? Sonst hätten wir es mal hier kurz spielen können. Aber. Ah, doch, hier ist eine Bullet-Partie. Okay, auf geht's. So. Oh, The Big Greek hat ein stattliches Rating im Bullet. 2,536, meine Güte. Aber hier, unser Gegner ist leider nicht am Start. Da muss jetzt. Oder The Big Greek spielt Bullet blind. Ist doch auch schön, oder? So, hast du mir einen schönen Gegner besorgt? Ja, Bullet habe ich. Nee, Spaß. Ich wollte auch schnell eine Partie spielen, aber der Gegner war nicht da, von Ja, daher. Moment, der Producer macht wieder was. Ich weiß nicht, was er macht, ehrlich gesagt. Dann schaue ich mal jetzt nach einem anderen Gegner. Was für eine Bedenkzeit soll es sein? 5 plus 2 oder 5 plus 3 oder sowas in der Ja, Art, sowas in oder? Richtung, genau. Alles klar, ich glaube, ich habe hier den perfekten Gegner für dich Wirklich? gefunden. Ja, perfekt. Du, da ich das Brett sowieso nicht sehen kann, muss ich noch nicht mal eine Maske anziehen. Aber ich mach's trotzdem mal. Ja, ich glaube, für den Style ist schon Ja, für den wichtig. Style ist wichtig, ne? Hände waschen mache ich nachher. So, das ist normalerweise die Was haben die Maske, die Leute ich. mal mit dem Händewaschen hier? Ich habe mir die Naja. Hände. Moment. So, was soll's? Okay. So. Hoffentlich. Ja, du bist weiß. Ja. Hast du dich präpariert? Oh Mann, wie stark ist mein Gegner? Ja, das bleibt ungesagt. Okay, sag nicht, sag nicht. Wie heißt der? Marco, Nee. 1312. Sagt mir gar nichts. Okay. Ach so, aber. Du musst, Moment, Moment. Guter Punkt von den Zuschauern. Die Zuschauer sehen das Brett jetzt auch nicht. Von daher, du musst das schon nochmal aufrufen Ach jetzt. so, ja. Er ist noch Ja. nicht losgegangen. Entspannt, Freunde, entspannt, entspannt. Haben wir noch gemerkt. Danke für den Hinweis. Okay, ich mache die Maske wieder vor. Ich sehe wirklich nichts. Ich habe das schon getestet vorher. Das ist normalerweise die Maske, die ich beim Einkaufen trage. Aber die kann man Was ist denn auch. da drauf auf der Maske? Irgendein, keine Ahnung. Irgendein. Okay, total seltsames Gefühl gerade. E4. so, also jetzt, Moment, ich check noch mal kurz, dass das Brett zu sehen ist. Na, ich mache mal den Zug, Ja, das E4. Brett ist zu sehen, oder? Ja, okay, sieht gut aus, sieht gut Warte aus. mal, Ich ich. sehe es jetzt auch im Stream. Die Leute sehen das, du siehst nichts. Marco ist hoffentlich am Start und dann kann es abgehen. Und danke an Passio99, 20 Franken. Dankeschön. Er sagt, egal wie es ausgeht, ihr seid beide top. Vielen, vielen Dank. So, Marco, 1312, bist du am Start oder was? Also zieht er nicht. Noch zieht er nicht. Oh Mann, ich habe im Moment Probleme, das Brett auch zu visualisieren. Oh Mann, oh Mann. Ja, noch musst du nicht so viel visualisieren. Okay, ich befürchte, wir müssen hier einen neuen Gegner uns suchen, denn Marco scheint nicht da zu sein. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann brechen wir das ab.
und Ja. holen dir einen neuen. Ja, und ich muss ja wieder folgen, Ach deswegen. so, da musst du jetzt wieder her. Ja. Ja, aber mach erstmal hol erstmal ein. Ja, ich hole einen rein. So, was haben wir denn hier noch so Feines? Okay. Ja, da habe ich doch die perfekte. Ah, ja. Nehmen wir doch mal. Ja, jetzt habe ich jemanden. Kreuzmar. Hoffentlich ist Kreuzmar da. Hol mal die Partie rein am besten. Ja, ich klicke mal drauf. Ja, okay. Das ist 5 plus 2. Okay. Es bleibt natürlich bei E4. Ja, mache ich schon mal. So frei bin ich. Er hat geantwortet, ne? Nee. Ja, jetzt läuft die Partie. Bist du blind? Bist du bereit? Ja, ich sehe nichts. Okay. E4, D6. D4. So, jetzt läuft das hier. Blind. The Big Greek spielt blind. Und Heimik, 72, spendet 10 Euro. Vielen Dank. Ach so, sorry, ich habe aus Versehen Zug gemacht für dich. Wie steht's denn? Ich bin noch ein bisschen überfordert. Also, E4, D6, D4, Springer F6. Ich habe Springer C3 gespielt und Okay. dann kam G6. So. Springer F3. Ja, Springer F3. Läufer G7. Läufer E2. Also nochmal danke an Heimix72, der sagt, durch euch habe ich wieder Spaß beim Schach. Das freut uns. Kurze Rochade. Kurze Rochade. C6. A4. Ja, schön. B5 verhindern. Raum gewinnen, so gehört sich das. A5. H3. Okay, Springer BD7. Läufer F4. Also so entspannt hier einfach nur die Züge zu machen, ich muss nicht nachdenken. Gefällt mir gut. Springer B6. Dame die 2. Okay. Läuft. Türme verbunden, alle Figuren entwickelt. Perfekt den goldenen Eröffnungsregeln gefolgt hier. D5. E5. Nach vorne, der Springer wird angegriffen auf F6. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Springer E4. Dame E3. Okay, Dame war angegriffen, zieht nach E3. Wunderbar. Und hast du es noch im Kopf? Läufer F5. Läufer Wunderbar. F5, machen wir mal. G4. G4. Schöner Zug. Gute Partie von Kreuzmar bisher. Der spielt hier sehr vernünftige Züge. Wenn er auf C3 nimmt, nehme ich mit der Dame. Er hat Läufer D7 gespielt. Springer schlicht E4. Jupp, geschlagen. Bauer schlägt. Dame schlicht. Okay. Danke an Roter Milan für das Kompliment. Toller Stream, sagt er. Und Bommel Löwe ist auch beeindruckt von The Big Greek hier.
und den blind spielen. Turm E8. Oh, muss mich voll konzentrieren, Leute. Das ist echt nicht einfach. Turm E8, sagt er. Okay. B3. Solide den Bauern auf A4 decken. Ja, Bauer Mehrhilfe weiß, sieht ganz gut aus, aber ist natürlich noch lange nicht vorbei. Das ist klar. F6. C4. Okay, C4. Geht hier nach vorne, gewinnt noch mehr Raum. Ja, wenn er auf E5 nimmt, dann Dame C7. damit C7. Gewagt. Dann machen wir mal E6. Oh, ein Doppelangriff auf den Läufer und auch auf die Dame. Fies. Patek CCAA sagt, ah, Moment, F5. Da Mann. Dame E3. Alles klar. The Big Greek hält auf jeden Fall schon länger durch als Niklas bei seiner ersten Partie. Ja, das ist auch keine Wieso? Der hat doch letzte große Woche Kunst. locker gewonnen. Naja, bei der ersten Partie habe ich doch mich matt setzen Ach lassen. so. Ja. Die habe ich nicht gesehen. Warum machst du nicht daraus ein Video? Ja, das Ach kommt, mein so, ach Lieber. so. Entschuldige. Beide zusammen, beide zusammen. So, hier wird noch kommentiert, dass wir uns unser Läufer C8 erstmal. Läufer C8? Da hängt aber die Dame, glaube ich, auf C7, ne? Nehmen wir die mal. Ja, eingesteckt. Es wird hier noch sich beschwert, dass wir uns oder kommentiert, vorgeschlagen, dass wir uns auch umdrehen könnten für die Blindpartien. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung so und ihr könnt uns absolut glauben, dass wir hier nicht schummeln. Was soll denn das? Also, es geht ja hier um nichts und der Big Greek kann definitiv nichts sehen durch seine Maske. Vor allem sitze ich auch ein So. bisschen komisch gerade, ne? Weil. Nee, du sitzt eigentlich genau im Bild. Perfekt. Naja, die Maske ist auch nicht so. Ich habe auch die Augen zu, ne? Also ich kann gar nicht die Augen offen halten mit der Maske. Okay. Weil der Stoff natürlich die Augen stören würde. Verstehe. Ja, jetzt sieht das auch ganz gut aus. Zeitvorteil auch, 2 Minuten gegen anderthalb, läuft. So, jetzt hängt der Springer B6 bei ihm. Er kann auf G4 nehmen. Wenn er auf G4 nimmt, nehme ich einfach wieder mit dem Habe. Läufer F6 gespielt. Läufer F6, dann nehme ich Läufer schlicht B6. Okay. Eingesteckt. Turm A6. Ja, Läufer C7 wieder zurück. Okay. Diggi Dong sagt, großer Respekt, Big Greek. Wie geht das nur? Ja, viel Erfahrung. Naja, das kommt mit der Spielstärke so mit der Zeit eigentlich, ne? Automatisch. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie trainieren würde, gar nicht. B5. B5, okay. Warum lachst du? Ja, überrascht mich ein bisschen der Zug. Okay, B5, dann nehme ich mal C schlicht B5. Okay, geschlagen. Läufer schlicht B5.
Also, sorry, ich habe Ach geschlagen, so, ja. Aber wenn. ja, wenn er schlägt, dann schlage ich mit dem Läufer, ja. Genau, wenn er schlägt, dann schlage ich mit dem Läufer. Läufer B7 kam hingegen. Dann kann ich aber den Turm nehmen mit B mal A6. Yep, ist eingesackt. Okay, das war's. Er hat aufgegeben. Er ist vorbei. Du darfst die Maske abnehmen. Ja, habe ich gerade. Das Licht ist da ein bisschen krass, weil ich die Augen zu hatte die ganze Zeit, geschlossen hatte. Ja, muss man erstmal wieder zurück sich dann gewöhnen an. Ja, ich spiele gerne nachher noch eine Blindpartie, ist kein Problem. Das macht auch Spaß als Training. Habe ich lange nicht mehr Ja. gemacht. Boah, ist das krass mit den Augen gerade. Ja, braucht einen Moment. Danke an Josef, der sagt, klasse Stream und er hat gerade die Taktikmotiv selber, Chess wie uns sonst durchgemacht. Ja, coole Sache. Freut mich, dass dir das gefällt. Was hat er gemacht bei Chess24? Ich habe da eine Serie mal aufgenommen vor ein paar Jahren, die heißt Top 10 der Taktikmotive und die hat er durchgearbeitet. Okay. Sehr schön. Und vorhin war auch schon häufiger die Frage, warum ich von Chess24 zu Lead Chess gewechselt bin. Also von einem Wechsel würde ich jetzt nicht sprechen, aber zum Streamen und zum Spielen bietet Lead Chess noch ein paar mehr Funktionen und ich fühle mich hier ganz wohl von daher. Aber ist jetzt gibt keinen Konflikt oder sowas mit Chess24, alles bestens. Und ich kommentiere auch ab Dienstag wieder das Rapid-Turnier, Schnellschachturnier, was gerade läuft. So, Ja, du was kommentierst sehr nun? viel, ne, für Chess24. Ja, immer mal wieder, wenn ich noch Kapazitäten habe, sage ich mal. Aber macht mir auch sehr viel Spaß, also dann bei den Top-Events auch dabei zu sein und mit zu verfolgen. Und es ist auch ein bisschen Training für mich. Also gute Sache auf jeden Fall. So, wen fordern wir jetzt heraus? Du meinst, welche? Welche Herausforderungen nehmen wir an? Wer hier es gewagt hat, uns herauszufordern? Ja, nehmen wir mal, gucken wir mal, was der stärkste Spieler gerade ist hier, der uns herausfordert. Hier ist Mr. Oh. Knob mit 2112. Oh, du willst wirklich was gut machen, ne? Ich merke schon. Bullet-Experte 5-0. Ja, komm, bevor ich weiter runterlaufe, nehmen wir den Bullet-Experten 2, 5-0. Du musst jetzt nach dem Dingens gehen wieder. Ja, ich hab's. Okay. Was wollen wir machen? Ja, hier sagt das auch einer, ein Experte für wahrscheinlich nicht legale Mittel, welche Auswirkungen auf die auf das Pupill, auf die Pupillen haben. Wer auch immer mal eben meinte, TBG hätte geschummelt, seine Pupillen waren gerade geweitet. Das heißt, die Augen waren zu. Oh, da hat aber jemand genau hingeschaut. Oh. Gut, jetzt spielen wir abwechselnd, ne, gegen Bullet-Experten hier. Okay. Fangen wir mit dem 4 an, unsere Hauptwaffe. Ja, auf jeden Fall. So. Exi89 mit Handicap zu spielen, zum Beispiel eine Dame wäre cool. Stimmt. 2 Euro, danke dir. Aber du hast schon am Anfang gespendet, ne? Der spendet immer so kleine Beträge zwischendurch. Ja, ist doch nett. So wie der Danke. Vincenzo Salvatore letzte Woche, kannst du dich erinnern? Der irgendwie so Ja, natürlich. jede Stunde 2 Euro gespendet hat. Echt auch Ja, lustig. was hältst du von dem Vorschlag? Ja, können wir machen. Können wir mal machen, oder? Also. Dann natürlich nicht gegen jemanden mit 2100. Der spielt hier aber fix, meine Güte. Ach so, was denn? Lang auch Ja, hart, oder lang wie? hoch Rad ist extrem stark in solchen Stellungen inzwischen. Ah, okay. Ja, da kennst du dich besser aus als ich. Da habe ich eine Jetzt hat super. er alles erreicht, was er wollte, ne? Ja, wieso? Ach, ich finde diese Stellung immer so lästig. Ich weiß immer nicht, was ich hier machen soll. Jetzt sind meine Läufer zurück. Ja, ist doch schön. So voll im Bilde. Damit wir nicht zu anfällig werden auf den schwarzen Feldern. Ich glaube, A, B hätte vielleicht aber A4 machen sollen. Ich A, meine, B3. A5 passt nicht ganz in das System, finde ich. Und das passt sowieso schon gar nicht da rein. Das ist jetzt seltsam, Ja, oder? Er klar. spielt schnell, aber finde ich nicht überzeugend hier, was er macht. Das sieht sehr riskant 2 Euro aus. von Andreas Münks. Danke dir. Ja, was passiert hier Na, eigentlich? weiß ich auch nicht. Was passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich?
Droht da mal 4 hier oder was? Ja, er will uns an den Kragen gehen, habe ich das Gefühl. Dame 1, Ein solide. feiner Zug von Big Greek. Ein Feiner fein, Zug, Big ganz Greek. feiner Zug. Angriff und Verteidigung in 1. Aha, ganz feiner Zug, der auch eine kleine Falle aufstellt. Ja, und es droht matt. Wo droht denn Es matt? droht So, droht matt. matt, genau. Immer, immer. Es droht matt. Dame F6, guter Zug leider. So, was machen wir hier Feines? Ja, so toll war mein Zug gar nicht. Hahaha. Ja, ich finde unsere Stellung aber trotzdem in Ordnung. Aber was lasse ich mir hier einfallen? Tja, 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 tja. Ja, Nicht so leicht. wir spielen 5 plus 0, ne? Da müssen wir aufpassen. Ach so, ja, dann mache ich mal irgendeinen Zug Ja, den jetzt. habe ich auch irgendwie erwartet. Bevor ich zu lange brauche, machen wir irgendeinen Zug. Ich glaube, der war auch ganz Ja, ich vernünftig, so glaube im auch. Großen und Ganzen. Ja, nicht nur im Großen und Ganzen, im ganz Besonderen. Alles klar. Immerhin haben wir jetzt die beiden Läufer. Albert Knabe hat es auch gesagt. Springer B5 vielleicht. So, ich bin wieder dran. Naja, stimmt, du bist dran. Um C2 mache ich mal. Der Bullet-Experte, da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht in den Bullet-Mode kommen gegen Ja, ihn, sonst wird es schwer. vor allen Dingen, weil wir abwechselnd ziehen und wir eine leichte Verzögerung haben. Ja, jetzt gehen wir auf den Läufer drauf, genau. Der hat nämlich kaum Felder. Um zu sagen, gar keins. Ja, B2 noch gerade so, aber da wäre er dann auch bald weg. Wahrscheinlich, vielleicht. Ja, Von nicht daher. wirklich, aber gut. Ja, doch, 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 klar. Ja, mal sehen. Mal sehen, was er macht. Der wird Nee, das eh du jetzt bist dran, du bist wahrscheinlich dran. Du noch musst probieren. nachdenken, weil du bist dran. Das ist eine schwierige Partie hier. Und meine ganze Zahl steht hier auf dem Spiel. Jojo, jetzt kommt der Druck. 10 Euro, Forza, Forza BK. Danke dir, mein Lieber. Ganz, ganz herzlich. Aus tiefstem Herzen. Bist du noch da, Niklas? Ja, ich bin da, aber unser Gegner, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Also, er überlegt lange. Spielt G5, ein verpflichtender Zug. Dame F1, nicht Dame F2. Feines Ding. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, ja. Jetzt drohen wir F4, ohne dass er auf E4 mit Tempo schlagen kann, wobei. Wow! Du bist so ein Tier, ey. Der GM hier wieder. Okay, also, es war jetzt kein Super-Mega-Zug. Warte mal, warte mal. Oh. Er wittert was. Aber geht es? Ja, scheint so, ne? Wieso? Wie? Wieso können wir da nicht nehmen? Ja, nehmen wir, ja, auf geht's. Ja, können wir doch Ja? nehmen. Ja, das meine ich ja. Es geht. Ja, weil du sagtest, er wittert was, aber Ja, also du witterst was, meine Ach ich. so, ich. Ja. So, Bauer gewonnen, König schwach von Schwarz, bessere Zeit, das läuft doch hier. Wer ist jetzt dran eigentlich? Du. Okay. Gleich. Ja. Italien Opening B4 geht noch nicht so gut, weil Schwarz dann den Bauern schlagen kann. Das funktioniert nicht. Dame 6, Turm zurück, wunderbar. Ja, hier sowas, ne? Naja, hat natürlich einen starken Springer auf C5, aber das wiegt nicht den ganzen Bauern auf. So, Vor allen Dingen. E5. Jetzt will er den Springer rummanövrieren nach D4, aber da schieben wir mal den Riegel vor. Sehr schön, da kann er nicht nach E6. Turm A7. Und sein Zug hat auch ein bisschen die Felder geschwächt hier, die weißen Felder. Ja, da freut sich unser Läufer doch. Du bist. So, wie machen wir es hier? Okay, ich mach mal den hier. Den. Oh Warum Gott, nicht? was ist das? Auf der F-Linie, da läuft doch die Musik. Ja, genau, das war die Absicht. Jetzt wird hier gespielt.
Okay, die F-Linie ist doch wieder zu, Du bist aber. dran, oder du bist dran? Ich weiß Nee, nicht. ich habe gerade geschlagen, du bist dran. Okay, König H1. Na, ich hätte das ganz anders gespielt, aber du bist der Ja, Profi. ist ein bisschen riskant, ich gebe es zu, ich gebe es zu. Ich gebe es ja zu. Vor allen Dingen hat sehr gut auf E4 genommen. So, jetzt bin ich wieder. Schöner Zug. F4 ist gedeckt. Ich denke mal, das ist ein schöner Zug. Ja, jetzt kommt der Schwenk. Und jetzt geht's gleich andersrum. Greifen wir nochmal an die flotte Dame. Nicht, dass ich was einstelle hier. Da kommt wieder Kohle rein. Danke für das Schichtschacht, Dream Team. Kevin Wittek, 5 Euro. Danke dir, mein Lieber. So. Okay, erstmal Türme tauschen. Du bist dran. Ja, ich weiß. Ist nicht so leicht. Genau, alles gedeckt. Genau, deswegen habe ich das gemacht, weil ich kein Risiko gehen wollte. Die Stellung ist nicht leicht. Ja, Turm G1 geht leider nicht, das stimmt. Wieso nicht? Stimmt, geht nicht. Scheiße. Alles gut. F5, guter Zug, sehr gut. Naja, so toll ist er nicht. Jetzt der. Oh. Wir haben 3 Sekunden, ne? Ja. Das wollte doch der Bullet King, dass wir hier wenig Zeit haben. Spielt leider gute Züge. Du bist dran. Dame G1, aber das Endspiel, das überleben wir noch nicht mit der wenigen Zeit. Ja, matt setzen können wir auch nicht. So wird's bald. Ja, das ist. Okay. Er lässt die Dame auf dem Brett. So, wir müssen jetzt zack, zack die Züge machen. B6 hängt auch, ne? Ah, hat er gesehen. Oh, Matt, du willst immer die Damen Ja, tauschen. es drohte Mathe, Kollege. Ja. So, vielleicht können wir ja doch noch Matt setzen irgendwie. Wie Du denn? bist? Du bist. Es gibt keine Züge hier. Oh, jetzt habe ich es eingestellt. Ja, Sorry. macht doch nichts, ist doch nicht schlimm. War auch nicht einfach, der gut gespielt. Ich glaube, die Idee mit Ja. F4 war zu riskant. Ja, irgendwo da haben wir ein bisschen den Faden verloren, leider. Weil der König ist zu schwach danach. Einfach sachlich spielen mit Läufer schlicht D6 und einfach mit dem Mehr bauen. So hätte ich das gemacht, aber ja, objektiv geht es, war das natürlich auch gut, aber mit der wenigen Zeit nicht so einfach. Ja, hast du recht, das war ein bisschen zu aggressiv Ja, ein vielleicht. bisschen sehr aggressiv, ja. Aber so ist er. Deswegen hat er so viele Turniere gewonnen. So, ja. Deine Wertung ist zwar leider nicht verbessert jetzt, im Gegenteil. 9 Punkte verloren. Ah ja, die hole ich mir wieder Das nachher. geht noch, ne? 9 Punkte, das geht Ja, die hole noch. ich mir wieder. Genau, gut gespielt vom Bullet Experte 2. Ja. Ihr solltet euch nicht gegenseitig Tipps geben. Das stimmt allerdings. Ja, okay. Muss man hier alles nicht so streng sehen, glaube ich. Vor allem, wenn wir wenig Zeit haben. Ach, Hushi, was war denn das? Nein. Wie kann man mitspielen? Okay, ich denke, das ist inzwischen genug erklärt von unseren Bots. So. Ich glaube, ich habe Bock auf noch eine Blindpartie. Okay, na Ich habe dann. richtig Bock auf noch eine Blindpartie. Suche mir den Gegner aus, so 1500, Alles klar, 1600 mache vielleicht. ich. 5 plus 2, Bitte? 5 plus 3, so 1600 irgendwie, wenn es angibt. Okay. Ja, ich habe hier den perfekten Gegner für dich. Ja. Ja. Ready. Warte, ich muss mal. Ach so, du musst noch mal, ja, genau, du musst noch mal checken. Daria 74, das hört sich nach einem. Das ist ein Frauenname, oder? Daria? Ja, 5 plus 2 hört sich gut an. Ich habe Weiß.
Und natürlich beginne ich wie immer mit E4. Wunderbar, auf geht's. C5. Ah, Springer F3. D6. D4. Der offene Sizilianer. C schlägt D4. Springer schlägt D4. Ja. Was? Springer F6. Springer C3? Ja, sagt er. Was denn? Nee, Springer C. A6. A6? Ja. Neidorf, oh Mann. Hätte ich das gewusst. So ein. Wunderbar. Sowas Bitteres, ey. Tja. Was mache ich denn jetzt? H3. H3. Okay, perfekt. E5. Springer DE2. Der spielte die Theorievarianten. Ja. Eiskalt, ne? Ja. B5. G4. Okay. Ich kenne die Theorie gar nicht so gut. Ich auch nicht, du. Mal sehen, was passiert. Was? Das ist doch Neidorf. Ja, aber ich spiele H3 nicht mit Weiß und gegen diese Variante habe ich noch was anderes gespielt vor kurzem. Läufer B7. Läufer G2. Okay. Das wird jetzt, glaube ich, schon eine größere Herausforderung als Ja, eben. vor allem die Stellung ist extrem asymmetrisch irgendwie und muss mich konzentrieren, wo überhaupt die Figuren stehen. Ja, vor allem wenn so viele Figuren auf dem Brett sind. So, Springer BD7. Kurz hochhaben. Ja. Springer C5. Springer G3. Okay. Läufer E7. Dann machen wir A3. Solide, lässt nichts anbrennen. Kurz hoch gerade. Sorry. Hab ein bisschen geträumt gerade. Ich muss bei E3. Ja, Figuren entwickeln. Sieht vernünftig aus. Dame C7. Machen wir mal G5. Ja, darauf habe ich schon gewartet. Wann kommt er denn endlich? Wann kommt er denn? Ja, aber ist nicht so klar wegen F6 und solchen Sachen. Ach ja, das passt schon. Okay. Springer FD7. Springer F5. Nach vorne. Sehr schön. Jetzt wird angegriffen mit The Big Greek. Springer B6.
Scheiße. Wie viel Zeit habe ich noch? 1:50. Dummy 2. Okay. Daria 74 ist der Gegner. Ihr habt noch nie eine Partie gegeneinander gespielt. Das ist die Premiere. Springer C4. Der Läufer hängen. Läufer C1. Okay, Läufer C1. Drei Minuten 20 gegen 1:27. Aber du kriegst ja auch immer 2 Sekunden dazu. Also alles easy. Alles entspannt. Springer E6. B3. Springer B6. Läufer E3. Läufer schlägt G5. Ich habe verstehen lassen. Gut, Läufer schlägt G5. Springer schlägt. Springer D5. Okay, wenn er schlägt, schlage ich zurück, Mit dem ja? Bauern, ja. Ja, Springer schlägt, Bauer schlägt. Okay, sein Läufer steht auf B7, Dame C7, Springer G5. Türme A8, F8, König G8. Ich habe einen Bauern weniger. Mein Das stimmt alles. Springer Turm F5, Läufer. C8. Turm was? Turm AC8, Turm AC8. Turm AC8, H4. Der Springer hat kein Feld, oder? Feiner Zug, hatte ich gar nicht gesehen. Ich dachte, du machst Dame G4 oder sowas in der Art. Sehr schön, sehr schön. Kommt hier zurück, der Big Greek. Aber ist noch lange nicht entschieden. 2 Okay. Minuten 13 gegen 44 Sekunden. 44? Ja. Ach du Scheiße. Was machst du auf Dame schlägt C2? Ja, ich überlege schon. Kam. Dame Ja, schlägt C2, kam. Dame schließt jetzt mal. Okay. Und dann nehme ich auf G4 natürlich. Okay. Gespielt. Turm schlägt HG. Ich habe A3, B3, D5, G4, F2, ne? Turm D2. Turm was? Turm D2. Springer schlicht D6. Okay. Lauf schlägt D5. Turm FD1. Ich habe auf Turm schlägt D1, Turm schlägt D1 gemacht, Ja. das kam. Lauf schlägt B3. Zum C1. Jo. Seine Bauern stehen A6, B5, meiner A, H6. H6. Mein Bauer steht auf G5, ne? Nein, Ja. doch, dann Schlag auf A6. Ja, habe ich. GH. Läufer B7. Okay. Ja, der Rier macht das gut hier bisher, aber Figur mehr für die Big Greek. Turm D8. Turm C8. Wenn er schlägt. Läufer schlägt C8. A5. Springer schlägt B5. Okay. A4. Springer, Moment, sein Läufer steht auf B3, dann Springer C3. Jo. Im nächsten, wenn er nichts. König F8. Läufer D7. Okay. Läufer schlägt A4 im König. nächsten. Ja, habe ich. König E7, Lauf schlägt A4, Lauf schlägt. Springer schlägt.
Okay. König D6. Springer B2. Ja. König C6. A4. König B6. König G2. Ja. F5. König auf E5 steht auch ein Bauer von ihm. Ja. König G3. G3. Ja. H5. König H4. 10 Sekunden übrigens. E4. König schlägt H5. Ja. F4. König zurück. G4. Ja. E3. Schlagen. Ja. Schlägt. Ja. König Du zurück. bist. Ja. König F3. E2. Springer D3. König A5. König E3. König König schlägt A4. schlägt E2. Das ist Remis, ne? Na, scheiße. Ja, du hättest einmal den Bauern auf E2 dir schlagen können, Wie statt denn? Springer D3. Schade, Wie, schade, was, aber. wie? Na, also statt Springer D3 hättest du den Bauern auf E2 schlagen können. Stand denn mein König auf F3 schon? Ja. Ja, du hast manchmal König zurückgesagt und meintest du König G3 an der Nee, nee, Stelle. natürlich zur Diagonal zurück, ne? König F3. Ja. Ach ja, ich konnte den Bauern schlagen, na ja, klar. Okay. Spannende Partie, gut gespielt von der Ria 74. Großer Widerstand und Remis ergattert. Boah. Aber. Irgendwann wurde das echt ein bisschen schnell, weil ich zu viel Ja, Zeit, klar. weil ich zu viel überlegt habe. An der Stelle, wo er Nachspringer B6. Ich gehe mal ins Analyse. Nee, man kann das ja auch so sehen. An dieser Stelle hier war ich unzufrieden. Da habe ich zu lange Ja, da nachgedacht. hast du fast eine Minute nachgedacht Ja, oder so. völlig verrückt. Ja. Da habe ich einfach Zeit vergessen. Was sagt hier eigentlich die Engine? Was? Ich stehe völlig auf Gewinn hier? Nein, ich Quatsch. B3. B3. Den habe ich völlig über. Warum habe ich B3 nicht gemacht? Ich Depp. Stimmt, B3 einfach. Ja. Ja, das sieht gut aus, B3. Naja. Na egal. Okay, war eine spannende Partie. Ich stand auf Gewinn, aber ich habe es letztendlich verbaselt. Boah, krasser Centipawn-Verlust. Drei nachts? Nee, doch nicht so viel. Ganz schön viel, ey. Ja, okay, So, es ich hole mir wird. mal kurz was Neues zu trinken. Ich bin gleich Ja, wieder klar. da. Ja, ist ganz schön anstrengend, blind zu spielen. Wie gut ist mein Gedächtnis? Naja, die Sache ist, je länger man Schach spielt, desto mehr hat man sich angeschaut und desto mehr hat man den Eindruck, dass man wieder Sachen vergisst. Und dementsprechend hadert man ständig mit dem Verlust von Varianten, die man sich eigentlich mal angeschaut hat. Das ist auf hohem Niveau ist das mal, läuft das häufig darauf hinaus, dass man sich vor der Partie vorbereitet und im Prinzip nichts anderes macht, als sich Varianten anzuschauen mit dem Laptop, mit dem Computer. Mit dem Laptop in der Regel ist man unterwegs, die man sowieso sich schon mal angeschaut hat. Man macht ständig Wiederholungen von irgendwelchen Analysen. Das ist ein bisschen ernüchternd, ein bisschen ärgerlich, aber geht halt nicht anders, ne? Ich habe vier Ungenauigkeiten begangen, zwei Fehler, zwei grobe Patzer auch. 54 Centipawn-Verlust ist relativ hoch, ist aber auch jetzt nicht so schlecht für eine Blindpartie. Mein Gegner oder meine Gegnerin hat ähnlich gespielt, auf einem ähnlichen Niveau. Also wir waren auf einem ähnlichen Niveau. Das heißt, wenn ich blind spiele, dann sinkt mein Niveau ungefähr auf so einen Wert von 1700 vielleicht oder 1800. Okay, das ist jetzt Blitz gewesen auch, ne? Sagen wir mal 1700, ne? Also viel, viel besser spiele ich dann halt auch nicht. Mit ein bisschen Übung, aber das war zum Beispiel hier eine Stellung, wo ich echt total unzufrieden war mit mir selbst, ne? Weil ich nicht wusste, was ich ziehen soll. Naja, hinterher, naja, egal. So, warten wir, bis Monsieur wieder zurück ist. Wie viele Zuschauer haben wir heute? 1400 Zuschauer, konstant, sehr schön. Irgendeine Frage im Chat? Sehe ich gerade nicht. TBG, heute kein Kirschsaft. Gin Tonic? Gin Tonic? Nee. Das ist nicht so mein Ding.
Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal einen Kirschsaft mir einschenken auf die zwei Blindpartien. Das war nett. Es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Travis ist ein ganz großer Liebhaber von Niklas. Der hat schon ein paar nette Kommentare hinterlassen. Nee, was habe ich verpasst? Ein Liebhaber? Der Travis, das ist ein ganz großer Fan von dir. Der lässt immer sehr schöne Kommentare Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Aber du weißt, welche Art von Kommentare ich meine. Okay. Okay, so, dann machen wir jetzt mal wieder hier abwechselnd ziehen. Wir können mal die Damen-Challenge machen jetzt, oder? Ja, okay. Wie macht man das? Stellung aufbauen, Werkzeuge, Stellung aufbauen. Weißt du, wie das geht? Sonst mache ich das. Ja, mach du mal. Christoph Seher, 10 Euro, danke dir. Mach das Dankeschön. bitte öfters, sagt er. Ja, Ja. wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen Ja, sein also jetzt nicht heute. jede Woche, ne? Wir wollen euch halt nicht total verwöhnen hier, ne? Nee, muss ja auch was Aber Besonderes bleiben. genau. Wir haben ja auch noch weitere Ideen. Wir schauen mal. So, ich mache jetzt mal eine Stellung aufbauen ohne Dame. Dann such du dir mal parallelen Gegner aus. Aber wie funktioniert das dann? Das verstehe ich nicht. Ich muss jetzt die Dame wegnehmen hier, glaube ich. Genau, die nehme ich weg. Mit Weiß. Du bist Weiß, du spielst ohne Dame, ne? Oder? Ja, aber wie nehmen wir gleichzeitig jemanden an? Das, Ach so, das geht ja gar nicht. Stimmt. Du musst dir jemand aussuchen und dann den fordern. Oder ich fordere ihn für die. ja, mach du das Natürlich muss mal. das jemand sein, der jetzt nicht so stark ist, weil mit einer Dame weniger, das ist ein bisschen krass. So, ich habe jetzt jemanden gefunden, den Phoenix-Zocker. Den Phoenix-Zocker und den fordere ich gleich hier raus. So, von hier Der aus weit. Phönix Zocker. Ja, von hier aus weiterspielen. Spiel mit einem Freund. Und. Ja, darf ich das nicht? Ja, genau. From Position. Boah, ist alles ein bisschen langsam hier wegen Skype. So, wir machen 5 plus 2 von mir aus, oder? Oder 4 plus 2. Ja, wie du willst. Ja, ist ein bisschen doof hier zum Einstellen gerade. Alles ein bisschen verzögert. So, weiß. Und jetzt hoffe ich, dass der Phoenix Soccer, dass mir das Programm den anzeigt. Ja, der Phoenix Soccer ist bestimmt am Start hier. Da ist er, Phoenix Soccer. So. Müsste jetzt losgehen. Ja, läuft und jetzt gehst du rein und kannst dann spielen. Wo ist meine Dame hin? Damen-Challenge. Okay. Niklas ohne Dame gegen Phoenix-Zocker. Oi, 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 oi. Wie, warum ich? Ich spiele jetzt alleine, oder Ja, wie? klar. Ach, ja, du willst damit nichts zu tun haben, oder was soll das heißen? Oh! Oh, Damiano geht natürlich. Ohne Dame geht das. Genau. Ohne Dame, ey, das ist doch total hoffnungslos. Wie soll das denn gehen eigentlich? Ich meine. Ja, das zeige ich dir, wie das geht. Ja. Da sind 9 Punkte weniger. Das ist krass. Das ist echt krass eigentlich. Oh, Okay. er will die Figuren abtauschen. Wenn er den Bauern, den kann ich erstmal Ein schlagen. Punkt haben wir schon zurück. 8 Punkte, nur noch Rückstand. Genau, König in der Mitte. Das läuft doch hier. Julius Stein sagt, ich finde eure Videos so toll, ich hänge den ganzen Tag nur am PC. Gut, immerhin, ne? Vor dem PC die ganze Zeit ist natürlich nicht so schön, aber zumindest guckst du tolle Videos an. Das ist natürlich schön. Ja. Ah, E4. Okay. Ich fessel den mal. Turm E1. Ja, jetzt steigen die Chancen plötzlich für The Big Greek, alias GM Muschenbeet. Genau, das ist hier mit Damenvorgabe. Das ist ein bisschen krass, ey. Mit Dame weniger. Ja. Mal sehen. Läufer schlägt D5. Ja, Oh. jetzt geht das doch hier in die richtige Richtung. Eieiei. Ah, Oh, da haben wir die Dame oh. wieder. So, wie lange hat es gedauert? 9 Züge und ich habe das ausgeglichen. Siehst du mal. Eieiei. Okay, das ist jetzt wieder. Danke, 2 Euro von Exi89. Vielen Dank. Kann Game Hushi zeigen, was er kann? Lach. Wieso zeigt er das Obwohl, schon die Game ganze Hushi Zeit? hat gerade nicht so einen guten Zug gemacht. Zeigt er doch die ganze Zeit. Ja, ist egal.
Naja, ist halt. Ja, die Blitz, ich glaube, ich fange wieder an, Blindschach mehr zu spielen. Das hat Spaß gemacht gerade. Ja, kannst du ja auch mal im Stream alleine machen, theoretisch. Du musst dann halt nur noch ein zweites Brett haben, was du im Incognito-Modus oder irgendwie anders darstellst, damit die Leute auch das sehen können. Das geht. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mal vor ein paar Jahren habe ich gegen einen großen YouTuber gespielt, als ich noch viel auf Englisch gemacht habe. Der heißt Hutch. Und da habe ich auch gegen ihn blind gespielt. Und da gibt es auch ein paar witzige Videos. Da habe ich auch einmal die Dame direkt eingestellt, glaube ich. Findet man auch auf YouTube. Es wurde auch sehr häufig angeschaut. Also schon kann man schon mal machen. So, wie sieht's aus? Ich habe die Qualität mehr und bin guter Dinge hier. Ja, du hast einen Turm mehr gerade. Nein, Qualität natürlich, ja. Ja, der Springer ist noch ein bisschen gefangen auf A8. Okay, Oh. Phoenix Soccer gibt auf. Vielen Dank für dieses Experiment zu mitmachen. Das hat hier geklappt. Ja, da hast du dir ja die Dame gut wiedergeholt. Ja, Phoenix Soccer hat mitgeholfen. Okay, jetzt du, ne? Was denn? Jetzt musst du eine Dame spielen. Ja, kann ich machen. Nein, wie du willst. Ja, nee, lass mal lieber. Was haben wir noch nicht gespielt heute? Naja, wir haben so ziemlich alle Formate durch. Wir haben noch nicht gegen KuchenTV gespielt. Ja, der Kannst ist du nicht da ihn. heute. Ach so. Vermute ich mal. Ja, also gut, das wäre auch noch eine Möglichkeit, mit Zeithandicap zu spielen, aber Ja, das ja. stimmt. Jan Hendrik. Der wollte die ganze Zeit gegen uns spielen hier, das ist der, glaube ich. Dann gönnen wir ihm jetzt mal das Vergnügen. Ich glaube, das ist der. Das ist 3 plus 2, der ist 2009. Ist der noch auf? Der ist 11 Jahre alt. Mal gucken. Ja, gegen ihn haben wir auch letzte Woche gespielt. Nee, also unter deinem Account, okay, das kann sein. Ja. Der hatte vorhin geschrieben, der meinte, er konnte ja 2 Stunden nicht einschlafen, nachdem die Partie vorbei war, weil er sich so gefreut hat. Das, So. Danke, Anne Peters. Hanne Hüß, danke für die 10 Schweizer Franken. Dank euren tollen Videos spielt meine Freundin nur noch ungern gegen mich. Macht weiter so. So, jetzt bist du dran oder spiele ich alleine? Ach, spiel du auch ruhig mal eine Partie. Ich kann Okay. ja ein bisschen auf den Chat achten, ein Genau, bisschen genau. was erzählen. Raphael sagt, du sollst Damiano spielen mit Schwarz. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Danke, Alexander, für das Kompliment. So. Was wird hier noch vorgeschlagen? Crazy House oder Horde? Was ist Crazy House? Weißt du das? Die Dingsbums, wie heißt das nochmal? Räuberschach? Räuberschach, ach so, okay. Ja, vielleicht mal ein anderes Mal. Heute bleiben wir beim normalen Schach. Aber so Chess Knight 60 oder was anderes Spiel hast du auch nicht gespielt, ne? Spielst du auch nicht so, ne? Chess 960, so zur Abwechslung, wäre ich auch mal dabei. Also können wir auch machen, wenn du möchtest. Aber jetzt diese Schachvariation eher selten. Tandem spiele ich mal ganz gerne. Aber auch nicht unbedingt online, sondern mit Freunden so zu viert macht das mehr Spaß. Der King fragt, warum macht dem Mike Nakamura nach? Könnte wenigstens anmerken, dass es von ihm kommt. ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Wahrscheinlich, dass wir ohne Dame gespielt haben. Aber gut, wir machen hier niemanden nach. Also die Idee ist, kommt nicht zum ersten Mal auf, ne? Dass man ohne Springer oder ohne Dame oder wie auch immer spielt. Das ist alles So. universell. Es gibt nicht irgendwie eine Idee, die von einer Person stammt. Ja, und außerdem kam das auch aus dem Chat. Das kam gar nicht von Ja, uns. genau. Ja. Okay. Und was war dann noch, was ich antworte? Ist egal. Ladet doch mal Luis Engel oder Jan Gustafsson. Luis Engel habe ich übrigens in meine Twitch-Sendung eingeladen vor 2 Wochen. Genau. Folgt der Big Greek auch auf Twitch? Da kommt auch eine Und Menge Streams.
Am kommenden Mittwoch ist übrigens Elisabeth B. Peetz mein Gast. Oh, auch eine Streamerin, wenn mich nicht Ja, alles täuscht. die streamt inzwischen auch regelmäßig. Und wir machen auch das Gleiche, so was wir, was ich und was Niklas und ich heute machen hier, so ein bisschen. Cool. Oh, das war ein schlechter Zug, so glaube ich. Mal gucken, ob man sieht. Ich sehe es noch nicht. Oh, okay. Darm Naja, schlägt E4, Dame aber es schlägt wäre auch gar E4. nicht so gut, also gewesen. Ja, ist nicht klar, ne? Weil der Springer noch hängt auf F3. Ja, E7 ja auch, ne? Ach, nicht, ich hätte mit dem Läufer nehmen. Nee, warte mal. Ich hätte mit dem Läufer nehmen können. Ja, stimmt. Nee, So. da war ein Springer. Er hätte nehmen können. Ich nehme, er nimmt hier. Ich nehme und dann hing der Springer. Auf F3 hängt er. Ja, hier hing aber auch ein Springer. Okay, vielleicht zeigen wir es dann auch C4, nochmal. okay. Starker Zug, ey. Ja, Jan Hendrik lässt sich nicht lumpen hier. Da kommen wieder Und 5 danke an Euro rein. Fabian. Vielen Dank für die super Show, perfekte Sonntagabendunterhaltung. Ja, so haben wir uns das vorgestellt, dass wir euch hier einen schönen unterhaltsamen Schachabend mit euch zusammen haben. Wie lange machen wir? Also mindestens bis 10:30 jetzt, nachdem wir am Anfang natürlich Zeit verplempert haben durch Ja, die. ich denke, 10:30 ist eine gute Zahl. Gute Uhrzeit. Ich muss gerade klarkommen, dass ich alleine spiele. Ja, ganz ungewohnt, ne? Der TSG Hoffenheim beschwert sich, dass wir nicht dran nehmen. Ich verspreche dir, TSG Hoffenheim, ich werde gegen dich persönlich spielen, sobald sich mir die Möglichkeit ergibt. Sobald sich für mich die Möglichkeit ergibt. Eventuell morgen Abend vielleicht auf meinem Twitch-Stream. Da spiele ich ja sowieso auch gegen User. Wenn du vorbeikommst, spiele ich da gegen dich. Wobei Das natürlich. klingt doch nach einem Deal, oder? TSG Hoffenheim, Ja. kannst du nichts sagen. Vor allen Dingen spiel immer auf, also Leech, es wird natürlich immer auf Leeches gespielt, ne? Ist ja klar. Nur der Stream ist dann halt auf Twitch. Genau. Nee, wir werden heute nicht gegeneinander spielen. Legend Gary. Das ist heute nicht geplant. Ja, ist auch technisch ein bisschen umständlich jetzt. Weil er natürlich bei mir eingeloggt ist auch. Timo fragt, habt ihr in eurer Kindheit Jugendturnier gespielt? Ja, ich habe ziemlich früh angefangen und dann auch Turnier gespielt. Wann hast du eigentlich angefangen? Ich habe mit 10 das angefangen, Schach zu spielen. Okay, also auch recht früh. Ja, aber du doch viel früher, oder? Ja, aber ist ja trotzdem ziemlich früh. Oh, jetzt musst du aufpassen, ne? Oh! Na, es geht noch. Dame D6, es geht oder wie? Ja, Ist Läufer das jetzt D4, alles ne? berechnet? Oder was meinst du? Ach so, du hast Läufer D4, Ja, Turm verstehe. D1, Läufer D4, Ja, ja. Ja, wunderbar. sonst wäre es. Ja. Sonst wäre es kaputt gewesen. Kapuczynski. Ah, ich bin Markus noch. fragt, wie kann man die Statistik aufrufen? Das siehst du, wenn du in die Analyse gehst nach einer Partie auf LeeChess, da bekommst du die Statistik angezeigt, unten rechts neben dem Brett. Was für eine Statistik meinst du jetzt? Der meint den Centipawn-Loss, also wie viele Ah. Fehler passiert sind, wie viele, ja, Bauerneinheit man eingestellt hat im Prinzip in der Partie. Ich streame immer montags, mittwochs und freitags immer ab 21 Uhr auf Twitch. Genau. Und dann am Samstag immer die Sparta-Arena, oder? Ja, 20 Uhr. also wenn man uns beide zusammennimmt, dann hat man eigentlich jeden Tag Programm. Jeden Tag. Oder? Eigentlich schon. Ja, gut, Dienstag und Donnerstag bin ich nicht am Start, aber Ja, ich auch nicht, das stimmt. Dienstag und Donnerstag sind die einzigen Tage, wo ich mal Ruhe habe. Aber Freitag du immer, dann hast du ab und zu mal. Ja, hier muss ich aufpassen, der Turm hängt irgendwie was. Was ist denn das für ein Kack? ja, er wehrt sich Aber mit Händen und hallo, Füßen, aber aber er hat hallo! nur 2,5 Sekunden.
Aber hallo, machen wir erstmal das Schach hier. Und dann decken wir das so mal hier. Mann, Mann, Mann. Fragt, welche Leistungskurse hattet ihr? Also ich hatte Deutsch und Bio. Ich habe mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Ich habe keine Ahnung, was ich für Leistungskurse hatte. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war matt, ne? GG. Das ist matt. Ja, aber Danke, gut Glück. Ja, nee. gewährt. Er drückt die ganze Zeit wie wild auf Revanche. Na, ganz ruhig. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Da sind noch 100 andere Leute, die spielen wollen. Ja. Komm, nehmen wir den Alasu hier. Du willst nicht mehr? Bitte? Bist du in der Partie? Hey, Marius Gerup, 50 Euro. Vielen Dank. Großartig. Ich glaube, Marius hat letzte Woche schon gespendet. Also ein ganz großzügiger Spender. Ja, vielen Dank, Marius. Machen wir jetzt mal Spanisch hier. Niklas schreibt jetzt was, ich muss alleine spielen. Ja, mach du Ja, mal kurz. Spanisch, oh. Arche Noah Falle, da fallen wir jetzt aber nicht drauf rein. Da hat er dein Video gesehen oder unseres. Ja, ich mache C3, den Hauptzug. Oh, wenn er F5 gemacht hätte, dann hätte ich blöd aus der Wäsche geschaut. Springer F6 jetzt hier. Springer F6. Da muss ich so denken, ne? So. Erstmal weg mit ihm. Kurze Rutsche. Ich glaube, D4 kann ich jetzt nicht machen. Ja, na komm, machen wir mal nicht. Spanisch spiele ich normalerweise nicht. Ja, ich bin überrascht, dass du hier auf Italienisch verzichtet hast. Ja, nicht immer das Gleiche, ne? Wird ja langweilig. Nee, das hast du recht. Bisschen Variation ist schon eine gute Ja, Sache. sicher. PW fragt, was würdet ihr beruflich machen, wenn ihr keine Schachspieler wärt? Gute Frage. Keinen blassen Schimmer. Ja, Was? wahrscheinlich irgendwas mit Psychologie. Ich studiere ja auch Psychologie und irgendwas in die Richtung, aber was genau, weiß ich auch nicht. So, kommt hier bald der Angriff wieder über den Königsflügel? Mal schauen. Ich weiß es nicht. Es wird vorbereitet. Dame E2 geht dem Damentausch auf der D-Linie aus dem Weg. Hier, das könnt ihr euch schön einprägen, diese Manöver. Dame E2, Springer D2, Springer F1, Springer G3. Das ist die hohe Schule. Ja, klar. Und deshalb ist Läufer G4, Läufer H5 im Spanier gar nicht so eine Ja, gute Idee, weil ja. der eigentlich nur umhergekickt wird, der Läufer. Der Niklas hat seine Lektion gelernt, merkt man. Springer E7. Ja, will F5 überdecken? Jetzt steht der Läufer auf G6 ein bisschen ungünstig, also nimmt nicht so wirklich am Spiel teil. Läufer G5 wolltest du nicht, oder wie? Ja, läuft ja nicht weg. Ja. Da gibt es auch eine berühmte Partie zwischen Winter und Capablanca, wo der Läufer eingesperrt wird von Weiß. Weiß. Ja. Der hier oder welcher? Der Läufer ist dann der Läufer auf G3, da war dann noch ein Doppelbauer. Ah. Auf F2 und F3 und der Läufer kommt da nicht wieder zurück Ja, ins dann weiß ich Spiel. ja, was ich für Dienstag schon mal mache. Für meinen Kanal. Nein, morgen habe ich halt, morgen ist Montag, ne? Morgen zeige ich noch erstmal meine Stockfischpartien. Ah, Level 8 jetzt, ja? Ja. Und was zeigst du morgen? Es kommt noch eine weitere Partie aus unserem gemeinsamen Livestream von letzter Woche. Ah, okay. Die Double Night Rim Attack kommt dann. Falls du dich erinnerst. Was? Die Double Night Rim Attack? Ja, das hast du so getauft. Ich Das weiß ist es nicht eine mehr. Eröffnung, die wir gespielt haben. Okay.
Ist krass, wie verweckt, was will ich sagen? Wie vergesslich ich bin. Oh, es droht so ein bisschen D5, muss ich aufpassen. Ja, er möchte den Läufer befreien. So im Prinzip war dieser Läufer von Winter und Capablanca, nur dass da der Bauer noch auf G4 stand und dann kam der Läufer einfach nicht wieder zurück ins Spiel. Okay, jetzt kann ich aber endlich mal da rein. Aber jetzt erlaubst du es ihm, den Läufer abzutauschen. Ja, ich habe aber die bessere Struktur. Passt schon. Ja, natürlich. Stehst hier sehr gut. Mit den geschwächten weißen Feldern. René sagt, ein Livestream kostet Geld. Also jetzt nicht direkt, wenn man jetzt von der Internetrechnung absieht, die aber sowieso bezahlt werden muss, kostet ein Livestream nicht extra Geld. Nö, nö, nö. Und vor allen Dingen, so viel Strom ist das, glaube ich, auch gar nicht, den man hier verbraucht. Ja. So, du gehst ja echt auf die weißen Felder. Gnadenlos. Na sicher. Oh, jetzt will er da rein, ne? Aber Lasso hält gut gegen, ne? Das ist Absolut. gar nicht so einfach. Absolut. Das ist hier. Das Feld D4 schwach plötzlich. Das ist nicht so ideal gelaufen. Welche Musik würdet ihr zum Schachspielen empfehlen? Also eigentlich hört man beim Schachspielen, gut, also bei richtigen Partien hört man keine Musik, ist gar nicht erlaubt. Ja, und sonst, was dir gefällt, ne? Also ich glaube nicht, dass es da eine universelle Musik gibt, die dir aber hilft, besser Schach zu spielen. Jetzt steht der Läufer natürlich schlecht hier. Ah, der war ein bisschen ungenau, wenn er einen richtigen. Na. Du wolltest nur auf den billigen Trick spielen mit Läufer schlägt Ja, F7. aber der ist ein bisschen nervig hier. Ja gut, was soll ich machen? Muss ich halt durch, wenn er spielen will. Das kann ja kein guter Tausch sein eigentlich. Aber F5 ist gut. Von einem Vorteil kann hier nicht die Rede sein. Im Gegenteil. Ja, du machst das schon. Du hast den potenziellen entfernten Freibauern. Ich glaube an dich. Den Läufer aber auch nicht mehr raus, richtig? Na doch, mit F5 immer. Okay. Ja. Aber du hast den Freibauern. Das Ja, kann schon was klar. wert sein. Ja, wobei, er hat halt nur Bauern auf den schwarzen Feldern, ne? Die sind nicht so leicht angreifbar. Ich glaube, du brauchst hier ein bisschen Mithilfe von ihm. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie ziemlich gewonnen hast. Ja, ich glaube, die Chancen steigen. Mit dem entfernten Freibauern. Ja, nach vorne, genau. Noch ein Jochen. Ich weiß nicht, Da bin ich mir überhaupt nicht warum du sicher. gerne meinen Abischnitt wissen möchtest, aber ich sag's dir, 2,1 hatte ich. Ich habe keine Ahnung. Ist das gewonnen? Müsste gewonnen sein, wenn er. Ja, jetzt muss er die Läufer tauschen, Nee. sonst wird er Hä? im Bauern. Aber das muss doch gewonnen sein. Ja, jetzt ist es vollkommen gewonnen. Ja, wer musste doch nicht tauschen? Er Wegen. könnte Läufer E8 machen. Ah, Läufer E8 mit Gegenangriff, stimmt Ja, ja. klar. Total ungenau. Nee, oder? Das ist egal. Nö, ach ja. Ziemlich egal. Deshalb braucht man den entfernten Freibauern, Freunde, oder? Ja, weil dann genau die Situation passiert, der Bauer lenkt den König ab und dann ist der eigene König aktiver
und die ganzen Bauern werden nacheinander eingesammelt. Okay, das war nicht so wahnsinnig souverän. Aber trotzdem, Sieg ist gewonnen. Sieg. Sieg ist Sieg. Hat mir ein Pünktchen gebracht. Ja, ich glaube nicht, dass wir heute deine Zahl noch besonders boosten können. Das musst du wann anders machen. So, lass doch mal wieder was zusammenspielen. Ja, sicher. Ganz schön viele Leute werden ausgeblendet. Ja, wir haben leider ein paar Trolle dabei heute. Ja. Aber was will man machen, ne? Haben auch nichts zu tun. Schauen hier auch vorbei. So, ich würde gerne eine Partie spielen gegen Arne Peet, 1350. Peters, ne? Arne Peters, der ist auch sehr aktiv, also bei mir Ja. auf jeden Fall. Und hier habe ich ihn auch im Chat schon gesehen. Von daher, ich denke, Heißt der passt gut. Alasu? Bitte? Heißt der Alasu? Nee. Nee, Alaso war der Gegner eben. Ja, Arne aus Peters. Versehen. Aus Versehen auf Revanche geklickt, okay. Ach so. Mach du mal, mach du mal. Ja, ich habe jetzt jemanden ausgewählt. Kannst du in die Partie Ach kommen? so, ja klar. Dann lass uns doch nochmal Hand and Brain machen. Okay, ich sag vor, ne? Die Figuren. Ja, alles klar. Ja, ein Bauer. Okay, das haben wir noch nicht gehabt heute. Na gut, probieren wir es mal. Grob Attack. Der Grobs-Angriff. Übrigens habe ich da auch ein Video auf meinem Kanal, Gewinn mit dem Grobs-Angriff. Echt, hast Ja, du? ja. Na gut, dann bin ich ja hier mit dir. Habe ich ja einen richtigen Mann an meiner Seite. Eine Partie von Timur Gareev, den kennst du ja wahrscheinlich auch. Ah, ja. Völlig verrückter Typ. Okay, jetzt muss ich was Die sagen, Partie ne? kenne ich, glaube ich, Ein sogar. Läufer. Ja. Das ist echt ein verrückter Typ irgendwie. Der versucht natürlich, sich abzuheben von der Masse durch absurde Aktionen teilweise. Und Ach, der hat einfach Spaß am Schach. ja, Mach doch mal was. generell. Ja. Ne? Ich glaube, hier deckt man den Bauern nicht und spielt Du Bauer. musst eh, ja, du musst ja nur die Ja, Figur sein. Bauer. Monne MG, kann man vom Schach leben? Ja, kann man. Das geht auf verschiedene Arten und Weisen, ob Ja. durch Training geben, ob durch Turniere gewinnen, Preisgelder gewinnen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Läufer schlägt G4. Ich spiele seit meinem 10. Lebensjahr Schach. Wie alt wir sind, ich bin 47 und Niklas ist 29. 28, ja. 28, okay. Ich mache dich älter, als du bist. Ah, Das macht nichts. was macht man denn hier jetzt? Gar nicht so klar. Puh. Mach mal Dame. Oh, Dame. Fancy. Fancy, Ja, fancy. sicher. Raus mit der Mama. Das kommt auch in die neue YouTube-Kacke. Kannst du schon drauf Also wetten, raus mit ne? der Mama, ja, das kann gut sein. Ja. Was war das? Wie war das nochmal? Wladimir Hortat, wo man gesagt hat, irgendeiner kommentiert, man sollte mit der Dame nicht zu früh in die Disco oder sowas. Irgendwie so Ja, ein das Quatsch. stimmt. Eigentlich sollte die Dame nicht zu früh ziehen, aber hier wollen wir jetzt direkt auf den B7 Vor draufgehen. allen Dingen, weil wir hier grobs Angriff spielen, da muss man natürlich ein bisschen außerhalb der üblichen Norm agieren. Ja, da ist nichts normal. Also mach das nicht unbedingt zu Hause nach. Das könnte böse enden. Springer D7. Springer D7. Ja, Dame. Dame? Ja. Okay. Ich greife zu auf B7. Und auf Turm B8 Dame. Ach, okay. Junge, du siehst aus wie 18 The Big Greek, sagt einer. Jochen Knochen, danke dir. Ja, das kommt davon, wenn man nicht so wahnsinnig viel arbeitet im Laufe seines Lebens. Guter Tipp, den ich immer wieder gebe. Den ich von jemand anders habe, natürlich. Ne? Er meinte zu mir, Schorsch, weißt du, warum wir so jung aussehen? Wir haben so wenig gearbeitet in unserem Leben. Das ist aber alles schon 10 Jahre her. Im Moment arbeiten wir beide sehr viel, Niklas, glaube ich. Ja, für Ja. die Schach-Community, weil wir ständig Videos produzieren. Für Und euch, Freunde, für ja, euch. also im Moment sind wir wirklich, also ich glaube auch Im Niklas Moment werden arbeitet. wir Ich glaube auch, älter. dass auch Niklas sehr viel arbeitet. Ich glaube, er arbeitet sowieso generell sehr viel. Und ich, fauler Grieche, arbeite Bauer, ich, fauler Grieche, arbeite momentan auch sehr viel.
Ein Bauer? Okay. Ja, bist nicht zufrieden mit, Haben ich wir hier? weiß, aber. Doch, ich bin sehr zufrieden. Wir haben einen Bauern mehr. Ja, Läuft eben, doch. genau. Besser kannst du nicht laufen mit dem Grob Attack. Ja, vor allen Dingen der König auf E1 ist super gesaved. Ja, ich antworte mal kurz auf Maximilian. Oder ja, du kannst Oder noch mal. ich mach das. Nee, Ach ich glaube, so. die Frage ging an mich. In Berlin. Ja, aber sag, du hast mal eine Figur. Springer. Faltete oder knüllte das Toilettenpapier? Interessante Frage, verstehe ich nicht. Wie viel trainiert Ja. ihr eigentlich momentan für euch selbst? Gar nicht so viel. 2 € von Vega, danke dir. Danke an den Mod Johnny, der einen super Job macht. Ja, mit dem muss ich aber nochmal sprechen. Wie oft bist du in Griechenland? Normalerweise einmal im Jahr, griechische Liga, aber ich muss jetzt einen Zug sagen hier, shit. Alles gut, alles gut. Bauer. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was ich jetzt ziehen soll mit Weiß. Das ist so eine kranke Stellung. Ich mache mir immer ein bisschen Sorge um die Dame, aber noch ist die Mama sicher, glaube Die ich. Mama ist mega sicher. In deinen Händen sind alle Mamas total sicher. War das jetzt im Chat? Nee, das sag War ich. das The Das sag Big ich. Greek? Dame, Sehr gut. in deinen Händen Okay, liegt. ja, Das die sind, Dame ist bei mir sicher, keine in deinen Frage, Händen hast du sind alle Mamas mega sicher. Du hast auch mal recht. Krav Maga gemacht, diese israelische Geschichte, ne? Ja, Also du bist wie kommst mega du jetzt darauf? austrainiert. Also, so, jetzt zu Maximilian, wollte ich ja mal kurz sagen. Er hatte gefragt, wie bin ich bei Psychologie reingekommen mit meinem NC? Ich habe in den USA Same. studiert. Und da war das mit dem NC nicht so streng und da habe da einen ganz guten Schnitt hingelegt und dann bin ich hier an die Freie Universität in Berlin reingekommen für den Masterstudiengang. Zuerst Müsli oder zuerst die Milch? Ich Ja, esse jetzt kommen die Müsli. Ich Fragen. esse Jetzt kommen die Müsli ohne Fragen. Milch. Ah. Am besten keine Milch. Das gefällt mir gar nicht so sehr hier, muss ich sagen. Komm, mach mal Bauer. Bauer. Ich weiß nicht, was du Ich willst. auch nicht. Ich will dich prüfen, aber Springer F3 gefiel mir nicht wegen E4. Ja, machen wir erstmal den, dann mache ich nichts falsch. Ja, genau. Ich meine, was will man mit dieser Stellung hier? Ich bin happy, Bauer mehr, läuft doch. Läufer. Warum nicht gleich den? Na gut. Ich glaube, es ist genauer. Okay. Ich habe keine Ahnung. Weil wir jetzt kein Tempo gewinnen. Ach Okay. so. Oh, shit. Egal. Läufer. Ah, stimmt. Ja, ist ja egal. Wir haben immer noch einen schönen Bauern Ah, mehr. Niklas ist so ehrgeizig, man merkt es immer wieder. Ja. Sehr ehrgeizig. Nee, ich bin einfach nur neugierig. Ich sehe Was übrigens einen du extrem denkst. starken Zug für ihn, ne? Okay, jetzt machst du mich neugierig. Ja, wenn er. Ach so, er hört sowieso Turm B8, Turm B4 ist eine sehr starke Idee, ne? Turm B8, Turm B4. Boah, die Dame Ja, Duke. guter Punkt. Guter Punkt. Meine Güte. Deswegen weiß ich Mal nicht. sehen, ob er zuhört. Nee, du bist ja eh versetzt. Ja, aber wenn er lang genug nachdenkt, dann kommt es noch. Na, siehst du, da ist er. Scheiße! Alles gut, alles gut. Oh Gott, jetzt muss ich Obwohl, verteidigen hier. ja, wir schaffen das schon. Jetzt musst du erst mal einen guten machen. Ja, eben. What the fuck? Leider gut. Bauer. Bauer, 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 Bauer. Okay, Turm B4 ist die ernstzunehmende Drohung, von Ja. daher muss ich das wohl ab. Oh. Ich habe keinen Ja. besseren Zug gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ist nicht leicht. Lange Nicht leicht. Rochade wollte ich eigentlich zuerst machen, aber es Ne, gehört nicht. Springer D1 hätten wir machen können, vielleicht. Stimmt, Springer D1, ja. Aber trotzdem, Turm B4 müssen wir Laufschlag F6 machen, ist auch alles nicht so schön. Ja, er ist wieder zurück in der Partie.
Aber sowas von. Das ist riskant. G5? Okay. Ja. Ja, Läufer, ne? Muss man machen. Okay, Muss auch Bauer, mal einen Bauer. Nee, Rückzieher machen, Bauer ist wäre auch noch eine okay. Idee gewesen. Shit. Ah, B4 oder Ja, wie? ja, Ah, stimmt. Aber er schlägt nicht. ja. Warum schlägt er Stimmt. nicht? Jetzt Bauer, ne? Oder? Ja. Ja. Warum hat er nicht geschlagen? Hat er übersehen. Schade für ihn. Gut für uns. Schade für ihn. Ja. Oh, Springer, die 7, mach mal Springer. Muss mal raus, das Ding. Ja, wird Zeit, dass wir hier alle Puppen ins Spiel bringen, ne? Wie Na, du jetzt es hast du auch sagen schon Puppen. würdest. Richtig so. Ja, ich habe mir das jetzt abgeguckt von dir. Ich meine, wenn man zu Gast ist, dann kann man sich auch ein bisschen anpassen. Der King. War nicht schlecht. Wieso sehe ich so knackig aus? Weil ich ein Grieche bin. Wo genau ist Grieche? Warum? Wann ist dann meine Familie eingefallen? Oh, der Bauer. Oh, hier hängt ja einiges, ey. Ja, Bauer. Ja, das war ein guter Zug. Ja, das war auch zu erwarten mit dem König in der Mitte. Ja. Oh Mann, ey, die Stellung ist gar nicht so toll, ey. Springer. Oh, mit dem Oh, Läufer Tom nicht. Schlick wäre besser Ja, gewesen. ja, ja. Denn jetzt haben wir Zeit, was Okay, anderes zu spielen. König. Und können uns entfernen aus dem Zentrum. Nimm. Bauer. Turm. Oh, Dame. Ja, wohin? Wohin? Okay, schlagen wir mal hier. Ja, die 6 wäre gegangen gerade. Shit. Turm. Okay, wir bleiben auf der siebten Reihe, da steht der Turm gut. Turm. Den Turm bringen wir jetzt auch ins Spiel, vielleicht kommt er auch noch auf die siebte Reihe. König. Oh, ja. Was denn? Ja, G4. Ah, habe Turm. ich nicht gesehen. Egal, läuft Turm. schon. Was machen wir? Turm. Okay. Na, mir keine Wahl. Ja, Turm oder Bauer, ne? Oder König? Ja, nee, Turm, Turm. Ja, ich überlege. Was gibt's denn da zu überlegen? Na, welcher Turm und wohin? Ah, komm. Nehmen wir mal den mit. Okay, wenn er nimmt, mit dem Bauer natürlich. Ich habe nicht gesehen, was der Turm so macht auf der siebten. Ja, Turm. Turm, Turm, Turm. So. Wir haben drei Bauern für die Figur, aber das ist natürlich trotzdem nicht so günstig gelaufen. Turm. Behalten wir mal auf dem Brett die beiden. Turm. So, jetzt schnappen wir uns noch den vierten Bauern. Jetzt sieht es wieder besser aus. Turm. Jo. König. König. König vor, schießt ein Tor. Oder so. König. Turm. Okay, vier Bauern für die Figur. Oh, Turm B6 war Ja, ungünstig. Turm, Ups. Turm. Noch geht alles. Turm C6. Ich würde gerne alle meine Bauern Ja, behalten, sehr. wenn das geht. Turm. So, alles gedeckt hier auf der dritten Reihe. Turm. Geben wir es mal einen Schach. Ja, sehr.
Turm. Nochmal ein Schach. Ja, einfach nerven. Bauer. Langsam aber sicher ernährt sich das Eichhörnchen. Pöpel. Pöpel. Purple. Turm. Turm. Macht es nicht leicht hier, Ja, der der Läufer ist Arne. stark in solchen Stellungen. Ja, Besser als ein aber Springer. früher oder später sollten wir uns Turm. durchsetzen können. Jetzt holen wir uns noch den fünften Ja, Bauern. Turm, 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 Turm. Nächsten. Gegen König. fünf Bauern wird es schwer mit dem Läufer. Bauer. Okay. Er gibt auf. Wow. Gerade noch so geschafft gegen Arne Peet, 13,50. Danke für die Partie. Sehr schön. Hast du souverän zu Ende gespielt? Ja, war vernünftig. Ja, welche Sportart empfehlen wir zum Ausgleich? Alles, was Spaß macht. Ja, Hauptsache man hat Spaß und Hauptsache man macht irgendwas. Also, Genau. ich glaube, der Sport an sich ist da eigentlich gar nicht so wichtig, sondern dass man sich bewegt. So, 15 Minuten machen wir noch, mindestens. Ja. Wen hatten wir da noch gar nicht hier? Ganz was Neues. Mickey Mouse 68. Winnie 6711. Ja, komm, den nehmen wir. Den kennen wir nicht. Jetzt kannst du wieder Züge ansagen. Okay, ich fange mal an mit Bauer. Ich spiele schwarz. Das ist seit Ewigkeit mal wieder eine Partie mit Schwarz, ne? Bauer, sagst du? Ja. Ja, habe ich nichts gegen, wenn wir ein paar mehr Partien mit Weiß spielen. Ach so, du sagst was vor. Bauer? TraderLife fragt, wann holst du den GM-Titel? Ja, Bauer, genau. The Big Greek. Ja, super. Springer? Das ist alles geplant. Nur die Okay, Ruhe. Bauer. Jetzt muss ich hier Knight of spielen, was ich normalerweise überhaupt nicht spiele. Ach, musstest du nicht. Hast du jetzt gewählt? Du hättest auch Drachen oder Scheveninger spielen können. So, Bauer. Ich vermute, das ist deine. Aber das ist nicht schlecht, weil er gibt mir eigentlich immer vor, was er spielen würde. Und ich kann mir ungefähr denken. Läufer? Ja. Hoffentlich. Mal sehen, wo es hingeht. Ja. Ich glaube, der Läufer gehört immer hier in dieser Stellung. Genau. D5 unterstützen. Das ist ein Hebel, Ja, den hier. Schwarz gerne anbringen möchte. Ich glaube, das geht aber noch nicht so früh, ne, in der Regel. Das werde ich dir schon sagen. Oh, Springer D5. Was ist denn hier los? Kann man das machen? Das ist ungewöhnlich. Ja, machen wir mal Springer. Oh. Geht, ach du Scheiße! Uiuiui, was sage ich dazu Ich habe nur? nicht aufgepasst. Ja, alles gut, alles gut. Holen wir noch rein, holen wir noch raus, keine Sorge. Obwohl, wird schwer. Ich weiß nicht wie. Dame? Wird schwer, wird schwer. Das war ja die Idee, ne? Ja. Ja, das kommt davon, wenn man so nicht aufpasst. Ja, das ist jetzt das Handicap, haben wir jetzt hier. Wir fangen mit Turm weniger an. Ja, der hat aber 1945. Das ist ein bisschen. König? Ja, dass das nicht leicht wird, ist klar. Aber wir lieben ja die Herausforderung. Ja, Dame? jetzt bist du gefragt. Das geht hinten und vorne alles nicht. Okay, ich glaube, der King hat sich auch qualifiziert, dass er hier mal gesperrt werden könnte. Solche Sachen zu verbreiten, kann mal bitte vom Mod direkt gesperrt werden. Ja, das stimmt natürlich hinten und vorne nicht, was er da schreibt. Er verwechselt. So.
Läufer, Moment, also ich habe nichts gesagt. Erstmal Läufer Ich D3, weiß. guter Zug leider. Sagen wir mal, sagen wir mal Springer. Ja, tatsächlich, wenn ihr etwas spenden wollt, also natürlich könnt ihr das machen über den Super Chat oder Super Stickers, aber eine andere Möglichkeit ist, dass ihr über PayPal was spendet und da hat auch gerade wurde gerade in den Chat gepostet. So, jetzt muss ich mir erstmal noch kurz überlegen. Sagen wir mal, was machen wir hier? Sagen wir noch mal Springer. Sind wir dran? Springer, sagst du? Ja, wenn ihr könnt auch über PayPal spenden und der Vorteil davon ist, dass YouTube sich nicht einen Teil rausnimmt, weil sonst bekommt YouTube, glaube ich, 30, 40% von den Beträgen, die gespendet werden. Also noch besser ist es, wenn ihr quasi, also dann bekommt The Big Greek, bekommt dann mehr, wenn ihr über PayPal spendet. Das geht auch. Das gleiche gilt natürlich auch für Niklas, logischerweise. Genau. Sonst nimmt sich YouTube seinen Anteil raus, was ja auch nicht ungerechtfertigt ist. Über diese Plattform läuft ja alles, aber nur, dass ihr es wisst. Wenn mehr ankommen soll bei The Big Greek oder bei mir, dann besser über PayPal spenden. Wow, der Gerade Real Nalo sagt, 75 Euro sind raus. auf PayPal. Cool. Ja. Gut, das können wir jetzt nicht direkt überprüfen, aber das glauben wir mal und sagen vielen, vielen Dank. Naja, ich bekomme relativ schnell eine Meldung, aber ich weiß nicht, wie zeitnah das ist. Ich habe zum Beispiel heute über PayPal von jemandem bekommen, der grüßt uns beide auch. Einfach genial, wie ihr beiden das macht. Ihr kommt auch sehr sympathisch rüber, ist eine Freude zuzusehen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt erwähnen darf. Mach mal Dame erstmal, bevor du jetzt. Genau. Auf jeden Fall heißt er mit Vornamen Günther und mit Nachnamen L. So, wie sieht's aus? Immer noch Turm weniger, das ist natürlich Ja, schwierig zwei hier. Bauern immer. Ja, aber das ist immer noch ein bisschen wenig. Läufer? Wir machen es ihm so schwer wie möglich. Was anderes können wir nicht machen. Ja, das war natürlich ein dummer Fehler von mir mit Springer E4. Ich passe überhaupt nicht auf. Ja. Lest den Chat. Und auch sehr schön. Ah, ich habe es bekommen übrigens, Niklas. 75 Euro. Das geht ziemlich schnell, wie es aussieht. Und noch danach nochmal 10 Euro. Auf PayPal, Dankeschön. Sehr Vielen, schön. vielen Dank, Freunde. Vielen Alles, was Dank. heute reinkommt, egal auf seinem PayPal-Konto oder auf meinem, wir teilen uns das alles. Das kann man ja problemlos nachhalten. Ja, mach ich mal Dame. So. So, das geht doch langsam in die richtige Richtung. Ich dachte, vielleicht tauschst du sogar die Dame auf F1, weil unser König auch so ein bisschen luftig noch steht. Aber so oder so, wir standen schon mal schlechter. Läufer? Wie viele Bauern haben wir denn eigentlich für die Figur Drei, jetzt? drei. Ja, Das ist okay. geht. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Okay. Dann machen wir mal Bauer. Also wir standen schon schlechter, oder? Es geht in die richtige Richtung. Auch ein sehr süßes Kompliment von einer Dame, die mir was gespendet hat. Weiter so, liebe Grüße, Spaß, Junge. Spaßjunge? Ja, Spaß, Junge, keine Ahnung. Okay, ich sag mal Ach, Dame. Dame hast du gesagt, okay. Ja. Oh, ach so, okay. Ja. Nee, es ist nee, Leider. noch nicht Dame, Ja. aber der Läufer war trotzdem lästig und führen wir mal. Ja, sehr schön. Vielleicht kümmern wir uns doch noch um den Springer da, wenn es gut Ja, läuft. klar. Er hier sieht ein bisschen seltsam aus hier. Und vor allem jetzt greifen wir da noch an. Okay, der Bauer da hinten ist. Naja, Dame. er deckt den zum Glück. Der ist total unwichtig gewesen.
Ja, den Springer, den sammeln wir jetzt ein und danach haben wir zwei, drei Bauern mehr. Das wäre doch Riesenzentrum, gut. zwei Springer verteidigen den König hier, ist gar nicht so schlecht. Also, Freunde, ihr seht, auch wenn ihr einen Turm verliert in der Eröffnung, vor allem in der Blitzpartie, man kann es noch probieren und man kann auch gewinnen, Du, vielleicht im ich habe besten gestern Fall. Partien verloren im Turm mehr wegen Berserk, das geht alles. Ja. Direkt wieder eine Zahlung reinkommen. Ach so, Quatsch. Nee, das ist was Bauern? anderes. Okay, er nimmt noch zwei Bauern mit ins Grab, das ist gut, das ist vernünftig. Läufer? Oh, der ist gut. Habe ich nicht kommen sehen. Müssen wir verteidigen, den Freund Springer? Ja, die Frage ist wie. Ja, das lasse ich dir mal, überlasse ich dir. Na super. Okay. Das andere sah mir zu gewagt aus. Ja, Springer D5 wäre vielleicht noch möglich, aber Was hat er gemacht? alles ein bisschen unsicher. Springer? Läufer A3, RT auf jeden Fall Kompensation, wenn nicht mehr als das für den Freund. So, den macht er. Ja, da muss ich ja jetzt hin, Okay. ne? Ja, Dame. Oh, ich mache mir Sorgen hier. Ich auch. Oh. Was denn? Wenn es jetzt knallt, dann knallt es richtig. Hätte aber auch direkt machen können. Nee, nicht wirklich. Oh, Glück gehabt. Turm D6 Turm schlägt kriegen. D6. Nochmal. Das wäre ein richtiger Killer gewesen. Turm schlägt D6, Freunde. Ich bin so unkonzentriert, aber zum Glück der Vinny ist nachlässig mit uns, beziehungsweise es kamen wieder Ja. 10 Euro rein übrigens, meine Güte. Auf Pepe. Turm? Turm, sagt er. Ja, vielen Dank, dass ihr über PayPal jetzt spendet. Das sehr löblich, auf jeden Fall. Und quasi darauf verzichtet, hier groß angezeigt zu werden im Chat. Aber wir antworten ja eh so gut es geht auf die Fragen im Chat. Von daher passt das gut, denke ich. Ich kann die Namen auch nennen, aber ich bin mir nie sicher, wenn Leute über PayPal spenden, ob ich die Namen nennen soll. Ja, guter Punkt. So, wie sieht's aus? Dame? Ah, der war eigentlich nicht so gut. Der war nicht so gut. Du wolltest aber den spielen, oder? Ja, den wollte ich spielen, aber war nicht so gut. Ja, Läufer, ja. Ja, wir müssen den König mal entfernen, eigentlich. Ja, Ja, oder Springer E4 war interessant. das ist das Ah! Problem. Ja, das ist das Problem. Jetzt kommt er wieder an. Turm. Das war nicht nötig. Wir hatten die Sache schon wieder ganz gut im Griff, aber der König ist immer noch so unsicher. Eigentlich müsste er auf G8 hier stehen. Jetzt macht er aber hier Schachzüge. Ach du Scheiße. Um Gottes Willen. Oh je, oh je. Ja, jetzt rächt sich das. Ist ja matt direkt. Der ist ein richtiger Killer, ne? Total. Ach du Kacke. Wir haben auch keine Zeit. Stimmt, wir spielen da 5 plus 3. Nee, wir haben Zeit, also er hat keine Zeit, aber wie halten wir denn hier die Partie am Laufen? Gar nicht. Ach du Scheiße. Ich spiele auch noch Dame A5, ich Idiot gerade. Ja, das war ja meine Schuld auch. Aber Läufer B3, der kam aus dem Nichts. Ganz überraschend. Scheiße. Dann sage ich mal, boah. Echt kein Zug hier. Irgendwas wollte ich doch noch sagen. Ist vorbei. Komplett. Ja. Sagen wir mal, Turm. Leider komplett vorbei. König. Ja. Ja. Okay. Mach dem Verdammt. Verdammt. nächsten. Da haben wir uns so zurückgekämpft und dann unaufmerksam, unaufmerksam. We lose. Ja. Mist. Da hat Brain and Hand zusammen komplett versagt gerade, die letzten Ja, Zeile. das ist der Nachteil, wenn man zusammenspielt. Vor allen Dingen, ich opfere am Anfang mit Absicht hier einen Turm. Und Ja, hier, ne, sehe das alles und denke mir, komm, das holen wir noch wieder ein. Dann holen wir es wieder ein. Ne? Weil hier, zack, zack, zack. Alles zurückgewonnen. An welcher Stelle hätte ich anders gespielt? Hier.
Ja, wir müssen einfach mal irgendwo den König evakuieren. Ja, Dame B6 hier. Übrigens, Turm D6 war natürlich extrem stark. Hier, Turm D6. König D6, Läufer C5 oder Dame D6 auch Läufer C5. Das war auch Curtains, wie die Engländer immer sagen. Man hätte hier Dame C7 machen müssen, ne? Ist aber auch nicht so leicht. Ja. Kommt auch Turm D6 eventuell. Ja, da war es sowieso wieder schwierig, Ja, das war. weil unser König noch so unsicher steht. Ja, Läufer G7 ist wahrscheinlich schon nicht so toll. Ja, schwierige Stellung. Okay, was soll's? Gönnen wir es dem Gegner? Gut, so können wir natürlich nicht uns verabschieden. Vor allen Dingen, jetzt kommt richtig Geld rein übrigens, ne? Du meinst, jetzt müssen wir es am Laufen halten hier, oder was? Okay, dann machen wir noch ein paar, komm. 30 Euro mal wieder, 5 Euro. Wow, vielen Dank, Freunde. So. Und von Timo Z sagt an die griechische Knusperflocke: Find's klasse, dass ihr nicht konkurriert, sondern kooperiert. Eure gemeinsamen Streams sind echt qualitativ unterhalten von euren Videos. Gar nicht zu schweigen. Ich wünsche mir in Zukunft ein paar B3-Eröffnungen von euch. Also Laseneröffnung wünscht er sich. Können wir ja mal austesten jetzt in der nächsten Partie. Ja, passt auf. Wir spielen nämlich jetzt auch gegen Papre. Dann spielen wir mal gleich B3, ne? So, bist du in der Partie Ja, dabei? ich hole sie mir. Also heute ist locker 300 Euro zusammengekommen. Ah, ja, das gibt's doch nicht. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, Oh, ein Freunde. guter Mann hier, ne? Also wir spielen jetzt abwechselnd. Abwechselnd, Abwechselnd, ja, abwechselnd. ist besser als Hand of Brain. Da sind Ja. wir auch ein bisschen schneller. 3 plus 2. So, hier, die Fans haben es gefordert, B3. Lasen. Laseneröffnung. Lasenpopasen. Kenne mich gar nicht aus. Ich auch nicht, aber das sieht doch vernünftig aus hier. Auf den Bauern draufgehen. Ich glaube, hier ist. Moment, was kann man hier? Ja, greifen wir den einfach nochmal an. Mal sehen, wer ihn deckt. Na, ich glaube, F4 ist Theorie, aber. Ach, F4, Ja, ich okay, glaube ja. es. Ich glaube es. Oh, der spielt aber schnell. Der Kennt er das? scheint sich auch zu kennen, hier der Kollege. Rochade Stier? Läufer H3, okay. Shit, und jetzt muss ich einen guten Zug Springer finden. schlägt C6, Dame schlägt G2, oder wie? Was? Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist so. Dass da jemand hier die Theorie kennt, das gibt's doch nicht. Ist ein hässlicher Zug, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ja, passt schon. Er muss ja auch erstmal jetzt mit dem Springer umgehen auf E5 und schlagen will er den eigentlich nicht, denke ich. Nein. Vielleicht können wir auch lang rochieren in der Folge und dann macht das nichts mit den Naja, Löchern. irgendwie müssen wir lang Würde ich rochieren sagen. hier. Ja. Ah, sieht aber schon hässlich aus mit den Löchern. Ja, er hat geschlagen. Okay, das freut uns. Jetzt haben wir das Läuferpaar und die D-Linie öffnet sich für die Dame. Jetzt bin ich dran. Einfach entwickeln. Genau. Läufer E6. Machen wir erstmal H4. Mal sehen, wo die Ja, Dame hinzieht. Ach, der nee, Bauer der hängt. Bauer hängt. Ich bin auch ein Idiot, echt. Den haben wir beide Ja, eingestellt. aber es geht noch. Ah, du hast einen Trick? Nee, ich sehe es Nee. nicht. Ach so, Springer A4, Wenn er nimmt. ja. Ja, ist nicht klar. Ja, aber wir kriegen den Bauern zurück immerhin. Naja. So, den Bauern auf G7 kann er nämlich nicht verteidigen. Ja, aber er kann was anderes machen hier. Okay. D4 oder Ja, wie? D4 hätte er machen können. Ah, D4 wäre stark gewesen, ja. Schöner Zug. Aber das ist, glaube ich, auch okay für ihn. Naja. Immerhin sind wir jetzt Herr der schwarzen Felder mit unserem schönen Läufer auf der langen Diagonale. Was überlegt er denn hier? Dame B4 Das oder ist was? eine gute Frage. Dame Was B4 will überlegt. er? Aha. Scheiße, jetzt muss ich Oder? den machen. Nee, muss ich gar nicht. Zack, zack, zack. Geht doch. Das tut doch gar nichts. Alles entspannt, sagst du, ja? So, hier Turm kommt schlägt schon. G3, hast du auch gerechnet? Nein, geht nicht. Turm schlägt G3. Geht zum Beste Glück nicht. Unterhaltung, sagt Michael. E.
Auch nochmal 10 €, macht weiter so. Danke dir, Michael. Und das ist über Vielen PayPal jetzt Dank. alles, weil wir jetzt PayPal angesprochen haben, spenden super viele Leute über PayPal. Ja, das ist sehr nett. So, alles gedeckt. Ja. König wahrscheinlich lang auch hier, er wird das vermutlich auch Ja. tun. Okay, gibt immer noch ein Ja. kleines Problem hier, ne? Ja. Du bist dran oder ich? Aber du bist. Ja, genau. Erstmal die Dame angreifen. Und dann lösen wir das Problem schon irgendwie hier. Machen wir mal B4. Ja. Du überlässt auch mir die Entscheidung gleich, ich sehe schon. Nee, du machst das dann schon. Nee, das Problem ist, dass Schwarz D4 gerne spielen möchte und die Ja. Stellung öffnen möchte und das möchten wir nicht zulassen hier. Dame E2. Ja. Ich dachte vielleicht Läufer E2 mit der Idee Springer A4. Ach so, selbe Idee, ja. Ja, Sehr Läufer gut, E2 sehr ist wahrscheinlich gut. besser, stimmt. Oh. Oh. Ja, da ist die Dame weg, Die ne? Mama ist weg. Da ist die Mama weg. Die Mama ist weg, denn D3, wir schlagen auf B6 mit Ja, ist Schach. Schach, ist Schach, ist Schach. Und das war's. Schon wieder kommt über PayPal was rein. Meine Güte. Von Matze. Danke dir, Matze. Danke, Dann Matze. kommt wieder was rein. Ey, was hier los? Nils, P. 50-50 für GM Huschi. Ja klar, wir teilen uns heute alles. Was So, haben wir ich noch bin nicht? dran. Dame mehr, das hilft. Gehen wir mal auf Matt. Na, jetzt ist auf Tilt. Oh, der Zug nervt ein bisschen. Scheiße. Oh. Egal, egal, wir haben das alles. Obwohl, haben wir es unter dem Griff? Ja, geht schon noch, geht schon Ja, das noch. war der einzige Zug. Sonst wären wir matt Ja, gesetzt, ne? klar. Fast. Ja, D2, das hätte ich nicht unbedingt zulassen müssen. Aber gut, Das, das geht noch, ne? ja, aber. Okay, wir stehen nach wie vor auf Gewinn, aber haben es uns ein bisschen schwieriger gemacht. Danke an Alexander Hoffmann. So. Du bist dran. Ich schlage mal den Turm, Ja, würde ja, ich ja. sagen. Oh, droht hier Er was? will unsere Dame fangen, aber das wird nichts. Unsere Mama bleibt auf dem Brett. Jetzt zaubert er hier, oder was? Nee, meinen Läufer will ich behalten. Oh, sehr schön, sehr schön. Kein Zwang, auf C6 zu schlagen. Du hast recht. Hat er aber gut gesehen mit. Ja. Okay. Jetzt muss er mal den Springer ziehen, der hat auch kaum Felder. Das ist doch gut. Ich weiß nicht, mach nochmal den hier. Das sollten wir hier nach Hause fahren. Wir haben auch die deutlich bessere Zeit. Minute mehr auf der Uhr, läuft doch. Okay, Turm D2. Weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Komm, ich spiele das mal ganz entspannt. Den hast du auch gemacht, oder? Nee, ich mache jetzt erstmal den hier. Oh, B6. Ja, der hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das erzwingt hier die Aufgabe. Ja, das war eine schöne Partie. Da kommt wieder was rein. Meine Güte, die Leute sind. Ja, Dorina, danke dir, meine Liebe. Auch nochmal 10. Also da kommt jetzt in der letzten halben Stunde kommt super viel Geld rein. Ich glaube, wir sind fast schon gezwungen, weiterzuspielen nochmal ein bisschen. Na gut, Freunde, wenn ihr es, dann spielen wir weiter. Ey, kommt schon Dann. wieder was. Ich weiß nicht, was hier los ist. André nochmal, André R, 15 Euro. Allerbeste Unterhaltung. Ich liebe die Sachen, die ihr zusammen macht. Euer Cheese Clown, das war unser erster Gegner heute, ne? Kannst dich erinnern? Ja, ich erinnere mich. Cheese Clown. Aber was haben denn die Leute gesagt, wir hätten Matt übersehen? Das sehe ich nicht. Verstehe nicht. Die Leute haben gesagt, wir hätten Matt übersehen, aber ich schaue es gerade durch mit der Engine und da war nichts, kein Matt, was wir übersehen haben.
Guckst du in den Chat, weil ich freue mich gerade, was bei mir an E-Mails reinkommt. Das ist unglaublich. Wie noch mehr? Was? Nee, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mails in den letzten, ja, etwas über eine halbe Stunde, ne? Ja, Zwölf das ist Spenden. unglaublich. Das ist Vielen, viel. vielen Dank auch nochmal an Michael. Wir kaufen uns zusammen Kirschwasser. Kirschwasser. Ja, Michael, kann danke ich dir. besprechen. Und danke auch an Papre für die Partie. War auf jeden Fall interessant, aber der Damengewinn hat uns geholfen. Was man nicht alles für Geld macht, sagt Le Monster. Naja, Schachspielen ist, glaube ich, noch eine nette Sache, irgendwie, die man für Geld machen kann. Ich glaube, das könnte ich die ganze Zeit machen, oder? Ja, vielleicht nicht die ganze Zeit, Ja, aber. aber ich glaube, das ist noch relativ human. Schachspielen für Geld ist, glaube ich, noch okay. Würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, Niklas könnte noch viel mehr machen für Geld. Ist noch jung, kräftig. Na, ich nicht so sehr. Du meinst, ich könnte Fitnesstrainer sein oder sowas, ja? Ja. Okay, willst du jemanden aussuchen? Ja, vielleicht sehe ich noch einen von meinen treuen Leuten. Ja, komm, der Tim, der Noob, hat als erster. Nee, Unlimited ist aber Quatsch. Wieso Unlimited? Nee, Unlimited nicht. Dann nehmen wir den Pete Pirate. Pirate Pete. Nicht Unlimited auswählen, Leute. Ihr müsst schon eine Zeit auswählen. Ja, Unlimited können wir jetzt hier nicht online sein. Das wäre ein bisschen lang. So, wir müssen jetzt irgendeine bescheuerte Eröffnung immer spielen, wenn wir spielen. Okay. Kennst du dich aus mit bescheuerten Öffnungen? Ja, gut. Was kann man hier machen? Oh, Skandinavisch? ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich Ja, weiß. mach. Oh Gott, oh Gott. Hat die einen Namen? Ja, aber ich habe es vergessen, wie es heißt. Er muss doch schlagen, was ist denn hier los? Ja, das ist jetzt Königsgambit verkehrt rum. Ja, es macht es nicht viel besser. Aber egal. Königsgambit andersrum, das war nicht schlecht. Warum hat er denn nicht Weiß geschlagen? ich nicht. Weiß ich nicht. Traut sich nicht. Ja, er hat, der Bluff hat direkt funktioniert. So, jetzt haben wir das Zentrum, läuft doch. Der hat 18C. Hä? Ui. Das ist jetzt aber. Den schnappe ich mir. Oh Gott, und jetzt? Zack, Ja, du zack. machst das schon. Ja, zack, zack, zack. Ja, komm. Ja, der muss wohl. Ja, was sonst? So, ja, schon klar. So, Springer F6 kommt, Dame E5 Schach. Ist ein bisschen lästig. Ich glaube, den Freund, der muss geschlagen werden. So, ein bisschen Freestyle hier. Ja, mega Freestyle. Der Springer hängt. Dann gehe ich mal da hin. Ach du Schitte. Ich passe nicht auf. Ja, das macht es wieder ein bisschen schwieriger jetzt für uns. Ah, ich bin zu schnell. Ich passe nicht auf. Don't pay Alles attention. gut. Alles gut. Wir haben schon schlechte Stellungen gewonnen. Gleich macht er D3 und oder D4 und dann machen wir Läufer B4 und dann war's das. Was haben wir alles weniger? Qualle Ja, Qualle, es geht noch. und zwei Der Bauern. König steht auch ein bisschen luftig, aber. Schade, jetzt geht Läufer B4 nicht oder Läufer schlichter 2. Nee. Dann müssen wir mal, dann müssen wir mal. Was machen wir hier Feines? Tja. Ralf, danke dir für die weitere 10 Euro. Tja, ich versuche irgendwie seine Dame zu fangen, aber es geht leider alles nicht so gut. Wie kann ich so eine Kacke spielen? Oh Mann, da kommt noch viel mehr rein, Niklas. Das hört gar nicht mehr auf. Weiter so unterhaltsam, sagt Jürgen, 5 Euro. Ralf, 5 Euro. Meine Güte. Ja, die haben die Partie hier nicht gesehen, glaube Ja, ich ich. glaube, nach der Partie spenden sie uns vielleicht nochmal 100 Euro, damit wir einen Trainer uns engagieren. Ja. Also vor allen Dingen ich. Du denkst nach die ganze Zeit, ne? Ja, ich versuche hier irgendwie das Beste rauszuholen, aber ich weiß nicht wie, noch nicht. Was meinst du, wenn hier Stockfisch spielen würde, würde er es noch aufholen gegen Pirate Pete? Ja, ich denke schon. Ja.
Also wir müssen einfach nur wie Stockfisch spielen und dann passt das schon. Nächste Mail, Timothy, 5 Euro, moin moin. XXL-Döner geht auf meinen Nacken, königliche Grüße. Danke auch an Manuel für die 4 Euro. Danke, danke. Geht auf meinen Nacken. Ja, das ist, so wird heutzutage Ja. gesprochen. H4, boah, die Sau. Jetzt muss ich wieder einen Zug finden, den es nicht gibt hier, Ja, leider ist unser König ein wenig exponiert. ey. Ein wenig. Okay. H4 stark, stark gespielt von Pirate Pete. Oh, D2. Sehr schöner Zug. The Big Greek Fish. Den habe ich Oh. zufällig gesehen. Ich gucke so, hey, geht der? The Big Greek. Back in business hier. Was für ein geiler Zug, ey, D2. Nice. Björn Nice, nice, Borg. nice. Den Namen kann ich, glaube ich, nennen, weil der heißt mit Sicherheit, das ist bestimmt nicht der Björn Borg. Danke für den unterhaltsamen Stream, 10 Euro. Okay, aber noch sind wir nicht Ach ganz, was. ganz raus hier. Jetzt muss Was ich. denn? Ich muss Was ihn. denn? Was denn? Du hast gelacht, oder nicht? Nee, ich muss ihn gut. Ich gucke die ganze Zeit, weil hier ständig Geld reinkommt. Paul, 5 Okay, du Euro. bist aber auch dran. Es ist eine Charity-Veranstaltung für die katastrophale Eröffnung gerade. Ja, das stimmt. Und M. Schnitzel sagt, so sieht es also aus, wenn man konsequent die goldenen Öffnungsregeln ignoriert. Ja, so sieht es aus. Nicht nachmachen. So, Dame 4. Ja, also wir sind, unsere Stellung ist nach wie vor Ja, schwierig. klar. Die Stellung ist immer noch verloren, wahrscheinlich. Ja. Okay, nach dem Zug geht Aber es vielleicht droht was. hier Turm nach E6 oder Dame nach E6. Ah, shit. Ich ziehe mal den Springer hier hin, um das zu verhindern. Ah, ey. H5. H5, Was okay. ist das denn? Das ist jetzt. Der Zug droht immerhin noch Ja, nicht droht direkt nicht so was, viel, der ne? Dame Vorsprung. G6 droht nicht. Ich muss mal nachdenken jetzt hier. Ja, bitte. Sag nix. Nee, ich sag nix. Also. The Big Greek. The Big Greek. Taktik, Monster. Sehr schön. Habe ich gar nicht auf der Rechnung Jetzt gehabt. laber nicht, jetzt tu nicht so. Nee, ich dachte irgendwie Turm E8 oder sowas. Was? Den wollte Oh, ich sehr doch. schön. Deswegen habe ich die Läufer Dame nach E4 C4. gezogen. Ich wollte unbedingt Läufer D6 spielen eigentlich. Ja, aber das ging noch nicht wegen Turmschlag D6. Ja, Aber ja. der ist natürlich noch viel besser. Sehr, sehr Ich glaube, schön. das Ich gewinnt glaube, einfach, ne? jetzt sind wir auf der Siegerstraße. Hä? Ja. Das ist sogar matt. Ja, matt. Unglaubliche Partie, ne? Ja, siehst du? Also, hier haben wir diesmal wirklich das Comeback geschafft, was uns eben noch verwehrt geblieben ist. Okay, das Video mache ich wahrscheinlich dann. Comeback des Jahrhunderts. Allerdings, mir fällt gerade ein. Doch, ich nehme das auf. Doch, doch. Ich hatte schon Angst, ich nehme es nicht auf. Ach, du kannst das Video sonst auch später herunterladen, das geht auch, ist kein Problem. Du meinst vom Originalstream? Ja, das ist kein Problem. Ja. So mache ich das in der Regel. Ach so, okay. Aha. Na gut. Ja. Ja, das war ja eine Okay, Partie, danke an ne? Pirate Pete für die Partie. Das war eine lustige Partie, ey. Im Moment ist es so, dass im Minutentakt auf meinem PayPal-Konto Leute spenden. Das ist natürlich sehr, sehr ja, großzügig. Vielen, vielen Dank für den Support. Niklas und ich wissen das echt zu schätzen. Durch Ja. unermüdliche Arbeit momentan. Tagtäglich ein bis zwei Videos, eigentlich zwei Videos. Und lass uns den nächsten Gegner nehmen, oder? Ja. Ach komm, hier, ich weiß jemanden. Okay. Ich nehme den hier. Ja. Hupfdude. Hupfdude ist einer meiner geschätzten Moderatoren. Und ich hatte auch noch nicht gegen mal die Chance, gegen ihn zu spielen. Von daher, wir spielen jetzt gegen Hupfdude. Guter Ja, Mann. man müsste die Moderatoren. Ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich mit meinen Moderatoren mal machen soll. Wie, was du mit denen noch machen Ja, sollst. ab hin und wieder mal spielen oder so, ne? Weil für den Einsatz jetzt. Ja. Und
Einer von denen, So, ja. ziehen wir wieder abwechselnd. Ja, jetzt fang du mal Okay, ich mache mal einen normalen Zug. Oh, ist das das Lekma Dima-Gambit? ja. Perfekt. Zu Ehren. Hier von Von Emil Josef Diemer. Emil Josef Dima. Ein So. geiler Typ. Ich kenne ihn nicht, aber also zumindest was War ein das. bisschen crazy, auf Ja, jeden crazy Fall. auf jeden Fall, ja. Was sein Video betrifft. Ah, was machen wir jetzt hier? Warte mal, müssen wir vorsichtig sein. Zack, 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 zack. Ja, Zack. Na, passt. es geht, ja, geht. Läufer schlägt auf 3, ist kein Problem. Ich muss das aber kurz durchrechnen. So. Jetzt. H3 erstmal. Ja, dachte ich mir auch. Ja. Springer raus. Ach komm, was Ja, soll's? dachte Was ich mir auch. Ja, soll's? ja. Dann hätten wir es vielleicht Aber sofort du machen wolltest sollen. es doch nicht machen, ja? Aber Wir jetzt. hätten es vielleicht sofort machen sollen. So, wie geht der Angriff weiter hier? Ja, das ist die Hupfdude spielt Frage. sehr solide bisher. Der Hupfdude. Der Der ist auch Hupfdude. hier, der hat so ein Fähnchen. Das heißt, der ist Supporter von Leeches. Ja. Wie gehen wir es an hier? Wie gehen wir es an? Marius hat schon wieder gespendet über PayPal und sagt halt, dass er sofort über PayPal gespendet hätte, wenn er es gewusst hätte, wie viel Google abgreift. Ja. Ja, wir wollten Ja, das. das war uns auch nicht bewusst. Das ist mir auch erst vor ein paar Tagen klar geworden. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, aber dann wahrscheinlich hast du recht. Danke, Marius, du bist sehr, sehr großzügig. Und Andreas L. hat auch nochmal 10 € rausgehauen. Ja, ich muss mal einen Zug hier raushauen. Wie gesagt, ich würde die Namen nennen, wenn ich wüsste, dass ihr nichts dagegen habt. Aber Ja, Vorname ist doch okay, oder? ja, Also, Vorname ist okay, klar. ich denke, das reicht auch. Die Leute wissen ja auch, dass sie dann gemeint sind in den meisten Fällen und dann passt das. Ja, ich wollte den Läufer gewinnen. Er hat was dagegen. H5, guter Zug, aber ich muss da irgendwas spielen. G5, wollen den König nicht völlig aufmachen von uns. Ja. Ich weiß, was du denkst, aber es geht leider nicht. Ja. Leider geht es nicht. Das heißt, wir müssen was Normales machen. Ja, Läufer nach E3. So. Ja, das Blekma-Diemann-Gambit Ja, D5 hat wäre bisher interessant nicht gewesen. gefruchtet. D5 war interessant. D5, ja. Ja, irgendwas Aggressiveres als Läufer 3 wäre sicherlich gut gewesen. Ja, was macht er da? D? Da kann er vom Glück reden, wenn das geht. Ey. Zack, 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 zack. Nehmen wir. Ach, Was hast denn du shit. jetzt wieder alles Mann. durchgerechnet? Springer E5 dachte ich, geht ja gar nicht. D4 hängt mit Schach, Mann. Er hat auch diese Schachgebote auf G3 immer, ne? Ah, zu schnell wieder. Ja. Fabian, danke dir. Fabian M, 5 €. Na, machen Großartig. wir jetzt mal D5. Wie großzügig ihr seid. Ja, heute sehr großzügig Von auf jeden wegen Fall. Schachfans sind geizig, das stimmt überhaupt nicht. Ich erfahre was ganz anderes in den letzten 6, 7 Wochen, muss ich sagen. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen reinbekommen, sehe ich gerade. Den Chat Über beobachte ich. mein PayPal. Ah, das würde ich auch mal gerne hören. Hallo? Ja, ich sehe das jetzt gerade. Bin ich im Zug? Nee, du bist Nein, im ich bin am Zug. Zug. Also, wir bedanken uns an Sven. Sven H. für 2 €. Vielen Dank. Auch danke an Patrick. Schachliche Grüße und danke dir, sagt er. 10 € gespendet. So. König H2. Sandra G., danke dir nochmal, 5 €. Eine Sache Und noch. auch Birte B. hat auch 5 € gespendet und bedankt sich für einen netten Schachabend. Ja, danke, dass du dabei Du warst. bist dran.
Ach so, ich dachte, läuft für 5. Ah, okay. Wir kriegen Zeit dazu, aber jetzt müssen wir echt Ja, wir müssen flott flink spielen. spielen. Und eine Sache will ich noch erwähnen: Alle, die Amazon Prime haben, können dann das mit ihrem Twitch-Konto verbinden. Jeder, der nämlich ein Amazon Prime, also ein Prime-Kunde ist bei Amazon, kann monatlich einen kostenlosen Sub, ein Abo an einen Streamer auf Twitch vergeben. Damit könnt ihr natürlich Leute unterstützen, die Ja, Streamer gebt das an sind. den Big Greek, wenn ihr es noch übrig habt, würde ich mal sagen, Ja, ich würde auch sagen, Niklas natürlich ne? auch, aber er streamt im Moment nicht so viel auf Twitch. Nee, an mich kann man das auch gar nicht geben. Ach, Ich bin ja stimmt, nicht stimmt. Partner oder Ja, so. Also genau. gebt das ruhig an den Big Greek. So, du Big Greek, du bist dran. Man muss das nur verbinden mit Twitch Prime. Und dann kann man diese Subs vergeben, kostenlos, einmal im Monat als Amazon Prime-Kunde. Ich habe das auch gemacht an Steve Berger, der ist nämlich auch Streamer. Du bist dann, glaube ich, oder? Nee, du. Der streamt nämlich auch regelmäßig auf Twitch. Und ich bin Amazon Prime-Kunde und habe mein kostenloses Abo an ihn gegeben halt. Ne? Der ist auch ein Schach-YouTuber. Nein, nicht YouTuber, der streamt nur. Auf YouTube macht er Ja. nichts. Guter Mann. Der Steve. Und So. der umgekehrt an Du mich, bist? lustigerweise. Ich Du bin bist. dran. Ja, okay. Ja. Es wird taktisch, Freunde. Es wird taktisch und wir haben auch wenig Zeit. Du bist dran jetzt, ne? Also, Komm, jetzt müssen wir kurz konzentrieren. ja, ich. Hä? Du bist? Zieh! Hab ich. Okay. Das ist ein bisschen langsam hier. Warum opfert er Ja. den Springer? Damit rechnet doch kein Mensch. Wir haben jetzt einen Springer mehr. Warum schlage ich denn nicht Ja, den weiß ich auch Springer? nicht. Oh Gott. Ja, ich musste schnell Nasenbär. ziehen. Du machst das schon. Schlag. Du bist dran. Was ist das denn? Ja. Oh, wir werden gleich matt. Turm zurück. Nein, wir werden matt. Wir werden doch matt, doch hier, oder nicht? Oder Weiß doch ich nicht. nicht. Vielleicht geht es noch. Es geht noch alles. Ja, Turm zurück, genau. Du bist dran jetzt, ne? Ja. Oh Gott. Was ist denn das für eine Stellung? Aber eine gute Stellung ist das doch. Turm G8 rot. Ja, sicher. Was hat Was der? ist das denn? Der will uns verwirren. Ach so, er wollte. Moment, Hä? können wir Zugrückgabe anbieten? Ja, Er können wollte wir. auf Ich H2 schlagen. mach das. Geht das irgendwie? Nee, ist jetzt zu spät, ne? Ich hab gemacht eigentlich. Ja, ich glaube, es war jetzt zu spät. Man kann eigentlich immer zurück. Jetzt ist matt. Ich habe aber angenommen eigentlich, ne? Okay. Das ist natürlich jetzt wegen des Lags, ne? Weil das so untereinander laggt, dass ich dann. Also, er wollte Turm schlägt H2 spielen. Ah. Natürlich. Und dann, wie ist die Stellung? Ist es Remis? Könnte Remis sein, ne? Ich mach mal Analysebrett. Ja, mach mal Analysebrett. Ja, sorry. Hoff du, das konnten wir zu so schnell dann nicht mehr machen. War ein bisschen schwierig mit. Hier stehen wir auf Verlust, als ich König G2 gezogen habe. Das geht nicht. Ja, Turm G1 besser, ne? Ja, aber es ist immer noch verloren nach Turm G3. Turm schlägt H2. Da steht er auf Gewinn, wenn das kommt. Oh, echt? Ja. König schlägt H2. Und warum jetzt eigentlich? Boah, das ist langsam hier. Ach, Springer Die G4, der Dame hängt. Die Dame Dame hängt auf E7. hängt. Die Dame hängt auf Okay, E7. Hubstut, auf Ja. jeden Fall Sieger der Herzen. Ja. So wie Schalke. So wie Schalke. Ja, das Blackman-Dima-Gambit. Es kam übrigens 5 neue Zahlungen rein. Max Sebastian B., 5 Euro, gute Typen, weiter so. Gerade erst wieder mit Schach seit 20 Jahren angefangen. Enrico D., 5 Euro, danke für den wunderbaren Schachabend. Enrico ist häufiger Gast bei mir. Miguel C., Z., 5 Euro. Rainer D., 20 Euro für meine beiden Lieblingsschachlehrer von kleiner Rainer. Oh Mann, vielen, vielen Dank, Leute. Das Und gibt's doch nicht. Jürgen Ihr seid S., 10 doch. Euro, vielen Dank für den unterhaltsamen Abend. Das sind jetzt mal eben so 20 Überweisungen auf mein PayPal-Konto gerade. Das ist echt Hammer. Wow. Unfassbar, unfassbar. Vielen, vielen Dank, Leute. Da fühle ich mich verpflichtet, weiterzumachen.
Ja, also kann man nicht sagen, ich bin noch fit. Wir können noch ein bisschen. Dann such mal, du hast gerade, dann suche ich jetzt mal wieder einen Ja, du aus. bist wieder. Maximilian, danke für die 2 €. War nicht Dame D8 matt? Ich glaube, wir standen im Schach. Ich weiß nicht genau, wo du das meinst, aber ich habe keinen Dame D8 matt gesehen. Wir spielen jetzt gegen Artaxerxes. Oh, das ist natürlich ein Gegner. Ja, Den hast du gerne ausgewählt, ne? sicher. Xerxes, wobei Xerxes war ja der, ich glaube in dem Film 300, der persische König, oder? Oder nicht? Der Feind von Leonidas in dem Kann Film. sein, Ich weiß meine ich jetzt ja, gar nicht. klar, dieser mit den vielen Ohrringen und der 3 Meter große Typ, irgendwie so, der gar nicht sah aus wie ein Perser. Gut, das ist ja alles Fiktion, ne? Aber schöner Movie. So, ich mache mal einen ersten Zug, bevor wir hier einschlafen. Nee, das war jetzt nicht gegen dich Nee, gar gemeint. nicht, Niklas. Ist okay, gar nicht. Nee, die Zuschauer haben sich bestimmt gefragt, warum macht der keinen Zug hier? Habe ich jetzt 2 hintereinander gemacht? Ich weiß nicht. Geil, wir haben gerade 2 Züge da. Was? Hä? Nee, ich habe Ja, 2 Züge hintereinander gemacht. ach so. Nee, das war witzig. Wir haben gerade D4 und Läufer C4 stand bei mir beides auf dem Brett. So, Weil jetzt wir bist du beide dran. gleichzeitig den Zug gemacht haben. So, So, wer bevor macht wir denn jetzt? einschlafen, Ich noch mal mach einen mal Zug einen hier. jetzt, ja? Und ich glaube, KuchenTV möchte die Revanche. Ach Und was. was heißt KuchenTV möchte die Revanche? Wir möchten eigentlich die Revanche für letzte Woche, oder? Würde ich sagen. Ist Tim schon wieder am Start hier, oder was? Ja, Wo ist er denn? sicher. Ich habe ihn nicht gesehen. Hä? Wo ist er denn? Also, wir fordern ihn auf jeden Fall zur Revanche heraus. Wenn er sich traut, Aber ich wenn er sehe ihn sich nicht im traut. Chat. Ich habe ihn schon im Chat H4 hast du gemacht, bist du jetzt, gesehen. bin ich dran oder was? Ja, jetzt liegt es auf der Hand. Gute Nacht, Arne So. Peters. Ja. Danke für die Partie und noch schönen Abend. So. Was machen wir hier? Läufer raus. Da will jemand die Bon klaut. Die Bon klaut. Dann kommt wieder irgendjemand und sagt, wir machen Nakamura nach. Ja. Ah, KuchenTV kneift. Nee, die ist auch gar nicht da, oder? Ach doch, schwierig, ich liege schon im Bett, sagt er. Ah, jetzt sehe ich, jetzt habe ich es gesehen, jetzt lese ich es. Aber Okay. was gibt es Schöneres als vor dem Schlafengehen noch einen kleinen Schachstream hier anzuschauen, oder? Vor allem eine Niederlage zu kassieren gegen 2 Titelträger. H6, was ist das denn? Artaxerxes. Das ist aber nicht die Macht des persischen Königs, die du uns hier zeigst. Aber okay, go, sagt er. Okay, Ja. nächste Partie, Nach nächste dieser Partie. Partie. Nach dieser Partie. So, ich kriege die ganze Zeit. Sie haben meine Zahlung erhalten. Schon wieder. Alter. Philipp S. 2,50 € danke dir. Marius M. 10 €. Danke dir. Ganz, ganz John herzlich. Mayer, 2 €, danke. Wo sind wir hier? DE5, wir sind dran, ne? Ja. So, wir öffnen die H-Linie, um matt zu setzen auf den König. Oh, F6. Artaxerxes. Und auch schönen Abend noch, gute Nacht an André, der sich verabschiedet. Schön, Kauli. dass du dabei warst. Kauli, ne? Bitte? Das ist wahrscheinlich Kauli. Oder André? Ja, André Ewertz, das ist Kauli, ja. Der muss immer früh arbeiten. Danke dir. Ja, das ist der einzige Vorteil, den ich im Moment habe. Ich muss zum Glück nicht so super früh aufstehen. Ich Ah. kann zumindest ausschlafen. Gleich, ich gehe mal spät ins Das Bett. Lotterleben, Ja, von wegen, ja. Das Lotterleben, ne? sagt er. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört, das Lotterleben. Ja, schönes Wort eigentlich, oder? Total, total. Weil, wo sich die Leute darüber kaputt gelacht haben, ist, wo ich einen Titel gewählt habe: 9-jähriger Lausbub. Foppt Seniorenweltmeister. Ja, Untertitel. Darüber haben sich viele kaputt gelacht. Vor allen Dingen wie das Lausbub. Lausbub, ja. Das ist gut, ja. Ja, das sieht gut aus für uns. Wir haben ordentlich Material mehr. Der König ist schwach.
Hier haben wir gute Chancen, denke ich. So. Ja, was machen wir gleich gegen KuchenTV? Wieder 1 gegen 10, oder? Wir haben letztes Mal, glaube ich, haben wir 1 gespielt? Ja, wir haben 1 gespielt. Sebastian D., 2,50 Euro, danke dir und tollen Abend. Gegen Namensnennung im Stream habe ich nichts. Sebastian Düde. Danke dir, Sebastian. Was ist denn das für ein Opfer? Jetzt wird der König aufgerissen. Ja, ich sehe aber noch nicht. Ach da, ach da. Ich habe mich schon gewundert, wo soll das Schach kommen, das nächste? Also Attax. Oh, der König geht auf Wanderung. Der Attaxerxes ist aber echt ein lahmer Kriegsheld. Du hattest jetzt mehr erwartet, ja? Ja, bei dem Namen hatte ich schon mehr als nur ein paar Nadelstiche erwartet. So. Wie? Was Ist das denn? jetzt dein Ernst? War das matt schon? Ja, Springer C3. Ach so, ja. Ja, ich habe mit Läufer C5 heute sowieso meine Schuldigkeit getan. Ja, das stimmt. Das ist rausgerettet. So, dann willst du die Herausforderung stellen an Ach KuchenTV? so, mal gucken, ob er überhaupt da ist. Ja. Ja, klar. Ja, der ist online. Letztes Mal haben wir eine Minute gemacht, sagst du? Ja, das war, glaube ich, gut. Ja, okay. Mehr als eine Minute können wir auch nicht nehmen. Wir geben ihm wieder Weiß, oder? Genau, dann gehen. Ich denke, Dauert ein bisschen, wie immer. das Nix. ist, denke ich, ein gutes, ja, ganz gute Geschichte. Letztes Mal haben wir verloren und mal sehen, ob wir es diesmal besser machen können. Wir nehmen Schwarz, Standard. Ja, passt. So, Cake TV. KTV. Cake, Cake. Für die, die es nicht Okay. wissen, KuchenTV ist ein sehr erfolgreicher YouTuber. 900.000 Abonnenten. Und streamt täglich, glaube ich. Also Meinungsblogger. Spielt aber sehr, sehr gerne Schach in letzter Zeit. Ja, und verbessert sich auch. Ja, Und hoffentlich. letzte Woche hat er uns geschlagen. Nee, wir hatten nicht 30 Sekunden vorher KuchenTV. Nee, nee. Wir hatten eine Minute. Das kann man ganz Schon einfach richtig. feststellen. Warte mal. Halb, 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 halb. Wir hatten immer halb, 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 immer halb. Ach nee, das war aber dein Account. Das war dein Account. Ja, nee, wir hatten eine Minute, ich bin mir sicher. Okay. So, bist du ready? Ja, Dann ja. mach mal. Ich? Okay. Ja. Oh, skandinavisch. Ja, ich frage mich immer, was so die aggressivste Öffnung ist, um direkt so was zu unternehmen. Skandinavisch, aber nicht nach Springer C3, das ist schon wieder so geschlossen. Ja, der macht das gut. Ja. Wir müssen viel mit Primus arbeiten wieder, sonst haben wir keine Chance. Wenn er die Partie lang genug am Laufen lässt, dann verlieren wir auf jeden Fall auch Zeit. Wir wollen jetzt die Revanche. Nachdem wir letzte Woche verloren haben. Ja, Timo CH meint auch, war eine Minute. So, Springer D3, Bauer gedeckt auf E5. Der Springer steht ein bisschen komisch da auf D3, aber bisher nichts weiter passiert. Obwohl, der hat gar nicht viele Felder, ne? Der Freund. Den können wir uns gleich abholen. Vielleicht, Hier, vielleicht. zack, Mal zack, sehen. bam. Ja, die goldenen Regeln muss ich noch mal zeigen. Oh. Aber trotzdem C3 guter Zug, weil jetzt verliert er ihn zumindest nicht. Also wenn er jetzt den richtigen Zug findet. Also eine Wahl hat er gar nicht, ne? Ja, mal sehen, was er macht. Tomatentoast fragt, wie kann man gegen euch spielen? Da ist noch jemand wahrscheinlich in letzter Minute reingerutscht. Lustigerweise. Du bist. Okay. Ja, ich war kurz Oh, weg. der Bauer, der Bauer. Ja, bei der E5 hing noch. Nee, ich meine, der Bauer auf C4. Ach Wir so. hätten D3 spielen können. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Du bist.
Genau, weg da mit dem. Ich glaube, ich bin etwas zu gnädig zu QTV. Wie meinst du? Ja, ich spiele zu langsam. Nicht hundertprozentig konzentriert. Ja, du nimmst das hier nicht ganz ernst. Aber KuchenTV spielt echt gut, ne? Also, Jetzt steht er gut. Jetzt steht er gut. Wenn er den richtigen Zug macht, steht er fantastisch. den richtigen Zug hier? Ja, zum Beispiel sowas. Oh Mann. Was denn? Ja, wie sollen wir das gewinnen? Wir haben noch nicht mal Weiß 100 ich Meter. nicht. Das ist deine Aufgabe. Ja, wir sind doch hier zusammen Ich dabei. weiß. Ab jetzt spiele ich schnell. Okay, sehr Ich gut. gucke. Es ist unglaublich, wie viel gespendet wurde. Das ist Wahnsinn. Ja, das können wir gleich nochmal Revue passieren lassen. Das ist völlig Ich verrückt. bin jetzt sehr ehrgeizig. Naja. Ich habe 20 Mails bekommen in der letzten Stunde. Also, das ist crazy. Das ist echt crazy. Danke schon mal an der Stelle. Dame D2. Ah, ich hätte auch F3 schlagen können. Habe zu schnell den Zug gemacht. Dann nehme ich Ja, halt. hau weg den. Genau. Ja, trotzdem wird es schwierig. Ja, ich weiß, Aber was das hilft. Zumindest ist dein König jetzt ein bisschen offen. du. Das ist doch ein erster Anfang. Sein König ist geschwächt. So, jetzt sehe ich dich mal wieder im Stream. Ich habe das lange nicht Du mehr. bist? Ich bin? Ja, sehr gut. Ja, irgendwie müssen wir was machen da hinten. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß zwar noch nicht, wo das matt sein soll, so ganz, Ah, aber. das kommt schon, das kommt schon. Ich habe schon einen Plan. Ja, okay. Ja. Ja. Nur Geduld. Sagt mein 12-jähriger Schlauchmann. Ja. Ja. Ach komm, den Turm kann er haben. Ist Oh, egal. was ist das denn? Was? Ja, wir müssen langfristig hier denken, langfristig. Where the fuck is the mate here? Du machst aber Turmstück D8 Pre-Move, nehme ich an, Ja, ne? sicher. Gut, gut, gut. Er wundert sich wahrscheinlich gerade. Egal, wir können keine Zeit verschwenden, hier den Turm zu decken. Es gibt Wichtigeres im Leben. Er denkt jetzt, hier ist eine Falle, wenn er den Turm schlägt. Aber noch ist alles in Ordnung. Kann den Turm sich ruhig greifen. Was hat er gemacht, den? König H1. Leider gut. Leider gut. Wir können uns um den Turm nicht kümmern, wie Niklas sagte. Ja, hätte ich jetzt schon mal gezogen, aber egal. Ja, war es jetzt doch. Shit, König A1 war echt ein verdammt guter Zug. Ah! Ja. Nein! Egal, Nee, nee. egal. Wir packen es. Wer ist dran jetzt gleich? Du bist dran. Ich habe Pre-Move eben gemacht. Sechsundzwanzig Sekunden ist noch Zeit, aber auch nicht viel. Wir dürfen uns jetzt auch nichts vorsagen, ne? Müssen natürlich jeder Nee, für das sich. ist klar. Das ist klar. Ich hoffe, er bringt sich irgendwie selber um, aber ich weiß noch nicht genau, wie er es machen soll. Er hört euch doch zu. Na, Lag. Mit Delay. Delay, nicht Lag. Mit Delay. Ja, so viel hilft ihm das nicht, wenn er jetzt zuhört. Das ist echt noch vollkommen unklar. Also objektiv steht Weiß wahrscheinlich ziemlich gut. Ja. Aber in der praktischen Partie alles nicht so leicht, weil der König Also, ich schwach möchte ist. den spielen gleich, das ist mein Plan. Das mache ich So, du jetzt auch. bist? Ja. Das droht matt hier, ne? Auf G2. Die Idee ist, wenn er nimmt, genau, dass wir dieses Zwischenschach haben und jetzt gewinnen wir. Oh, jetzt wird's giftig. Jetzt gewinnen wir. Das war meine Ja. Idee. Leider ist er darauf reingefallen. Er hätte nicht nehmen dürfen. Ah, Jetzt ist puh. matt im nächsten. Ja, das war. Der hätte nicht den schlagen dürfen auf F4, sondern Turm G1. Okay, die Revanche ist geglückt. Vielen Dank an KuchenTV.
Ja, er hätte nicht, wenn er nicht auf F4 nimmt, dann ist das überhaupt nicht klar. Also im Gegenteil. Ich glaube, ich zeige das mal, damit er was lernt. Hier an der Stelle F5 sagt der Computer und wir stehen super. Den habe ich gar nicht gesehen. An welcher Stelle Statt statt Springer F4, F5 und wir gewinnen den Läufer. Ach so, wir gewinnen den Läufer. Ja, Das wir habe ich. wollten nicht den Läufer, wir wollten Matt setzen. Jo, Joso Klaric, ich grüße dich. Aber nach Springer F4, was ich gemacht habe, mal gucken, der Computer sagt Turm G1 und die Stellung ist halt ausgeglichen. Ja, da ist noch nicht so viel Ja, das Matt passiert. einfach abwehren und dann, das ist nicht so klar. Ja. Ich dachte vielleicht H5, H4 dann irgendwie sowas, aber ist auch langsam. Oder Dame H5 könnte man überlegen, aber er H5. kann auch alles verteidigen. H5 sagt da, Läufer F4, Dame F3, Turm G2, das geht noch. Aus irgendeinem Grund. Ja. Spielt gegen Drachenlord bitte. Wer ist Drachenlord? Ich glaube, das ist auch so ein Streamer, aber ich. Keine Ahnung. Wir sind auch nicht so unterwegs in dieser Szene. Ich und Niklas und ich. Nee, Drachenlord sagt mir jetzt auch erstmal nicht so viel. Aber das muss nichts heißen. Drachenlord. Cooler Name auf jeden Fall. Drachenlord Ja. hat knapp 100.000 Abonnenten. Auf YouTube? Ja. Ah, okay. Nice. So, Kuchen ist jetzt angepisst oder was? Schreib mal was in den Chat, Tim. Du musst auch mal verlieren gegen uns. Nicht immer gewinnen. Aber Kuchen streamt es nicht, oder? Nee, der streamt das nicht. Gutes Spiel, wir sehen uns. Hau rein. Ja, es gibt hier einen Drachenlord in der Liste. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der echte ist. Keine Ahnung. Dann hätte er wahrscheinlich. Der hat aber auch 2000, also ist auch ein Nee, ernstzunehmender Gegner. dann nicht. Sollen wir den, sollen wir den Sonnenkönig nehmen? Den Sonnenkönig? Ja, Ja, l'état c'est können wir moi. gerne nehmen. Falls ich mal draufklicken darf jetzt hier. Spielt mal gegen den Fake Jesus Gurkensohn. Keine Ahnung, wer das sein soll. So, ich fange an oder du? So, Sonnenkönig. Ja, ich fange gerne an. Was hatten wir denn heute? Was haben wir denn mal noch nicht gemacht? B6. Der Die Sonnenkönig. Owen-Verteidigung, ja sicher. Wie heißt das? Owen. Ah, Omen, Wie ah. kennst du nicht? Kennst dich aus. Der Sonnenkönig ist. Ich glaube, den kenne ich. Oh Gott, jetzt muss ich was Gutes finden hier. War F4 ist. Ein bisschen riskant. D5. Ja, wieso Ich dachte, nicht? jetzt kommt direkt Läufer B4 und F5 und alles und ja, naja. Jetzt aber Egal. Französisch. Ja, du hast recht, ja. Kannst mal sehen, ich kenne das nicht gut. So. Jetzt steht der Lauf auf B7, total bescheuert. Ja, das hat uns nicht viel genützt. Egal. Egal, Karl. Wir sind ja ein bisschen am Experimentieren hier und ein paar neue Eröffnungen spielen. Von daher ein bisschen. Nee, bitte kein Matt in eurer Show. Was meint er damit? Egal. Was mache ich denn? Ich spiele echt unkonzentriertes, schlechtes Schach. Warum? A6 ist doch vollkommen okay, oder nicht? Weiß ich nicht. So, Fabian, TBG und Husche immer sehr sympathisch und unterhaltsam. Danke dir, Fabian S., für die 5 Euro. Dankeschön. Das hören wir gerne. Wenn so viele Leute spenden, dann können wir nicht so viel falsch gemacht haben. Ich möchte mich jetzt schon mal vorab entschuldigen für die kleinen technischen Probleme am Anfang, die uns so ein bisschen halbe Stunde, 40 Minuten auf Trab gehalten haben. Da war ich auch ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Aber mein Producer hat das Der alles. Big Greek nervös. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bist du dran, oder? Ja, ich glaube, den gönne ich mir mal auf Ja, D4. sicher, Snack in dir. Den gönne ich Ich mir. hätte wahrscheinlich sogar eher mit. Oh, Oh, er oh. tappt in die Falle. Er Er tappt in die tappt. Falle. Ja, das hab ich sogar gesehen jetzt. Oh, schlägt er den auch noch? Sonnenkönig, nein. Guck mal hier. Garde. Garde und dahinter steht der König. Das ist ein Spieß.
Spieß habe ich noch nicht gemacht als Video. Dabei könnte man das so gut machen, mit schönem Bildchen, Ja, das Spieß. sind doch die drei Grundtaktiken: Spieß, Gabel und Ist Fesselung. das so? Denke ich mal, oder? Ja. Würde ich Das sagen, könnte man die drei häufigsten. auch ein sehr geiles Thumb machen, so mit Souvlaki-Spieß oder so. Jetzt denke ich an Essen. Ich gar nicht. Ich trinke halt Wein. Nach dem, zieh ruhig mal. Ja. Nach dem Blitzschach habe ich mir das gegönnt. Und Ja. vor allen Dingen ist es jetzt spät genug, die Kinder sind im Bett. Na, Was woher denn? weißt du das denn? Ja, Viertel nach 11. Ja, vermutlich. Du bist Morgen ist wach. Schule. In der Schule ist nicht klar. Ein paar gehen zur Schule jetzt wieder. Das Sonnenkönig, stimmt, ja. habe im Simul gegen dich gewonnen. Das musst du noch mal raus jetzt natürlich, ist klar. Das Schach nehmen wir mit. Ich bin besonders aggressiv. Ja, du gehst immer auf Matthäus. Ja. Ich freue mich schon, wenn ich mit Elisabeth Peetz am Mittwoch Hand and Brain mache. Diesmal so völlig verrückt. Die macht auch mit Anna Musitschuk, spielt immer, und das ist unglaublich. Die kackt immer rum, das ist echt so geil. Oh, was ist das denn? Geht das? Wie? Nee, die ist total witzig dabei. Die ist halt ein bisschen verrückt. Du kennst doch Okay. Elisabeth, oder? Ja, klar, Ja, verrückt. die ist halt ein bisschen Eine verrückt. gute Art und Weise. Ja. Oh, ist das? Den? Habe ich gesehen, das Schach. Keine Sorge, alles im Griff. Alles easy. Aber ja. Oh, komm Hätte mal man auch hier. souveräner machen können, alles. Der Egal. Niklas. Der Game Huschi. Ja, sicher. In Style, dachte ich mir. In Style. Ja. Matt auf So, können wir H2. Dame H2 Pre-Move machen? Ja, ne? Sieht fast so aus, ne? Eigentlich schon. Ja. Was? Außer er gibt ein Schachgebot, aber dann schlagen wir. Okay, vielen Dank und Grüße gehen raus an den Sonnenkönig. Turm F2 war natürlich auch frech. Ja. Hätte man auch Turm G1 matt machen können, lustigerweise. Ja. Von mir aus kannst du noch weinen. Soll man sagen, bis 11:30 jetzt und dann ist Schluss? Dann ist. Alles klar, das Ja. heißt noch so zwei Partien ungefähr. Genau. Ja. Außer du möchtest länger machen. Nee, Nee, dann ne? ist auch gut. Ja, guck du mal nach dem Gegner. Ja, ich nehme den Drachenlord. Ich nehme die Herausforderung an hier. TBG hat die Blutgruppe Nutella plus Sahne. Verstehe ich nicht. Ja, wir nehmen jetzt den Drachenlord. Ihr wollt den Ja, Drachenlord, dann danke kriegt auch ihr den den Drachenlord hier. Mal Drachenlord. sehen, ob er auch der Schachlord ist. So, du bist? Ja, ich muss es mal. Ach, ja, immer dieses Umswitchen, super nervig. Ja, ich schlage mal auf D5. Ich glaube, den hast du auch gemacht. Ah, dauert das? Drachenlord offiziell steht da. Wohl kaum. Wir sind dran, okay. Zack. Ja. Du hättest ruhig weiterspielen können. Ja. Wir spielen ja auch mit Aufschlag hier, also ist alles entspannt. Wir wissen jetzt nicht, ob es der echte ist, das stimmt. Das könnte. Naja, woher auch? Das kann man jetzt so nicht nachverfolgen. Naja, Aber ist ja auch egal. Es ist ein ja, ist auch guter völlig Gegner egal. hier. 2000 und wir spielen gegen den jetzt. Fertig. Du bist dran, ne? Gegen Bibis Beauty Palace sollen wir spielen? Ja, hätte ich nichts gegen. Keine Ahnung, wer das ist, aber hört sich natürlich lustig an. Wie?
Du hast noch nie von Bibis Beauty Palace gehört? Der Name kommt mir natürlich schon bekannt vor, aber ich habe, glaube ich, noch Okay. nie ein Video von der gesehen. Ja, gut, das ist was anderes Weiß ich dann. nicht, wie ich mir die Glatze polieren soll oder sowas. Wird sie wahrscheinlich nicht haben als Video. Nee, wahrscheinlich nicht. Was Nee. trägt denn so lange nach, der Drachenlord? Ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen seltsam Ey, das hier. ist 5 Züge. Was denkt er denn nach? Okay, C6 ist die Hauptvariante, oder? Bin ich dran? Ja, schon. Ja. Ich höre mal bei dir irgendwas im Hintergrund. Hast du Besuch? Ich? Hm? Nee, was hörst du denn? Ich dachte, ich hätte irgendeine weibliche Stimme gehört. Also nicht bei mir. Achso, er hat gespielt, sorry. Ja, du bist dran. Ja. Oh, Springer C4. Läufer F4 ist die Variante, ne? Nee, Oder was? Springer C4 ist, glaube ich, sogar besser. Echt? Ja, du kennst dich da besser aus, das hatte ich schon 1000 Jahre nicht. Ja, das hat. Was ist das denn? Hä? Dame E6 Schach. Ja, sieht erstmal ein bisschen ungewöhnlich Ja, aus. unnatürlich, ne? Und die Dame so hinzustellen, blockt den E-Bauern, den Läufer auf C8. Dame C7, A4 ist, glaube ich, ein Video von mir. Magnus Carlsen, Rapid-Weltmeisterschaft gegen so eine erste Runde. Okay. Ich ziehe mal zurück nach Ja, E5. müssen wir, ne? Gut, müssen ist ein bisschen stark, aber bot sich an. Schön relativiert mit bohrt sich ab. Ja. So, er will den aber auch abtauschen, ne? Meine Der ist ja Güte. hartnäckig. Nö. Der ist ja hartnäckig. Oder? Warte mal. Wir sind dran, ne? Ja. Ach, der sieht nett aus. Ich weiß nicht, mach mal. Keine Ahnung. Wahrscheinlich völliger Quatsch, aber. Ich überlasse dir danach, den guten Zug zu finden. F5. Ja gut, jetzt ist es nicht so schwer, Ja, du bist dran. einen guten Zug zu finden, meine ich. Mach mal was gegen den Drachenlord. Ach so, er will was gewinnen. Einmal Stimmt, der Springer gewinnt ja C5. Bauer. Was hast du denn hier wieder gemacht, Keine Mensch? Ahnung. Ja, leider gut, ne? Leider gut. Leider geil. Ja, aber nicht für uns. Das ist egal. Ja, wir haben ein bisschen Entwicklungsvorsprung, darauf setzen wir hier. Und Schwäche. F5 ist schwach, E-Linie schwach. Dies, das, Ananas. Das Ananas, ja, so ist es. So, Kurzrochade. Ja. Ja, dies, das, Ananas habe ich heute in irgendeinem YouTube-Video gesehen oder gestern, ich weiß nicht mehr. Ja, das war auch ein alter Spruch, glaube ich. Als ich noch zur Schule gegangen bin, gab es den. So, Was? Turm E1, ein paar Echt? giftige Abzüge drohen. Keine Ahnung, irgendwas. Gucken halt, ne, was geht. Ja, Niklas hat's Check. gesehen, du Tier. Ja, okay. So oder so genauer. Ja, hau weg den guten. Ja, D8 zuerst vielleicht war genauer, ich weiß nicht. Ja, den kann ich den Läufer nehmen. Ist gut. Ist So. gut, der Niklas, der sicher. Klatterturm mehr Ah, glatter läuft. Turm sogar? Okay, Ja. das ist easy. Das ist ein bisschen zu viel. Okay, Okay. jetzt müssen wir nur unsere Figuren rausbringen und dann wird sich das Übergewicht schon bemerkbar machen. Ja, er nervt ein bisschen rum, das habe ich befürchtet. Der Drachenlord. Der Drachenlord. Ja, scheiß auf den Bauern. Ja, wir können es uns ja leisten, ne? Und dann, nachdem wir noch ein paar Bauern weniger haben, sieht es schon wieder anders aus. So, und ich stehe jetzt hier da, ne, mit dem Springer. Ja, kannst du nicht, siehst du jetzt noch nicht? Ach so, ja, okay. So technische Züge sind nicht dein Ding. Nee, ich will lieber Ja, reinhauen. du haust immer rein.
Und ich sehe hier nur die E-Linie. Zack, zack. Oder Turm B1 wäre auch nicht schlecht gewesen. Na gut. Ja, der ist schon ganz gut. Was? Hey. Voller Galerie. Zaubern hier zum Abschluss des Tages. Warum nicht? Warum nicht? Du machst die Technik, ich mach die Taktik und dann passt das. Ja, bei der F5-Partie. Ja, da war es auch mal andersrum. Stimmt schon. Beziehungsweise ich habe den Fehler gemacht und habe ihn wieder gut gemacht, sagen wir es mal so. The Dragon Lord is never giving up. Never. Never surrender. Oh, das ist riskant mit dem König nach vorne. Oh. Ja, schönes Matt. Vor allen Dingen Läufer E6, nicht Läufer F3. Nee, Läufer E6 von Schön hinten. stylisch. So, der Okay. Drachenlord. Danke an den Drachenlord für die Partie. Eine würde ich sagen, Ja, machen wir noch eine und machen wir noch. dann reicht's für heute. Dann sind wir nämlich 4,5 Stunden hier online und dann ist gut. Dann ist genug. So, du darfst auswählen, Ja, ich die nehme. letzte. Springer Ja, ich weiß, es A8. ist immer schwer. Wir haben immer noch 60 Herausforderungen. Ist Ja. nicht leicht. Komm, lass noch mal eine völlig verrückte Eröffnung spielen zum Abschluss. Und weit über 1000 Zuschauer die ganze Zeit, das ist natürlich genial. Danke euch. Gute Nacht, Fiso Mio, aber die Partie könntest du noch mitnehmen. Kommst du in die Partie oder? Ja, ich Ja, komme in die genau. Partie, Ja, ich sorry. fange mal an. Wir Ja. spielen irgendein Gambit jetzt erstmal, ne? Gegen Springer Springer. am Rand. Wie, was für ein Gambit spielen Ja, gegen C6 ist schwierig, ne? wir? Ja. Auf Biegen und Brechen, ne? Ja, F3. F3 ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wobei ich glaube, Springer C3, D schlägt E4, F3 wäre besser gewesen, weil jetzt schlägt er vielleicht nicht. Ja, Ups, schon, siehst mache ich du? denn da für einen Scheiß? Tja, kein Gambit. Kann man nichts machen. Jetzt drängst du ihm den D4-Bauern auf. Den kriegt er ja gar nicht. Okay. Dann dränge ich ihn auf. Mit dem trinkst du denn wirklich auf? Ja. muss sein Ja, hier. will er Ach, nicht. er will ihn nicht. Will Er er will ihn nicht. nicht. Hast du schon gesagt, welchen? Schöne Grüße an den Griechen von Rasamati. Grüß dich, Rasamati. Wer ist dran? Ach, ich bin dran. Gute Nacht, Roter Mila. Das Geilste wäre, wenn der echte Lord darauf aufmerksam werden würde und für sich behaupten würde, er hätte wirklich gespielt. Der echte Lord. Der echte Lord, wie sich das anhört. Ja. Lord. Was wolltest du denn gerade sagen? Hast du schon, du wolltest irgendwas sagen, oder? Was machst du morgen für ein Video? Ich habe dich schon gefragt, ich habe schon vergessen. Ja. Nee, nichts Neues. Ach Ein Video so, aus unserem von letzter Livestream von Woche, vom letzter letzten. Woche. Ja. Ich dachte, das passt doch noch. Was denn? Ja, nee, ist gut, ich bin so vergesslich manchmal. Ach so, ja. Ich habe dich das dreimal gefragt schon heute. Naja, einmal, glaube ich. Ja, irgendwie haben wir das. Scheiße Wir hätten gespielt. das besser spielen können, Ja. glaube ich. Egal. So. Du bist? Ich bin dran, okay. Danke an Husky605 für das Kompliment. Wobei ich nicht weiß, was aufstrebende YouTuber ist, aber ja. Danke für das Kompliment. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was angezeigt wird. Aber ich denke, wir werden sowieso ziemlich promotet von YouTube zurzeit auch, weil wir
bestimmte Videos werden auf jeden Fall auch angezeigt, als Ja. Vorschlag bei vielen Leuten, die nicht Schach spielen oder nur sehr geringfügig in Kontakt getreten sind in der Vergangenheit mit Schach. Das weiß ich aus den Kommentaren, das weiß Niklas aus den Kommentaren halt auch, ne? Ja, manchmal, also bei einem Video steht bei mir, 50% der Leute haben hiernach nicht gesucht oder so. Oder wie bin ich nur hier Genau, hingekommen, so ungefähr. das war bei mir beim goldenen Eröffnungsregeln-Video am Anfang, in den ersten 2 Wochen, dann kamen lauter Kommentare. Da schlägt mir YouTube vor, ich weiß gar nicht wieso, ich habe noch nie in meinem Leben Schach gespielt, irgendwie so, aber irgendwie finde ich es trotzdem cool, so nach dem Motto. Ja, cool. So, du bist, Ich oder? glaube, du. Ach, ich bin? Na dann weißt du, hier nach Meine vorne geht's. Glatze, 2,29 €. Sandro, danke dir. Geniale Videos, macht weiter so, sagt er. Gucke seit 3 Stunden den Stream, sagt einer. Wahnsinn. Geht er? Ich probiere es mal. Ich weiß nicht. Also möglich ist er. Ja. Ja. Begeisterung hört sich anders an. Nee, ist gut. Ein guter Zug, guter Zug. Ja, bald hast du die 30.000 voll, der Ja, Big ein Week. Du hast Turnier ja schon was 50. überlegt, wie du das feiern möchtest. Wir müssen ja nicht ständig feiern hier. Wir feiern ständig, jedes Wochenende. Bist nur noch im Feiermodus, meinst du? Du doch auch! Ach Machst ein so, naja. 40K-Special und bist schon bei 43.000 irgendwie. Ja. Der hängt. Und danke an Michael B., der sagt, ich werde mal wieder mein Brett abstauben und die Lust wurde wieder geweckt, eine Partie Schach zu spielen. Freut uns sehr. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, na gut, ich nehme auch noch den mit. Ja, hätte ich auch gemacht. Was man hat, das hat man, ne? Oh, ein Schachgebot. Frechheit. Was erlauben sich Springer am Rand? Das ist natürlich eine Anspielung an Trapattoni. Ja, Was erlauben Sie selbstverständlich. Strunz? Ha? Was erlauben Sie Strunz? 3 Monate auf der Bank. Nie gespielt haben. Nie gespielt haben. Spielen wie Flasche leer. Und jetzt, was erlaubst du uns? Nicht schlecht, nicht schlecht. So ungefähr war das, glaube ich. Rematch für Kuchen. MB präsentiert. 2,29 €. Danke dir, MB. Ja, nicht heute, aber vielleicht ein anderes Mal, aber sicher ein anderes Mal. Ihr seid genial und inspirierend. Macht weiter so. Was passiert hier eigentlich? Da kommt er wieder. Klassiker. Du brauchst Shirts damit mit dem Spruch, Mensch. Ja, Merch muss auch mal kommen, ey. Ja, Merch muss mal kommen, ne? Ja. Musst du den Producer mal anhauen und dann läuft das. Ja, der hat auch viel zu tun. Wir haben alle viel zu tun. Das ist, verzögert sich gerade leider. Aber Ja, komm schon. ich kann es kaum noch abwarten. So, du bist dran. Ich? So war es bei mir auch. YouTube brachte The Big Greek als Vorschlag, obwohl ich nur Videos von Bitcoin und DAX-Strategien schaue. Zum Glück im Nachhinein. Wieso das denn? Na, zum Glück, dass er bei dir gelandet ist, meint er. Also. Ja, da haben wir drei. Ja, wir gehen auf Matt, du kennst mich. Strunz immer verletzt. Genau, Strunz immer verletzt. Was erlaube ich schon? Strunz immer verletzt. So, jetzt ist es schwierig hier. Was soll ich machen? Keine Ahnung. D4. Ja. Also was ist denn das für ein Zug? Das wäre so der letzte Zug, an den ich gedacht hätte. Ich will, dass er nimmt. Okay. Wunschvariante, weißt du, Wunschvariante. Ja. Ja, jetzt hat er genommen. Ach Und jetzt? so, shit. Ja, Vor wieso? Das ist doch super für uns. allem, wenn Hallo? wir nehmen, sind wir fast matt. Hä, wir nehmen nicht. Ja, natürlich nehmen wir nicht, aber ich sag's nur. Hallo, das ist total verloren. Ja, natürlich. Sehr Nee, aber bitte. deswegen, Du natürlich, brauchst weil mir nicht eine erzählen. Riesenkombination, er konnte nicht nehmen, das ist vorbei. Okay. Was will er denn jetzt ziehen? Ja. Oh, er droht Matt. Shit. Shit. Nehmen wir es mal mit Schach hier weg.
Ja. Shit ist natürlich auch nur aus Suits, ne? Sag mal, Shit. Wer sagt das? In Suits, die Serie. Suits. Okay. Coole Frisur. Wer denn? Big Green Lux, lustigster. Was? Lustigster Typ. Niklas immer so seriös unterwegs. Nee, Niklas ist ja, seriöser als ich, aber so seriös ist er auch nicht. So, du bist Ja, Schach. ein Schach, Aber das so hat hilft. jeder seine Rolle halt, ne? Ich bin halt der liebe Onkel. Liebe Onkel, der liebe Onkel, ist klar. Niklas ist der harte Businessman, auf Der Effizienz harte getrimmt. Businessman. Genau. Genau. Hört er nicht so Okay. gerne, hört er nicht so gerne, merkt ihr es? Ich habe jetzt ein bisschen Wein getrunken. Ja, das merkt man, Ja, ne? jetzt ist die Stimmung ganz locker. Ja, Du bist dran, oder? ich überlege Tom C8, aber es scheint mir nicht ganz heuer zu sein. Deshalb machen wir jetzt mal einen Safety-Zug. Wieso denn? Alter! Was Nein! denn? Turm C8, König C8, B7. Oh, B7. Oh, habe ich nicht Ah, gut, wir können gesehen. aber mit der Dame nehmen. Ja, Nee, nee, Dame. Ja. das wäre jetzt auch nicht so überzeugend Ja. gewesen. Machen wir es mal locker Ja, hier. er hätte mir leider mit der Dame nehmen können. Sonst wäre es schön gewesen. König D7, Dame B5 Schach, König auf die Grundreihe, B8 Dame Matt. Es wäre kein Matt gewesen, aber ja. Dann schon. The E7 hat er Killer noch. Whitey, kann ich morgen gegen dich spielen? Der Mike fragt wahrscheinlich mich, oder? Akash, keine Beleidigung hier. Gäste werden niemals beleidigt. Danke, Springer am Rand, GG. Ja, so. Leute, das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für alle, die dabei waren. Ganz herzlich für alle Supporter und insbesondere für die vielen, vielen Spenden, die wir heute reinbekommen haben. Wir werden das nochmal durchzählen. Ich habe ungefähr 20 Mails bekommen auf PayPal. Wir haben viele Spenden bekommen im Chat, über den Google-Chat hier. Niklas hat ein paar Spenden bekommen. Wir werden uns das alles teilen. Alles, was letzte Woche reingekommen ist, also was diese Woche reingekommen ist, wir teilen uns das natürlich, das ist ja klar. Vor allen Dingen, weil es jetzt inzwischen auch eine große Summe ist. Das ist jetzt keine kleine Summe, sondern wir hatten halt vorher gesagt, wenn es eine kleine Summe ist, okay, egal, aber das ist jetzt eine große Summe, dann teilen wir es natürlich, ist ja logisch. Und Ehrenmann, the Big Greek, auf jeden ich möchte mich nochmal Fall. kurz entschuldigen für den Beginn, da hatten wir ein bisschen technische Probleme. Ich denke aber, ihr seht es uns nach. Ich glaube, wir haben es wettgemacht, oder? Ja, wir haben sehr lange gespielt. Wir werden das mit Sicherheit wiederholen, weil es lief sehr, sehr gut. Aber natürlich nicht jede Woche, das ist ja klar, ne? Also das wäre übertrieben. Und Niklas und ich haben auch schon drüber gesprochen, halt diesen Team-Battle zu machen, Team Huschi gegen Team The Big Greek. Das wäre ein zusätzliches Format, da müssen wir nur mal nachdenken, wie wir das organisieren würden. Niklas, deine Worte nochmal ans Publikum. Ja, auch diese Woche hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch cool mit dem Chat, so interaktiv, viele Fragen, Kommentare, größtenteils positiv. Und auch von meiner Seite nochmal großes, großes Dankeschön an die vielen Spenden, an die Unterstützung für uns. Und es war wieder ein sehr unterhaltsamer und schöner Schachabend. Und danke auch an den Host, an den Big Greek, der hier sehr schön durch den Abend geführt hat und die technischen Geschichten, das passiert einfach ab und zu. Wir haben es ja gelöst, hat alles funktioniert, fast 5 Stunden gestreamt, blind gespielt, alles Mögliche war dabei gegen Kuchen TV, gewonnen, die Revanche ist geglückt, also ich würde sagen, ein rundum schöner Abend und wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß. Ja, folgt uns noch, ne, auf unseren Kanälen YouTube. Ich denke, die Links kennt ihr. Bei Niklas lautet der Kanal GM Huschenbeet, glaube ich. Bei mir The Big Greek. Wir posten jeden Tag neue Videos. Also falls ihr Schach üben wollt, lernen wollt, euer Schach verbessern wollt, ihr seid bei uns an der richtigen Adresse. Und wir antworten noch auf sehr viele Kommentare auch. Und bei mir zusätzlich noch der Hinweis, folgt mir auf Twitch, wo ich regelmäßig streame, montags, mittwochs, freitags. Schön, dass ihr dabei wart. Von mir ein wunderschönen Rest Sonntagabend. Schlaft gut, bleibt gesund und bis bald. Niklas, du darfst noch die letzten Worte jetzt noch.
Vielen Dank. Ja, schlaf gut und komm gut in die nächste Woche und bis bald. Ciao, ciao.